bist meine Königin, jetzt und für immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back mit euren wunderbaren Jungs. Jonas und Alper. Aber hallo Alper, wie geht's dir? Bin nicht Alper. Ich bin... Ich weiß, manchmal macht man Dinge, man hält sie gestern noch für eine gute Idee. Ich hole ein Kostüm mit und kleide mich als Jon Snow, weil ich das halt habe, dieses Kostüm. Und dann, das hier ist eigentlich aus dem alten Glam-Metal-Kostüm. Okay. Deswegen, also, die Haare sind zu lang, aber ja, das ist mir schon bewusst. Für alle unsere Zuhörer, die das jetzt nicht verstehen, Alper hat ein Kostüm interessantes Jon Snow-Kostüm an. Ihr könnt euch das aber angucken, falls ihr jetzt neugierig seid. Denn diesen Podcast gibt es, also dieses Gespräch, gibt es sowohl auf YouTube mit Bild, mit Videoaufnahme und teilweise auch Einblendungen, die das Ganze natürlich noch bereichern. Mhm. Danke an dieser Stelle dafür übrigens, Jonas. Als auch als Podcast auf Spotify, iTunes und RSS-Feed. Genau. Und man darf auch nicht vergessen, dass man diese Folge herunterladen kann, um sie offline zu gucken. Wenn ihr also ins Fitnessstudio geht, wenn ihr so durchtrainiert werden wollt wie wir oder falls ihr im Zug sitzt und kein Internet habt, ihr könnt die Folge vorher runterladen und zwar mit dem Download-Button, das geht dank Funk. Also ihr braucht dafür nicht mal Premium. Mit der YouTube-App geht das. Mit der YouTube-App, genau. Ihr braucht dafür nicht mal Premium oder müsst sonst viel bezahlen. Und was natürlich auch mal eine gute Idee ist, das möchte ich an dieser Stelle auch noch gesagt haben, bevor wir zum eigentlichen Stoff des Tages kommen, man kann den Scheiß auch abonnieren. Man kann Cinema Strikes Back abonnieren und verpasst kein Videos mehr. Verpasst kein Videos mehr. Denn wir haben heute eine Sonderkategorie. Wir machen diese Folgenbesprechung dieses Jahr zum 6. Mal. Und also ja, stimmt. Ja. Ich habe gedacht, wir machen Folgenbesprechung zum 6. Mal. Nein, nein, nein. Wir haben ja Staffel 6 schon besprochen. Wir haben Staffel 7 schon besprochen. Und jetzt auch Staffel 8 von Game of Thrones. Und sogar ein bisschen mit The Walking Dead, was uns dann aber keinen Spaß gemacht hat, aber eher an der Serie lag. Ja. Wir haben uns auch die genau falsche Staffel dafür ausgesucht bei Walking Dead. Wahrscheinlich. Egal. Wir wollen, dass ihr natürlich weiterhin mit uns bleibt und uns ist auch klar, dass ihr, also wir werden immer wieder angeschrieben, hey, wir werden das, oder ich werde das so vermissen, euch beiden zuzuhören. Wir verstehen das zwar nicht, aber wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie das hier durchaus weitergehen wird. Natürlich wird es auf diesem Kanal weiterhin Game of Thrones Videos geben und ich habe mir sogar, oder wir haben uns sogar 3, 4 ausgedacht, zum Beispiel, was man in Fire and Blood gelernt hat, da gibt es eine ganze Menge. George R. R. Martin hat ja vor einigen Monaten ein neues Buch rausgebracht zu der Geschichte des Hauses Targaryen. Und da gibt es ein paar Zusatzinfos, die sehr brisant sind. Die sehr teilweise interessant sind. Genau. Ja, das nennt sich Fire and Blood. Dann haben wir ein Video geplant, was wir an Staffel 8 nicht so mochten. Da gibt es ja leider doch eine ganze Menge. Dann wurden wir immer wieder angeschrieben, was denn Marios Meinung zu Game of Thrones ist. Da ist auch was zu geplant. Wir wissen noch nicht, in welcher Form oder was oder so. Aber Marius wird auf jeden Fall auch noch seine Meinung zu der gesamten Staffel verkünden. Und zwar ausführlich. Und diesen Samstag plane ich eigentlich ein Video mit allen weiteren Serien, die man gesehen haben muss oder sollte oder könnte, wenn man mit Game of Thrones durch ist und mehr von dieser Art haben oder will. Oder vielleicht auch Bücher. Oder vielleicht auch Bücher, vielleicht auch Spiele. Genau. Ich weiß nicht, also ob ich jetzt schon ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Einfach so ein Game of Thrones, was kommt jetzt? Was kommt danach? Aber auch diese Talks, und das ist die gute Nachricht für heute, mit Jonas und mir, die werden weitergehen. Ja. Denn wir haben uns ein paar ganz besondere Sachen ausgedacht. Möchtest du es verraten? Weißt du es noch? Also zum Beispiel, dass wir vielleicht zu anderen Folgen auch noch Folgenbesprechungen machen werden. Genau, denn so sehr wir Staffel 8 auch kritisiert haben, gibt es in dieser Serie halt so viele Folgen mehr, die wir lieben und abgöttisch lieben. Wie zum Beispiel die erste Folge der ersten Staffel, die möchten wir besprechen. Ja. Ich möchte unbedingt die Schlacht von Schwarzwasser noch unbedingt besprechen. Ich möchte die Schlacht an der Mauer besprechen. Nicht Hartheim? Ach so, natürlich. Ja. das ist ja meine Lieblingsfolge und Schwarzwasser ist deine Lieblingsfolge. Genau. Ich dachte immer, Hartheim wäre deine Lieblingsfolge. Nein. Hartheim finde ich gar nicht so geil, wie das alle so finden. Ja. Ich dachte, Hartheim ist mal so dein. Ich mag Hartheim sau gerne. Die Schlacht an der Mauer, die komplette Folge nur an der Mauer spielt. Ja, schon klar, aber. Na gut. Ja. Wie hieß die Watchers on the Wall? War das die? Genau. Ja. Und das ganz große Highlight: wir haben auch noch einen Talk vor, à la Was wäre, wenn? Ja, also das wird interessant, das haben wir noch nie gemacht. Das wird so ein. Was wäre passiert, wenn. Keine Ahnung. Daenerys schon in Essos gestorben wäre. Keine Ahnung. Sowas. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne da für Themen hättet. Genau. Und wir saugen uns dann irgendwas aus den Fingern, aus den Köpfen, aus den
Schwänzen. Okay. Ja, aber nicht nur mit Game of Thrones, wir suchen auch noch was anderes zum Besprechen. Und ich hatte überlegt, vielleicht machen wir ein Vote dazu, welche Serie wir sonst noch besprechen wollen. Aber wir haben ganz, ganz fest geplant, Ende des Jahres kommt eine Serie raus, die wir für ein neues Game of Thrones halten. Und darauf setzt Netflix auch ganz gezielt, nämlich The Witcher. Genau. Und The Witcher ist ein Universum, in dem du dich sehr gut auskennst. Ja, so ist okay. Aber du, also, ja, ich habe halt die Bücher gelesen und ich habe die Spiele gespielt und ja, also, das kann man schon ein bisschen. Noch, ja, ein bisschen. Ich bin jetzt kein Experte. Ich weiß, aber ich mag bisschen, aber das ganze Universum. Da. Ja. Ich habe mir jetzt auch sämtliche Bücher bestellt. Ich habe zwar Witcher 3 und so weiter gespielt, war sonst nie meins, aber ich interessiere mich doch schon sehr mittlerweile für das Drumherum. Deswegen habe ich mir die Bücher bestellt und freue mich sehr darauf, die zu lesen. Und dann geht es mit Folgenbesprechung zu The Witcher weiter. Also, wir geben unser Bestes. Das ist sehr viel Arbeit und wir wollen auch nicht nur in diese Fantasy-Schiene abrutschen. Das sollte euch auch klar sein. Außer wenn dann noch die Herr der Ringe-Serie startet. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist, muss man ja auch dazu sagen. Worauf wir hinaus wollen, bleibt auch nach dieser Folgenbesprechung gerne bei uns bei Cinema Strikes Back. Wir würden uns freuen. Und ja, genau, bevor wir also jetzt alles, was mit Game of Thrones zu tun hat, dann werdet ihr die Videos in unserer World of Westeros Playlist finden, ja, die wir euch jetzt hier verlinken. Also nicht auf iTunes und Spotify, auf YouTube. Guckt einfach mal vorbei. Ihr werdet irgendwo diesen Link finden. Ja, World of Westeros heißt die. Da kommen alle Game of Thrones Videos rein, die wir so machen. Also ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, einfach ein Lesezeichen machen für diese Playlist und dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Ja. Und könnt ihr auch einfach auf eurer Party in der Reihe nach angucken. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon vergessen, wie unglaublich affig ich aussehe und ich schmelze unter dieser Perücke. Okay. Deswegen werde ich mich jetzt mal kurz umziehen. Wollen wir loslegen? Mhm. Legen wir los. Bevor wir jetzt zu der Folgenbesprechung zur letzten Folge von Game of Thrones kommen und ich gar nicht verstehe, warum du gerade lachst, gibt es immer noch einige Dinge, die wir zur letzten Folgenbesprechung noch klären müssen? Denn wie so oft unterlaufen uns Fehler oder Leute weisen uns auch noch auf Dinge hin, die wir vielleicht nicht bemerkt haben. Mhm. Und ich würde sagen, wieder abwechselnd. Ja, komm, diesmal darfst du anfangen. Okay, dann fange ich an mit einer Sache, die du bereits tatsächlich ganz korrekt gesagt hast. Es hat mich ein bisschen neugierig gemacht und ich habe nachgeguckt. Und David Benioff sagte tatsächlich in einem Behind-the-Scenes-Video, der Showrunner von Game of Thrones, dass in der Schlacht gegen den Nachtkönig in Winterfell, also in der langen Nacht, in der Folge Die lange Nacht, Daenerys dabei zuguckt, wie ihr Volk, die Dothraki, untergehen. Ja. Er sagt es eigentlich so, dass so, als würden alle Dothraki da in diesem Kampf aussterben. Ja, da gibt es auch so einen tollen Zusammenschnitt, wo er das sagt, und dann kommt direkt danach die Szene, wie sie in Königsmund einfallen, also diese riesige Schar. Ja. Ja, so viel dazu. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich habe einen Kommentar von Mephisto Rutherford. Ich mache mir Sorgen bei der Charakterentwicklung von Alper. Brennt er in der letzten Folgenbesprechung das Studio nieder? Ich bin schon gespannt. Weil viele haben auch geschrieben, dass sie so langsam, dass wir auch so eine Figurenentwicklung innerhalb der Folgenbesprechung haben, wie uns langsam so das Glänzen aus den Augen so entschwindet. Ich sag's mal so. Ich habe mich vor den ersten beiden Folgenbesprechungen sehr viel mehr auf den Dreh gefreut, als es wurde irgendwie immer anstrengender und immer frustrierender. Und das hängt halt auch mit der Serie leider zusammen. Ja. Wir haben letzte Woche über nutzlose Figuren gesprochen. Und ich habe gesagt, dass Bran und Harry Strickland da definitiv so an Stelle 1 stehen. Und wir haben jemanden vergessen. Ach so, und Dings habe ich auch noch gesagt, die Ross oder wie diese Prostituierte aus dem Norden hieß. Und wir haben Rickon vergessen. Ja. Wir haben Rickon vergessen. Unglaublich. Da haben, glaube ich, auch Leute so geschrieben, dass er so unnütz ist, ja, dass wir ihn sogar vergessen haben. Ja, absolut. Ja, absolut wahr. Und gerade was noch dazu passt, ist, das war, glaube ich, ein Kommentar oder so. Ich habe das irgendwo gelesen, fand ich herrlich. Ed Sheeran hatte in Game of Thrones mehr Worte, hatte mehr zu sagen als Harry Strickland. Ja. Mehr Dialog. Und er hatte mehr Dialog als Rickon. Das ist auch wahr. Also in der sechsten Folge, übrigens, in der sechsten Staffel. Nur um kurz über das Tempo von der achten Staffel von Game of Thrones zu sprechen, ich habe auch noch mal nachgeguckt, wie lange es dauert, dass Dannys Bruder Viserys in Staffel 1 stirbt. Es sind 6 Folgen. Also in Staffel 1, Folge 6 stirbt er. Also wie meinst du, was? Also das zeigt einfach nur, in diesen 6 Folgen ist in Staffel 8, was ist da alles passiert? Danny hat, den Nachtkönig besiegt, Danny hat Königsmund erobert und massakriert, sie wurde Königin, sie wurde ermordet, dann wurde Bran König, worüber wir ja alles noch genau sprechen werden. Aber was da alles passiert ist in dieser einen Staffel,
Also das verdeutlicht einfach nur noch mehr, wie alles einfach extrem gerafft und zusammenkomprimiert wurde. David Franke schreibt, Varys hat mehr getan, als ihr glaubt. Aus dem Gespräch mit dem Vöglein kann man herausdeutet, dass er Daenerys vergiften möchte. Ja, absolut wahr. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das haben wir völlig verpasst, dass Varys versucht, Dany zu vergiften. Und das ist ja auch logisch, warum sollte sich Varys für die Ernährung von Daenerys kümmern und immer wieder nachfragen? Und er sagt ja auch, we'll try again at supper. Also wir werden es beim Abendessen wieder ausprobieren. Mhm. Das Mädchen sagt ja auch, dass die Wachen sie beobachten und so weiter. Das deutet schon sehr viel darauf hin, dass er versucht hat, Dany zu vergiften. Auf der anderen Seite sagt er eben auch die ganze Zeit, dass er sich um ihr Wohlergehen sorgt. Also wäre es für den Zuschauer eigentlich gar nicht so abwegig, dass er. Also das zeigt ja auch, das haben ja so viele nicht verstanden, wir waren ja nicht die Einzigen, an denen das vorbeigerattert ist. Das zeigt ja auch, dass viele das gar nicht mitbekommen haben, zu welchen Taten Varys sogar bereit ist. Und ich finde, das hätte man viel besser dann auch erzählen können, wenn man das. Das hatte ich halt das Gefühl, weil es ist halt nicht so klar. Es ist halt irgendwie. Oder das ist so subtil, dass es halt. Also es wurde als kleines Detail vielleicht hineingeworfen für die aufmerksamer schauen. Ich kann es dann, also als ich die Szene nochmal geguckt habe, konnte ich es auch nicht fassen, wie mir das nicht aufgefallen ist. Ja. Also sorry dafür. Aber trotzdem muss, also das muss man trotzdem nicht gut finden. Ja. Das Pferd, auf dem Arya aus Königsmund reitet, um dann nächste Folge doch wieder einfach in Königsmund zu sein, das sieht tatsächlich 1:1 genauso aus wie das Pferd von Harry Strickland. Okay. Also es ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es wichtig ist für die Erzählung, für die Handlung. Anscheinend dass es nicht. Ist. Also. Natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, nur ich hatte mich ja letzte Woche gefragt, ob das nicht vielleicht dasselbe Pferd sein könnte. Ich habe nachgeguckt, es ist dasselbe Pferd. Okay. Ja, was auch immer das bedeuten mag, das muss sich jeder selbst beantworten. Okay, Dennis da beschreibt, es kann eigentlich nicht sein, dass ich mich mittlerweile mehr auf die Folgenbesprechung freue, als auf die Folge selbst. Das ist, also es macht mich glücklich und traurig zugleich, sowas zu hören. Danke, Dennis. Es ist bittersüß. Bittersüß. Danke, Dennis Suppe. Wie heißt der? Suppe, glaube ich. Jetzt habe ich schon weg. Ab jetzt heißt du Dennis Suppe für mich, Dennis. In meinem Herzen. Nee, danke, Dennis Suppe. Jamie sagte, dass er sich nicht um die Unschuldigen schert. Ach so. In der Szene, in der Tyrion ihn freilässt. Und eigentlich auch unfassbar, dass wir so sehr über alles möglich herumgestänkert haben und dann diese Zeile einfach da gibt's auch daneben einen, geschoben haben. Da gibt es auch einen tollen Zusammenschnitt, wie er im Bad mit Brienne ist, also in der dritten Staffel. Und ihr quasi erzählt, dass er ihren König getötet hat, weil er unschuldige Frauen und Kinder verbrennen wollte. Er hat seinen Ruf geopfert und seinen König verraten. Das Schlimmste, was ein Ritter der Königsgarde machen kann. Aber um halt Unschuldigen ganz Königsmund zu retten. Und im Prinzip hat er sein ganzes Leben für die Unschuldigen gekämpft. Und das zeichnete sich ja auch ab, weil er als Tyrion noch ein Kind war, sich immer für seinen Bruder stark gemacht hat. Und das ist ja auch so eine Eigenschaft von Jaime, die man immer liebt als Zuschauer. Dieses Gute, das in ihm steckt. Und dass er diesen Satz sagt, ist eigentlich komplett Bullshit. Also wirklich absoluter Bullshit. Und das ja, also es ist halt nur einer der vielen, vielen, vielen Gründe, warum ich in dieser Staffel 8 so vieles bemeckern möchte. Mhm. Eine andere Frage. Achso. Ich bin dran, ne? Nee, ich bin dran. Achso, sorry. Du hast Jamie. Ach, das war ich, okay. Ja. Ja, bis ich hier wieder vordringe. Ne? Nick 2000 schreibt, Albert schreibt eine Spin-off-Serie. Das Lied von Kerzen und Wachs. Ach, oh Gott. Weil Albert mal die ganzen Kerzen zählt. Ich hatte auch noch mal so einen kleinen also auf Englisch heißt es Pet Peeve, wie heißt es auf Deutsch? Etwas, was mich gestört hat, was aber eine Kleinigkeit ist, wo ich sicherlich zu penibel bin, diese Folge, die mich aber auch so kirre gemacht hat. Diese Folge jetzt? Die diese letzte Folge? Nee, also mich hat sehr, sehr viel Folge. Kirre gemacht, aber so ein, das geringste Detail, das kleinste Detail, das mich kirre gemacht hat, war wohl, dass man wartet, bis Tinte trocknet, bevor man ein Buch zuschlägt. Das hat mich richtig abgefuckt. Wie Brienne in dieses Buch der Königsgarde schreibt. Das weiße Buch. Das weiße Buch, sorry, so heißt es. Oh, gut. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Wenn das weiße Buch schreibt und dann das Buch zuschlägt sofort, aber auch so mit so einer Kraft. So. Und das ist eigentlich eine tolle Szene sein soll und nicht da sitzt und sagt, es ist alles verschmiert. Weißt du nicht, wie du lebst im Mittelalter quasi. Aber weißt du nicht, wie Tinte funktioniert? Das ist doch auch so, das wird nämlich mal in einer früheren Staffel auch erzählt, dass man, da streut man noch irgendwas drüber, ne? Dass das so überschüssigen Tintenrest aufsaugt. Ja, aber das macht sie ja nicht. Ja, das macht sie ja nicht genau, aber das wurde ja früher schon mal erzählt. Das habe ich nämlich in der Szene gesehen mit Tywin Lannister. Der macht das nämlich. Ja.
Okay, aber macht Brienne das in dieser Szene? Nein. Ja, also dafür haben sie Zeit gehabt in der dritten Staffel. Jetzt muss es so schnell sein. Ja. Ja. Tyrion kannte den Geheimgang in den Red Keep, Roten Bergfried. Warum schlägt der Danny nicht einfach vor, einen Assassinen hinzuschicken? Und vor allem haben sie eine Assassinin in Reihen, die wohl die beste in ganz Westeros ist. Ja, die. Die den Nachbarn nicht getötet hat. Eine Gesichtslose zu sein und ja. Diese Fähigkeit nie wirklich einsetzt. Und vor allem hast du auch noch so einen Brand, der das mal sagen könnte. Nee. Brand ist ja sowieso der Typ, der muss die ganze Zeit schweigen, weil er weiß, dass er am Ende König ist. Also darüber werden wir auch noch heute im Detail sprechen. Es gab. Okay, wir kommen gleich noch zur Abstimmung. Es gab viele Menschen, die online in Social Media, auf unseren Social Media Accounts geschrieben haben, ach, dass Brandon letzten Endes der König wurde, das passt doch. Und ich dachte mir, in welcher Welt bin ich gerade? Was ist hier? Wir werden noch darüber im Detail sprechen. Ich nutze schon mal einen Teaser für in 1-2 Stunden. Ja. Okay, Self-Turning Machine 1 schreibt, burn them all, burn them all, burn them all, burn them all, bam all. Bemol. Bell. Bell. Also, weil es die Glocken sind, die Danny irre machen. Genau. Und ja. Sie hatte die Hodor-Transformation im Kopf. Jetzt sollte so Beauty-YouTuberinnen geben, die jetzt sowas machen, die Hodor-Transformation, wie man aussieht wie Hodor. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein längeres Kapitel eröffnen über Brienne, die zur einzigen Seifenoper. Ich habe Seifenopfer geschrieben, die zur Seifenoper wird. Seifenopfer. Aber diese Szene hat es, also die Szene, über die ich eben gesprochen habe, wir kommen noch dazu. Deswegen, ich will das jetzt doch nicht vorwegnehmen. Mhm. Ich wäre soweit. Wärst du auch soweit? Ich habe noch einen einzigen Kommentar. Bitte. Und zwar schreibt Lawrence 3890, Lektion gelernt, wenn deine Tante Horne ist, Augen zu und durch. Ja. Und natürlich, was wir auch noch erwähnen können, ist natürlich, dass wir bekommen wirklich viele Kommentare. Nee, auch so, Kommentare. Auch, ja. Allein, ich glaube, unter dem letzten Video über 7000. Es waren nach der ersten Stunde waren bereits über 1000 und das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja, also das ist schon ein Milestone. Krass. Für uns auf jeden Fall sehr krass. Genau. Und da hatten wir letztes Mal am Ende gesagt, dass sie das Wort Jubazy in Kommentare schreiben sollen. Ja. Es waren ein paar sehr witzige dabei, das war so viel. Das hat mich richtig erschlagen. Dann sag mir doch ein Beispiel, was war gut. Ich habe auch reingeguckt. Ich hab jetzt kein Beispiel, weil das einfach zu viel war. Okay. Das war zu viel. Sorry. Ja. Ja. Und ich möchte noch an dieser Stelle meinen guten Freund Mihi grüßen. Hallo Mihi. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Wow. Ich will noch mal deiner Freundin sagen, dass sie dumm ist, weil sie hat mich letztes Mal angeschrieben, so, dumm ist. So hat sie geschrieben, so kann man schreiben. Ja, sie schreibt immer so. Okay. Ohne Worte. Gab es eine Abstimmung über diese Folge? The Iron Throne! Achso, ich hab gedacht, wir machen erst die alternativen Titel. Ich habe natürlich mir ein paar alternative Titel gedacht. Diesmal habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen für die alternativen Titel. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen. Okay. Sollen wir die zuerst machen? Ja, aber diesmal fängst du an. Ja, also die Folge heißt ja The Iron Throne, der eiserne Thron. Ich habe ein alternativer Titel von mir ist Der eiserne Hohn. Ja, das habe ich auch. Echt? Ja, das habe ich auch. Der eiserne Hohn. Ich habe aber auch Der scheißerne Thron. Der scheiße Thron, okay. Dann habe ich. Scheißerne. Der scheißerne Thron. Ja. Okay, ich habe The Iron Throw Up. Throw Up wegen Kotzen, ja. Okay. Ich habe auch noch, weil das ist so ein bisschen auf meine türkische Herkunft zurückzuführen und auch auf das Hipstertum. Die Iron Frozen Joghurt. What? Gehen wir zum nächsten über. Was hast du noch? Ich habe der eiserne Rollstuhl. Der eiserne Thron ist weg. Jetzt nehmen wir nehmen einfach den, der schon sitzt. Ja. Wir brauchen nur, um keinen neuen Thron zu bauen. Ich habe ein bitteres Ende. Also in Klammern kein bittersüßes. Okay. Ein bitteres Ende. Ich habe das Ende vom Lied. Mhm. Finde ich gut. The Shitty Ending habe ich einfach nur hingeschrieben und The Brainless Fart. Okay, also jetzt fängt es bei mir an, schlechter zu werden. Bescheuert zu werden. Ich habe, was nehme ich jetzt? Tote Mädchen tyrannisieren nicht. Das ist gut. Ich habe, jetzt bleiben uns nur noch die Bücher.
alias Schreibt George Schreib. Okay, ich habe, okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, es gibt ja keinen Christus in. Doch, Beric Dondarrion. In Game of Thrones. Deshalb habe ich die sieben Götter genommen. Ja. Und es gibt einen ganz bekannten Song von Wham. Und Wake me up before you go, go. Nein. Last Christmas? Last Seven Godsmus. Weil da kommt der Schnee oder der Asche und sie. Also boah. John und Danny sind da nicht mehr. Und okay. Also ich dachte, meine wären schon schlecht mit der Shitty Ending und sowas, aber boah, der war echt. Der war schön. Okay. Der hatte Kraft. Danke, Jonas. und ich habe noch als letzten: könnt ihr bitte Star Wars in Ruhe lassen? Okay. Ja. Ich habe noch Macht's gut und danke für den Mist. Das ist aber auch so eine Sache, die wir vielleicht mal jetzt ansprechen sollten, weil ich sehe auch schon, dass ein paar Leute sich bestimmt aufregen, denn wir haben in den letzten Folgenbesprechungen, vor allem ich, immer wieder uns, nicht gerechtfertigt ist das falsche Wort, aber immer wieder abgedämpft und gesagt, entschuldigt, wenn man einsieht, dass man auch selber Fehler machen kann und selber nicht immer alles richtig sieht und selber fehlbar ist, dann sagt man eben auch, korrigiert mich, wenn ich richtig liege. Dann geht man einfach einen Schritt zurück und ist ein bisschen vorsichtiger und ist nicht und posaunt nicht so selbstbewusst und arrogant seine Meinung in die Welt hinaus. Wir sind beim Serienfinale. Es ist ein emotionales Ding. Mhm. Wir müssen auch gleichzeitig, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass über 90% dieser Serie grandios sind. Phänomenal sind. Und ich finde, was mir persönlich immer wieder passiert, das habe ich gestern gemerkt, dass ich immer wieder aus Wut vor einigen Handlungsentwicklungen, dass es komplett meine Liebe für diese Serie auch irgendwie übertüncht hat. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen hüten. Ja. Aber trotzdem müssen wir irgendwie Kritik äußern, weil wir reden ja so kann es ja nicht sein. Genau, aber das sollten wir vielleicht noch sagen. Wir reden ja hier über diese Folge. Ja. Das ist ja eine Folgenbesprechung, keine Staffelbesprechung, keine Serienbesprechung. Und das machen wir vielleicht oder wahrscheinlich noch. Aber das hier ist eine Folgenbesprechung und ich finde, über diese Folgenbesprechung, über das Drehbuch dieser Folge, kann man unendlich lange meckern. Und wir möchten heute argumentativ darlegen, warum. Ich habe aber noch 5 Titel. What? Ach so, ich dachte, du wärst durch. Nein, sorry. Nein, okay. Das war's jetzt. Sorry. Jetzt kommen meine Rhyme-Titel. John findet's nicht mehr nice und geht in die Länder des ewigen Eis. Aya kämpft am besten und fährt übers Meer gen Westen. Mhm. Was nicht mehr so gut funktioniert, ist Brans Ding. Dafür ist er jetzt aber der King. Okay. Und Sansa war eine kleine Snitch und regiert jetzt im Norden als eiskalte Bitch. Okay. Okay. Und ja, weißt du, und dann letztes Mal mitkommen, oh, sie liebte Cox und wurde erschlagen von Rocks. Ja, genau. Ja, aber irgendwie haben da alle gelacht. Ja. Möchten wir zu dieser Abstimmung übergehen? Ja, ich habe mich auch so ein bisschen im Internet umgeschaut, also nicht nur bei unserer Abstimmung. Mhm. Ich habe auch so geguckt, so auf IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes. Was denken die Leute? Ja, und das ist jetzt schon die schlecht bewertetste Folge auf IMDb mit einem 4,5, ne? 4,5, genau. 4,5, unfassbar. Und vor allem, normalerweise ist die Serie und selbst die schlechteren Folgen aus den vorherigen Staffeln sind trotzdem immer so bei 8,5, 8,6 oder sowas. Diese hier ist bei 4,5. Mhm. Und vor allem darauf folgen, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weißt du, was die zweit-, dritt- und viertschlechteste Folge ist? Das sind in dieser auch, Reihenfolge sind auch Folgen aus der 8. Staffel. Folge 4, Staffel 8, Folge 5, Staffel 8, Folge 3, Staffel 8. Mhm. Ja, und trotzdem ist diese Folge mit weitem Abstand die schlechteste. Mhm. Ja. Auf Metacritic hat die Folge eine 2,9. Von 100? Nein, von 10. Von 10. Okay, aber, aber die User-Bewertung oder die Kritiker-Bewertung, was ist das? Da gibt es nur die User-Bewertung bei Metacritic. Und bei Rotten Tomatoes hat die Staffel, nee, die Folge 48%. Okay. Das ist ziemlich schwach. Ja. Bei uns haben wir ja auch eine Abstimmung gemacht. Das blende ich natürlich wieder alles ein. Ja. Auf Twitter gibt es die Noten 1 bis 4, also 4 oder schlechter. Und das ist diesmal wirklich sehr ausgeglichen. Eine 1 haben 24%, eine 2 haben 33%, eine 3 haben 21% und eine 4 haben 22%. Also fast bei jedem. Aber die 2 überwiegt. Die 2 überwiegt. Okay. Genau. Das ist YouTube, da gibt es nur die
Noten 1 bis 5. Zur Erklärung, das ist natürlich gekoppelt an die Auswahlmöglichkeiten der Plattform. Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt schon 50. Ja, ich wollte es nur noch mal so gesagt haben. Genau, eine 1 haben 19%, eine 2 haben 28%, also überwiegt ja auch bei der 2. Eine 3 haben 24%, eine 4 haben 14%, eine 5 haben 15%. Okay. Und zu guter Letzt noch auf Fatzeburg. Nice fanden die Folge 57% und Scheiß dann natürlich 43%. Das waren die beiden Abstimmungsmöglichkeiten, Nice und Scheiß. Da dürft ihr euch bei Marius hinterher. Danke, Marius. Ja, aber bevor wir zu dem Finale kommen, ich weiß, heute gibt es sehr, sehr viel Stoff vorne rein, aber wir haben viel zu besprechen. Ja, was wolltest du sagen? Ich würde noch gern einmal auf dieses, also viele Leute bashen jetzt ja auch extrem krass David Benioff und D.B. Weiss. Es gibt ja inzwischen eine Petition, die sagt, ja, macht die Staffel 8 nochmal neu. Hat 1,2 Millionen Unterzeichner. Nee, mehr. Die ist jetzt mittlerweile, ich habe heute Morgen mal geguckt, die hat 1,3 auf jeden Fall. Getrumpft. Ich schaue jetzt nochmal ganz aktuell nach. Ich finde es halt trotzdem irgendwie, ich kann es teilweise verstehen, dass die so krass gebasht werden. Mhm. Ich finde, inzwischen ist das fast schon unfair. Also da wird wirklich jede Kleinigkeit außer, wenn wir auch immer auf den Kleinigkeiten rumreiten, es wird wirklich jede Kleinigkeit hervorgeholt und die halt irgendwie mit ihren eigenen Worten so ein bisschen verarscht. Ich finde es halt schwierig. Ich hab das Gefühl, dass das für ihre zukünftigen Karrieren schwierig sein wird, da nochmal vor allem bei den Zuschauern anzukommen. Und ich meine, sie haben ja mit Staffel 1 bis 6 haben sie uns eigentlich eine so großartige Serie gebracht, dass wir auf die jetzt so sauer sind, weil die jetzt die letzten zwei Staffeln nicht so tolle Arbeit geleistet haben. Also erstmal, die Petition ist jetzt bei 1,35 Millionen Unterzeichnern. Mhm. Ich muss mich allerdings auch dann für den Gegenwind ein bisschen Schutz nehmen, denn das hat halt auch seinen Grund. Das ist immer noch unvorstellbar, dass die Showrunner von Game of Thrones in Staffel 8 mehrere haarsträubende Fehler eingebaut haben, die entgegen der gesamten Hintergrundgeschichte von Game of Thrones geht. Und da rede ich nicht von Büchern, sondern wirklich nur von der Serie. Wir werden auch noch heute darauf kommen. Aber es ist teilweise echt erstaunlich zu sehen, dass die meisten dass die Showrunner eigentlich diejenigen sein müssen, die sich am besten mit diesem Universum auskennen, nach George R. R. Martin in dem Fall. Und das ist hier halt nicht der Fall. Das hat Staffel 8 leider erschreckenderweise gezeigt. Und auch diese Folge hatte mit der Szene in der Drachengrube die mit Abstand dümmste und hirnrissigste und unplausibelste Game of Thrones-Szene, die es gibt in der gesamten Staffel. Ich werde mich über diese, also wenn ich an diese Szene denke oder an diese Sitcom-Szene, am kleinen Rad, wenn ich über diese Szene nachdenke, dann wird mir ganz, ganz übel. Mhm. Aber ich wollte halt nur sagen, die haben uns halt auch Staffel 1 bis 6 gegeben. Das ist wahr. Man sollte halt nicht jetzt, weil das Ende halt für viele unbefriedigend ist, sollte man jetzt halt nicht komplett diese Leute in den Dreck ziehen. Ja, ich freue mich. Ja, es ist frustrierend, wenn das Ende kacke ist, weil das Ende ist damit eigentlich das Wichtigste und das, was am meisten im Kopf bleibt. Mhm. Aber es ist halt trotzdem auch irgendwie. Ja. Ich finde, das hat halt echt so Überhand genommen. Das ist wirklich krass. Ja. Also das stimmt. Mich nervt es schon teilweise so ein bisschen. Ja, das ist schon teilweise. Das stimmt schon. Da hast du recht. Absolut. Ja. Da gebe ich dir recht. Ich kann es natürlich auf der anderen Seite auch verstehen. Also es gibt halt auch bei jedem Hass irgendwo eine Grenze. Kritisieren ist eine Sache, wirklich hassen und Leute beleidigen und teilweise drohen und sowas, das geht halt gar nicht. Es ist halt unter aller Sau und es ist auch so eine Diskussionskultur zu haben und auch über Folgen kritisch sprechen zu dürfen und eine Meinungsvielfalt ist immer gut. Denn es wird natürlich auch bei dieser Folgenbesprechung sehr, sehr viele Menschen geben, die da sitzen werden und sich denken werden, boah, was reden diese beiden Hansels da für einen Scheiß? Aber diese Diskussionskultur ist halt wertvoll und es ist gut, sowas zu haben. Und es gibt viele Länder auf der Welt, wo das leider nicht so ist. Ich will jetzt nicht ins Politische abdriften, aber in dem Moment, in dem man droht und seinen Hass, wenn er einen überrollt, dann ist es halt keine Diskussion mehr, sondern einfach ein kriminelles, schändliches, schlechtes Verhalten. Und das hat halt bei David Benioff und D.B. Weiss leider auch teilweise stattgefunden. Und das ist bitter. Ja. Sollen wir zur allgemeinen Staffel 8 Meinung zu Folge 6 kommen? Nee, ich hab noch ein bisschen Trivia. Ja, komm, dann hau mal deine Trivia raus. Ich habe die Wette gewonnen. Stimmt, du hast die Wette gewonnen. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Ich hätte das dann spätestens bei der Szene gesagt. Ja. Aber du, nochmal zur Info, ich habe mit Alper gewettet. Ich habe gesagt,
Ich kann mir vorstellen, dass Samwell nach der vierten Folge nicht mehr in der Serie vorkommt. Er kommt natürlich jetzt vor. Ja. Also bekommst du von mir ein Mittagessen. Dankeschön. Emilia Clarke hat einige Dinge verraten, nämlich, dass sie Dannys plötzlichen Sinneswandel, dass das sie emotional komplett zerstört habe. Sie habe stundenlang mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, glaube ich, war es, telefoniert und sie auch ganz seltsame Dinge gefragt. Alla, findet ihr, Daenerys ist böse und sowas? Ja, also es ist zum einen erschreckend. Es wird immer wieder der Vergleich herangezogen mit Alan Rickman und Severus Snape aus Harry Potter. Ihm wurde ja schon von Anfang an mitgeteilt, dass da etwas passieren wird. Ich will es jetzt nicht spoilern. Und der hat halt dementsprechend das Ganze in seine Figur halt mit hineingespielt. Und das hat Danny, beziehungsweise Emilia Clarke, halt nicht gewusst. Das wurde ja nie verraten. Das wurde ja erst mit den Drehbüchern von Staffel 8 verraten, dass ihre Figur irre wird und anfängt zu massakrieren. Und sie hätte das auch niemals so erwartet. Und das hat sie wahrscheinlich ziemlich überrumpelt. Ja, auf jeden Fall. Und was ich jetzt hier einmal sagen möchte und dann auch abhaken möchte für diese Folgenbesprechung, ja, man sieht eine Wasserflasche. Ach so, ja. Also das ist der Kaffeebecher dieser Woche und wie immer ist es mir egal. Ich möchte noch über... Mir ist es auch nicht aufgefallen, wenn Marius mir das nicht gesagt hätte. Ich möchte auch noch über eine andere Sache sprechen, nämlich den 5 Phasen des Trauerns. Ich habe mich da mal hingesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, weil das tatsächlich immer wieder stattfindet, genauso. Es gibt... Also du meinst jetzt in Bezug auf dich und die Serie, oder was? Pass auf, machen wir das anders. Reden wir doch erstmal ganz kurz über Staffel 8 und das Finale. Denn es ist tatsächlich vorbei. Ja. Wie war dein Gefühl vor der Folge? Wie war dein Gefühl nach der Folge? Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, das ist super traurig, weil diese letzte Folge hat mich kalt gelassen. Mich auch. Also eine Serie, die mich so oft zum Weinen gebracht hat. Zum Weinen, zum Schreien, zum... Ja, was mich wütend gemacht hat, wo ich alle möglichen Gefühle durchgelebt hat, die dann endet, wo man eigentlich sich von den Figuren verabschiedet und noch so, also mit so diesem melancholischen Gefühl. Ich habe jetzt eine Serie über so viele Jahre begleitet. Das hatte ich zum Beispiel bei Breaking Bad, bei Dexter hatte ich das, oder bei Sons of Anarchy, die habe ich immer aktuell geguckt. Und dann am Ende war das halt so dieses melancholische Gefühl, ah, es ist vorbei, aber irgendwie hat es schön geendet. Das ist hier halt für mich, hat mich halt einfach kalt gelassen. Ich war halt emotional einfach so, okay, das war's jetzt. Ich finde, Breaking Bad ist auch ein sehr gutes Beispiel, denn wenn man sich so Serien anguckt wie Breaking Bad oder auch meiner Meinung nach Mad Men oder auch Sopranos, das sind langjährige Serien, die ein durch und durch, meiner Meinung nach, perfektes, rundes, wunderbares Ende haben. Ich weiß, Sopranos ist ein bisschen, wird gerne noch drüber diskutiert, aber ich fand's herrlich. Und ich finde auch, das Ende von Breaking Bad ist phänomenal. Und ich finde es halt, man sagt ja im Englischen, emotionally invested. Ja, emotional und, mit drin, ja. Genau, und vor allem, wenn man das halt immer so aktuell guckt, hat man halt da auch noch mal einen ganz anderen Bezug zu, als wenn man, ich habe jetzt zum Beispiel eine Review zur achten Staffel, zur achten Staffel von Chris Duckman gesehen, der hat das nie gesehen, der hat alle Folgen innerhalb von ein paar Wochen durchgeguckt und jetzt die achte Staffel. Der ist halt wirklich nicht so dabei. Jetzt jemand, der halt wirklich Jahr für Jahr immer wieder diese Folgen nochmal einen Rewatch macht und sich dann auch noch, wie in unserem Fall, nochmal beruflich auch damit auseinandersetzt, da hat man halt einen ganz anderen Zugang und halt auch ganz andere Erwartungshaltung irgendwie, als wenn man jetzt das so am Stück schaut. Ja, ja, absolut. Ich hab, was hat er denn dazu gesagt? Das würde mich jetzt interessieren. Dass er halt, also im Prinzip ist es eine 20-Minuten-Review, musst du dir halt anschauen. Ist halt, ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, aber im Prinzip hat er gesagt, so seine Freundin hat das halt auch immer aktuell geguckt und er findet halt auch, die achte Staffel ist sehr schwach und deshalb guckt halt nicht so gerne Serien, weil er immer will, dass das halt erst, dass die Serie fertig ist und er dann weiß, ob das sich jetzt lohnt, das zu schauen oder nicht, weil es ihn halt traurig oder wütend macht, wenn er eine Serie anfängt und dann wird die halt unbefriedigend beendet. Ja. Bei mir war es so, ich bin an Game of Thrones herangetreten, als es rauskam. Ich habe von diesem Game of Thrones gehört. Ja, und so war es bei mir auch. Genau, als es rauskam, habe ich dann die erste Folge gesehen und die erste Folge fand ich auch nett und ich habe eher so einen kleinen Fantasy-Background, weil ich früher in meiner Jugend sehr, 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 sehr viel Fantasy gelesen habe. Fantasy immer so mein Ding war. Ich war auch großer Wolfgang Holbein-Fan zum Beispiel und ich habe
Natürlich Herr der Ringe und sowas. Wobei Herr der Ringe damals noch nicht. Ah, okay. Als Jugendlicher noch nicht. Herr der Ringe war immer so ein Thema, das kam bei mir erst später. Aber du hast natürlich die Filme gesehen. Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. Ich habe jetzt gerade von den Büchern, also ich meinte die Bücher. Ja. Ich sag's mal so, also 9 Jahre lang hat mich diese Serie jetzt begleitet und auch die Bücher. Und wir haben uns ja auch durch das, was wir beruflich machen, auch sehr intensiv mit Game of Thrones auseinandergesetzt. Intensiver als viele andere, würde ich mal sagen. Aber teilweise gibt es auch da Leute, die das sogar noch mehr gemacht haben. Ich konnte Staffel 8 kaum erwarten. Ich konnte es kaum erwarten. Das war wirklich so. Meine Vorfreude war so immens, dass ich mich versucht habe, immer wieder diese Vorfreude runterzudrücken. Lass deine Erwartungen nicht zu. Wenn die Erwartungen so hoch sind, dann kann die Serie dich gar nicht mehr befriedigen. Das kann gar nicht mehr sein. Und dann kam diese Staffel und Staffel 8, Folge 1 und Folge 2 waren auch auf einem Level, dass ich vollkommen genießen konnte. Mhm. Und jetzt rückblickend auf Staffel 8 weiß ich auch, dass das an Brian Cogman lag. Das ist meine Vermutung. Das ist nämlich der Mann, der die ersten beiden Folgen hauptsächlich geschrieben hat. David Benioff und D.B. Weiss haben die letzten 4 Folgen geschrieben. Und jetzt vor dieser Folge konnte ich das einfach nicht fassen, was für ein Gefühl der Leere da war. Mhm. Es war so ein. Also, ich habe mir, bevor Staffel 8 rauskam, habe ich mir bereits den Gedanken in meinem Kopf gehabt, boah, wenn die letzte Folge erscheint, das wird ein unglaublicher Moment, ich werde da sitzen und es wird das letzte Mal sein, dass ich eine neue Folge Game of Thrones gucken werde. Es wird das Ende eines gigantischen Epos. Ich werde wissen, was mit Jon Snow passiert, ich werde wissen, was mit Daenerys passiert und mit allen Figuren, die ich so mag und hasse. Und dann saß ich gestern tatsächlich da und musste mir erstmal, bevor ich die Folge angemacht habe, kurz eine Sekunde Zeit nehmen und mir denken, wow, krass, was die letzten, also wie sich das innerhalb von 3-4 Wochen einfach so rapide ändern konnte. Und ich dachte mir dann auch, boah, irgendwie ist es auch gut, dass die Staffel nur 6 Folgen hat, weil so viel mehr Kraft hätte ich gar nicht mehr, um das weiter so mitzumachen. Mhm. Ich hatte nämlich Angst, dass das passiert, was The Walking Dead Staffel, ich weiß nicht mehr, welche Staffel da genau war, aber diese eine Katastrophenstaffel. 6, 7. Ich glaube 7 oder so. Weil die hat halt tatsächlich dazu geführt, dass ich, und Walking Dead hat halt auch eine ähnlich große Liebe eigentlich bei mir wie Game of Thrones, aber da vor allem durch die Comics, die hervorragend sind. Da war es tatsächlich so, dass die Serie mich irgendwann kalt gelassen hat und ich dann einfach aufhören musste. Und ich hätte mir niemals in meinen wildesten Träumen auch nur ansatzweise denken können, dass das mal mit Game of Thrones so passieren würde. Wäre Game of Thrones mit dem Writing noch ein paar Folgen, ein paar Staffeln weitergegangen, dann wäre das passiert. Mhm. So, dass ich irgendwann gesagt hätte, boah, nee, sorry, ich ertrage das nicht mehr. Und viele werden jetzt sagen, hey, nee, Moment, diese Folge war doch ein versöhnliches Ende. Nein, meiner Meinung nach war es das nicht. Also da passieren wieder Dinge. Da werden wir gleich drauf kommen, weil ich habe, bevor wir wirklich den Ablauf der Folge besprechen, das machen wir in jeder Folgenbesprechung, dass wir Szene für Szene durchgehen, ich möchte noch ein paar kleine Ausblick, was gleich passieren wird. Ich möchte über Bran sprechen, beziehungsweise den 6-schultrigen Kaktus. Ich möchte über Jon sprechen und ich habe mich gestern sehr intensiv nochmal beschäftigt mit Edmure Tully. Das ist eine kleine Überraschung, aber habe ich. Oh. Dann habe ich offene Fragen. Ich möchte über Herrschaftsformen sprechen. Und ich möchte über The Pet That Was Promised sprechen. Okay. Nicht The Prince That Was Promised, The Pet That Was Promised. Jetzt habe ich noch die Phasen des Trauerns. Ich hacke das kurz ab, damit Leute, die jetzt da sitzen, was war jetzt damit? Ich finde nämlich, was Staffel 8 angeht, also die 5 Phasen des Trauerns lauten, wenn zum Beispiel jemand traurig ist aus irgendeinem Grund, weil er verlassen wurde, weil ein Familienmitglied gestorben ist, was auch immer. Ablehnung, Wut, Verhandlung, Depression und am Ende ist Akzeptanz. Ich bin durch diese Staffeln gegangen. Ich hatte erst die Ablehnung. Das ging bei mir nur, diese Phasen liefen dann doch sehr schnell ab. Weil ich war bei Folge 3 tatsächlich bei so einer Ablehnung, nein, 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 das ist gut, das machen die deswegen und doch, das ist super. Dann kam die Wut aller David Benioff und D.B. Weiss haben alles zerstört. Und dann kommt so eine ständige Verhandlung aller, nee, Bran hat einen Masterplan, in Wahrheit hat er das alles so geplant, er ist der Herr des Lichts und was weiß ich nicht alles. Jetzt gibt es ja sogar die Leute, die glauben, dass Bran von Grund auf böse ist und sich sogar in Drogon gewalkt hat und selber das Massaker angerichtet hat, damit er am Ende auf dem Thron sitzen kann. Okay. Was sicher nicht das ist, was die Showrunner im Sinn hatten.
Dann kommt die Depression, also die Trauer, die tatsächliche, die Niedergeschlagenheit, also die Resignation aller, ja, es ist tatsächlich ein total enttäuschendes Serienfinale. Und am Ende kommt die Akzeptanz, dass man damit lebt. Aber da bin ich definitiv noch nicht. Die Wunde ist zu frisch. Und vor allem denke ich jeden Moment daran, das klingt ein bisschen dramatisch, aber ich denke oft daran, dass George R. R. Martin gesagt hat, dass er findet, dass das Game of Thrones nur in 12, 13 Staffeln auserzählt werden kann. HBO war der Meinung, dass das zu viel ist, dass man das in 10 Staffeln lösen kann. Und David Benioff und D.B. Weiss im Hingang haben gesagt, wir brauchen nur noch eine Staffel und dann ist das zu Ende erzählt. Nur 6 Folgen. Die hat auch nur 6 Folgen. Es ist klar, warum. Die wollten unglaubliche Schlachten und unglaubliche Schauwerte. Deswegen haben die das Budget für mehrere Folgen zusammengepackt. Aber diese Serie hätte nur, meiner Meinung nach, diese Handlung hätte nur in mindestens 10 Staffeln auserzählt werden können. Mhm. Denn es ist wie so oft, wenn man sich keine Zeit für etwas nimmt, dann wird's scheiße. Und meiner Meinung nach ist es scheiße geworden. Ja. Ich habe mir auch vorgestellt, jetzt so in der letzten Folgenbesprechung hier, dass ich noch so ein Tränchen verdrücke. So ein Tränchen verdrücke, so große Gefühle, so ein Abschied von diesem ganzen Konstrukt, aber irgendwie das ist doch jetzt halt doch irgendwie, wir drehen hier jetzt so ein Video. Das ja. Es ist unfassbar. Ne? Ich dachte auch, boah krass, das wird die Folgenbesprechung zur letzten Folge. Und ich habe in den letzten Wochen, Leute fragen mich auch immer, warum ich mich rechtfertige, aber ich habe auch häufig Gegenwind zu spüren bekommen. Wir bekommen nicht nur Kommentare, 7000 pro Folgenbesprechung, sondern auch noch E-Mails und sowas. Und mir wird ständig vorgeworfen, ich wäre zu kritisch oder würde alles einfach nur schlecht reden. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass diese, und darauf will ich auch noch eingehen, dass diese Nachrichten nie argumentativ oder objektiv sind. Die werfen mir das immer vor. Ach, du siehst das alles zu negativ. Ach, du siehst das alles schlecht. Aber dann kommt irgendwie kein Argument, warum das, was ich da in Frage stelle, in irgendeiner Weise gut sein soll. Ich hab vor kurzem einen Kommentar gesehen, da habe ich so ein bisschen gezweifelt, ob diese Person, keine Ahnung, die hat quasi gesagt, so, ja, ihr seht das zu negativ. Ja. Die letzte Staffel, die ist halt eher so Hollywood. So. Hey, warum? Aber ich rede nicht nur über diese eine E-Mail, weil es gab tatsächlich eine E-Mail, die uns sehr aufgeregt hat, die uns getriggert hat, aber das ist ja nur, also es ist ja sinnbildlich für viele andere weitere E-Mails und für viele weitere Kommentare und auch viele vor allem Nachrichten auf Instagram und so weiter und das kommt halt echt zu einem Punkt, dass ich mir manchmal denke, boah, ich halte das nicht mehr aus und ich wurde zum Beispiel auch für blöd erklärt, weil ich geglaubt hatte, dass der Nachtkönig wirklich einfach so zu töten war, aber ach, als ob, der kommt in Folge 6 nochmal wieder. Ja, Pustekuchen. Ja. Nein, Nachtkönig ist in Folge 3 gestorben, ist Geschichte. Und ab dieser Folge gibt es für mich wirklich, ich hatte ja immer diese Hoffnung, das hat alles einen Sinn. Das kommt alles noch am Ende zusammen. Das wird, die machen das, die nehmen diese vielen Abkürzungen und damit das alles am Ende nochmal irgendwie, die müssen eine Idee haben, die so gut ist. Ja, jetzt. Ich verstehe immer nicht, warum bei uns auf dem Social Media Account so viele Leute diese Folge so doch ganz, ganz okay fanden. Mhm. Ich zähle mich nämlich nicht dazu. Für mich ist es ein durch und durch enttäuschendes Finale, das auch in dieser Folge ist es genauso wie in der gesamten Staffel. Es ist zu schnell erzählt. Mhm. Figuren reagieren oder agieren vollkommen out of character, so wie sie niemals agieren würden. Sehr viel von dem, was Game of Thrones eigentlich interessant macht, wurde hier komplett missachtet, weil gerade in den ersten Staffeln hast du komplexe Figuren, die handeln und sich so in die Quere stellen. Und da kommen halt verrückte Sachen bei raus, die man so nicht erwartet als Zuschauer, wie die Köpfung von Eddard Stark, wie die rote Hochzeit, wie die purpurne Hochzeit und so weiter und so fort. Und das ist halt hier nicht der Fall. Ja, also jetzt noch mal, um genau auf diese Folge einzugehen. Ich fand so den Anfang, fand ich wieder ja, echt gut gemacht. Das stimmt. Es wird sich auch Zeit genommen. Ja. Ich mir denke, ihr habt so wenig Zeit, um so viel zu erfahren, aber da nehmt ihr euch jetzt Zeit dafür. Das verstehe ich nicht ganz. Die zweite Hälfte fand ich, also von Handlungsabläufen und das alles so einfach war, fand ich katastrophal. Ich fand halt bei der ersten Hälfte wurden so Dinge angestoßen, wo ich mir gedacht habe, macht daraus noch eine komplette Staffel mit diesem Thema im Hintergrund. So hier, Dannys Terrorherrschaft, ihre Rede, so der Ausblick, was das für eine Welt werden wird. Das eine Staffel lang durch, einfach so dieses total düstere. Total. Ja, also mega geil, was halt Westeros nochmal in einen neuen Krieg stürzen würde eigentlich. Absolut.
erzählt mir das, das ist so interessant, ich will das oder, sehen. Ich will jetzt nicht einfach, dass im Zeitraffer alles einfach schnell beendet wird. Ja. Oder dass diese sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, in denen der Nachtkönig aufgebauscht wurde als noch nie zuvor gesehene Bedrohung, als unglaubliche Bedrohung, dann lass den doch weiter durch den Süden ziehen und bis nach Dorn angreifen oder was auch immer, dass jeder in Westeros versteht, was für eine krasse Bedrohung das ist. Mhm. Nee, haben sie nicht gemacht. Schade. Schade. Was ich aber allgemein davor sagen muss, ist, dass eine Sache fand ich im Vergleich zu anderen Folgen wieder grandios. Ich fand die Kameraarbeit war diesmal wieder phänomenal. Also, aber auch vorweg, ganz viel Liebe an sämtliche Departments. Ja. So gut sah Game of Thrones noch nie aus. Und das sollte auch klar sein. Wenn wir meckern, was soll das? Wenn wir meckern, dann geht dieses Meckern auch immer an die Drehbücher und die Ideen dahinter. Aber eben ganz viel Liebe an die Kameramänner, an alle anderen. Und Regie geführt haben übrigens, das sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen, David Benioff und D.B. Weiss. Das haben wir jetzt alles gleichzeitig sagen. Das haben wir bereits, also die haben bereits in zwei Folgen Regie geführt zuvor, nämlich in der Folge Walk of Punishment. Das ist die Folge, in der Jaime und Brienne gefangen genommen werden, wo Tyrion Meister der Münze wird. Und Two Swords, genau. Das ist, wo Eis eingeschmolzen wird. Genau, wo Jon in Castle Black vor Gericht steht und Daenerys nach Meereen geht. Ja, Drehbuch stammt auch von den beiden. Ja. Also, die hatten die Zügel in der Hand. Ja. Kommen wir zu meinem allergrößten Ärgernis. Und das ist eine Sache, die man einfach nur mal so steht. Willst du das nicht dann, wenn wir zu der Stelle kommen, da anbringen? Sonst bisher haben wir in den Folgenbesprechungen immer über Allgemeines gesprochen vorher. Okay, ich meine, weil das sich dann so ein bisschen doppelt. Dann können wir das nachher ein bisschen abkürzen. Das haben wir aber die letzten Folgen auch mal gemacht. Okay. Bist du wirklich dafür? Weil sonst gehen wir zum Ablauf der Folge. Achso, nee, wenn du es so aufgeschrieben hast, dann können wir so durchgehen. Okay. Die. Ja, die hirnrissigste und dümmste Lösung für das gesamte Reich. Bran ist der neue König. Ja. Finde ich so als. Also, im Prinzip finde ich es gut, also ich kann mir das auch durchaus vorstellen, nur der Weg dahin ist halt totaler Bullshit. Ich widerspreche, ich finde sogar die Grundidee schlecht. Ja, du findest die Grundidee schlecht? Ja, ich finde sogar die Grundidee schlecht. Das ist ja, glaube ich, so eine Sache, die ja wahrscheinlich auch in den Büchern so sein wird, wahr. Dass Bran der König sein wird. Da gibt es viele Hinweise darauf, aber das heißt nichts bei George R. R. Martin und ich finde, es ist noch zu früh, um darüber zu urteilen. Mhm. Aber ich finde die Grundidee, also gehen wir jetzt mal wirklich von der gesamten Grundidee aus, finde ich schon keine gute Idee. Dass derjenige König werden soll, der quasi kein Mensch mehr ist. Das Witzige ist auch, dass du in der letzten Folgenbesprechung gesagt hast, was für eine Drecksfigur ist Bran. Und jetzt ist er König. Absolut. Auch Tyrion und Bran sprechen doch noch in der zweiten Folge darüber, dass Bran nicht der Lord von Winterfell sein kann, weil er nichts mehr sein kann, weil er nichts mehr sein möchte. Mhm. Und dann sitzt er da und macht wie mit so einem, wo wirklich nur so ein Lacher gefehlt hat. Warum glaubst du, habe ich die lange Reise auf mich genommen? So ein Satz, der mich wahnsinnig gemacht hat. Und ich habe, warte mal. ich weiß gar nicht, also wirklich, mir geht gerade so viel durch den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wird denn jetzt der Rest von Westeros reagieren, wenn sie erfahren, dass ein ganz junger Rollstuhlfahrer ohne jegliche Verbindung zur Krone oder Kampferfahrung, ein Stark, über Westeros herrscht, nachdem sich der Norden schon selbstständig gemacht hat? Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und dann sitzt dieser Hanswurst aus Dorne da, den wir eh noch nicht kennengelernt haben, und sagt, ja, nee, das finde ich super, dass jetzt ein Stark über uns herrscht. Ich habe zwar Armeen und ich habe von den ganzen Kriegen nichts mitbekommen, ich könnte ganz Westeros überrollen, aber das, das Motto des Hauses Martell, das zwar ausgelöscht ist, aber trotzdem für Dorne steht, ist unbowed, unbent, unbroken, also quasi auch ein Haus, das sich immer gegen Fremdherrschaft ausgesprochen hat. Ja. Akzeptiert das. Plus Yara bzw. Asha Greyjoy, die in der sechsten Staffel noch mit Daenerys abgemacht hat, die Eiseninseln werden ein eigenes Königreich. Ja. Deren Vater noch vor bisschen weniger als zwei Jahrzehnten eine Rebellion gestartet hat, um die Unabhängigkeit der Eiseninseln zu erkämpfen. Ja, nicht vor zwei Jahrzehnten, also auch in der Serienhandlung. Das ist ja dann schon die zweite. Stimmt, das ja auch noch, ja. Und die sitzt da
und sagt, ja, nee, ihr Norden macht euch ruhig mal selbstständig. Wir leben hier unter der Herrschaft von Brandon Stark. Zumal der gesamte Kontinent ja eh nicht an die alten Götter glaubt. Und sowas, also was sollen die sagen, wenn sie sagt, nee, das ist okay, das ist der dreäugige Rabe. Ja, also ich habe gehört, der kann Sachen machen. Ja, also hat er gewusst, dass Daenerys Hunderttausende massakriert und einfach nichts getan, um am Ende auf dem Thron zu sitzen? Nee, ja, der soll König werden, das finde ich super. Die da auch alle nacheinander sitzen und Ei sagen. Warum sollte ein Robin Arryn das tun? Also einmal schön, dass wir Robin Arryn wieder gesehen haben. Ja. Aber warum sollte er das tun? Warum sollte er da sitzen und Ja sagen? Und wenn man schon da in dieser Staffel nur 6 Folgen hat und eh alles abkürzt und schnell zum Punkt, warum nimmt man sich die Zeit, um noch einmal Edmure Tully zu bashen? Was soll das? Das war wie aus einer schlechten Sitcom. Und warum sitzen überhaupt Brienne und Davos da? Und Davos sagt ja auch noch, ich weiß nicht, ob ich ein Mitspracherecht habe, aber ja. Warum sollte Grauer Wurm das überhaupt jucken? Und also, warum hat Grauer Wurm nicht einfach Jon direkt getötet? Er tötet Lannister-Soldaten, die sich ergeben haben, die nichts gemacht haben, quasi. Also, nichts gemacht, die haben bestimmt irgendwas gemacht. Die haben aufgegeben. Die wurden aber abgeschlachtet, die haben aufgegeben. Warum sollte er die abschlachten, aber jemand, der seine Königin tötet? Ja. Ja, den nehmen wir jetzt gefangen. Nicht nur das, es gibt die Szene in dieser Folge, in der Jon am Hafen an Dothraki vorbeispaziert. Er hat ihre Khaleesi getötet. Ja. Und ich meine, ich weiß, die gesamte Kultur der Dothraki und so weiter darauf wurde komplett geschissen in den letzten beiden Staffeln. Aber, also, das war richtig krass, weil eigentlich ist es ja so, es wurde doch quasi erzählt, dass jetzt die gesamten Dothraki quasi die Blutreiter von Dany ist. Sie hat aus den 3 Blutreitern, die jeder Karl hat, irgendwie alle ihre Blutreiter. Wenn der Karl stirbt, dann muss er auch sterben. Das ist oberstes Gebot bei den Dothraki. Aber oder sie sind doch alle gestorben. Ja, natürlich. Laufen da am Hafen entlang und ach da, guck mal, da ist der Daenerys getötet hat. Guck mal. Ist das nicht witzig? Ich konnte das nicht fassen im Moment. Theoretisch ist er dann Jon Snow der neue Karl. Genau dazu wollte ich mich gleich auch noch kommen. Denn wenn jemand den Karl tötet, dann ist er eigentlich der neue Karl. Ist er jetzt der neue Karl? Nee, auf diese gesamte Kultur der Dothraki. Und die Dothraki wurde einfach komplett geschissen. Und es geht ja auch noch weiter. Was passiert mit den Dothraki? Also die sind da am Hafen in großen Zahlen. Das habe ich also mir auch gefragt. Reisen die jetzt auch nach Naht? Ist das, wird das gerade erzählt? Ich glaube, die reisen wieder zurück nach Essos und dann gibt es in Essos einen Drachen und die Dothraki, dann gibt es wieder ein schönes, blutiges Jahrhundert des Schreckens für ganz Essos, die sich gefreut haben, dass alle Drachen weg sind und alle Dothraki weg sind. Man, unabhängig davon, seit wann sind die Dothraki so unwichtig, dass man nicht erzählt, was mit denen passiert? Und vor allem, wenn jetzt die Unbefleckten alle nach Naht reisen, okay, gut, das ist natürlich in der Serie oder sich etabliert, aber was ist mit dem Schmetterlingsfieber? Ja. Das einfach, weil, haben wir auch schon gesagt in Folgenbesprechungen, das sind Schmetterlinge, die jeden Fremden töten, der auf Naht ankommt. Also die, durch eine Seuche. Die übertragen in die Krankheit, genau. Die fremd, also nicht Bewohner von Nahti dahin rafft mit Fiebern und schrecklichen. Ja. Aber dann auch, dann sitzt dieser Typ aus Dorn da, wer auch immer das sein soll, ne? Und komm, wir geben ihm einen Namen. Wir nennen ihn. Ich hab ihm meinen Namen gegeben. Ich habe ihn, aber das ist ein Gag für nachher. Okay. Da kommen wir gleich zu. Dachte der sich, ach, dieser Bran, der sitzt im Rollstuhl, so wie Doran Martell. Das ist gut. Das heißt, er kann gut herrschen, ne? Aber sitzt er nicht da und denkt sich, Moment mal, also eigentlich hat diese ganze Scheiße ja nur angefangen, weil Rhaegar Targaryen Elia Martell, einer aus Dorne, hintergangen hat und die Ehe annulliert hat, also auf sie geschissen hat, um eine Stark zu schwängern. Oder? Nicht zu schwängern, aber eine Stark zu lieben. Warum sollte ich mich jetzt von einem Stark regieren lassen? Von Dorne ist so anders als der Norden, als es nur sein kann. Zusätzlich hat Dorne ja, oder hat der Prinz von Dorne ja noch in der 4. Folge Daenerys seine Volkschaft quasi, seine Unterstützung gegeben. Ja. Aber ja, nein, Jon Snow getötet. Ja, dann muss ich jetzt jemand anders suchen, den ich unterstützen kann. Ganz genau. Und vor allem sitzt da niemand, irgendwie Sam oder so, der sagt, ja, übrigens, Jon, ne, das ist jetzt auch schon quasi Information, wie Varys gesagt hat, Jon ist ja auch ein Targaryen, ne? Das ist der Sohn von Rhaegar Targaryen. Also, den könnten wir auch wählen, theoretisch. Er hat die größte Thronfolge. Und dann sitzt kein
Davos da oder ein Gendry oder sowas, der sagt, ja, also hier, Gendry ist ein Baratheon, ne? Also der Sohn von Robert Baratheon und Daenerys hat ihn legitimiert. Also, ne? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder Yara, die zuvor noch sagt, John, ich liebe Daenerys Targaryen, ich habe ihr meine Treue geschworen, John hat sie ermordet, er soll seine gerechte Strafe bekommen. Und dann sagt Tyrion, wie wär's, wenn wir seinen Bruder quasi zum König machen? Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so dämlich, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Wow. Und vor allem, da sitzt niemand, der irgendwie sagt, Moment mal, wenn du doch das 17-näsige Schnabeltier bist, hast du das aufgeschrieben? Ja, habe ich. Okay. Hättest du mir nicht sagen können, was Daenerys noch machen wird und so weiter? Oder hast du das alles irgendwie vorausgesehen? Und vor allem, was ich noch schlimmer finde, dann sitzt Sam da und sagt halt, hält seine Rede für die Demokratie und sagt, ja, also der König herrscht über alle, warum entscheiden dann nicht alle, wer König wird? Und die lachen alle, selbst Yara lacht. Die Eisenmänner haben doch quasi eine Form der Demokratie. Also mit dem Kingsmut, klar, da. Aber das ist ja auch ist eher nur so die Kapitäne, eine, ja. Schon klar. Aber es ist ja kein abwegiger Gedanke. Es wird einfach so als Witz zur Seite geschoben. Ich fand das auch, diesen Moment fand ich super merkwürdig. Super Panne. Es ist halt überhaupt nicht zu Game of Thrones gepasst. Nee, überhaupt nicht. Weil auch. Ah. Und pass auf. Noch eine andere Sache ist. Jetzt ist es ja so, und das wird als großer Fortschritt betrachtet, von wegen, das hat die gesamte Entwicklung der Serie gebracht, dass jetzt jedes Mal, wenn ein König stirbt, sich ein Rat von Lords versammelt, um über den neuen König zu bestimmen. Mhm. Das ist in der Geschichte von Westeros schon tausendmal passiert. Nicht tausendmal, aber mehrmals passiert, dass ein Rat sich eingefunden hat, um einen König zu bestimmen. Aber das war und ja jedes Mal. Aber jedes es Mal ging ja immer nur um Targaryen, also innerhalb der Targaryen. Oh, Entschuldigung. Naja, jeder, der einen angemessenen Thronanspruch hat, da ging es nicht nur um Targaryen, da wurde auch über nicht Targaryens gesprochen. Da geht es ja so, wahrscheinlich kann er jetzt auch ein kleiner Junge König werden, wenn er halt gewählt wird von allen. Das wird nicht erzählt. Vor allem, die nehmen ja auch Brandy. Die sagen ja nicht, oh, wir machen jetzt erstmal, wir fragen mal das Fußvolk, wer König sein will. Nein, diese. Was ich aber auch gut finde, so, ja, das ist so also dieses neue System, das auf jeden Fall funktionieren wird. Es wird aber jedes Mal einen Krieg ausbrechen. Ja, genau. Nämlich, wenn ein Typ nur zwei Unterstützer hat und die stellen sich gegen einen anderen Typen, dann geht's automatisch Krieg. Das ist eine garantierte Lösung, dass ein Krieg ausbrechen wird. Das ist sogar wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn man das so also von der Erbmonarchie zur Wahlmonarchie. Da müsste man mal so eine Aufstellung machen, so eine Statistik. Ja. In unserer Geschichte, was so erfolgreicher war, was zu weniger Leid geführt hat. Wie gesagt, es gab bereits Ratssitzungen, wo aus verschiedenen Thronanwärtern ein König gewählt wurde und das hat jedes Mal dazu geführt, dass ein Krieg ausgebrochen ist oder dass eine Revolte ausgebrochen ist oder was auch immer. Das so war auch der Beginn des Tanz der Drachen und Tyrion erzählt noch, wie er in seinem Kämmerchen saß und die ganze Zeit über die Geschichte nachgedacht hat. Und das ist das Beste, womit du zurückkommst. Ich habe mich auch gefragt, so von der Idee her interessant, aber was ist jetzt, wie wird der jetzt König? Ist das eine absolute Mehrheit? Ist das eine Zweidrittelmehrheit? Du musst eine Mehrzahl der Stimmen haben? Wie wird das jetzt gewählt? Wichtiger Punkt. Da kommen wir zu der Sache. Es gibt ein herrliches Interview mit George R. R. Martin, wo er da sitzt und sagt, was mich an Fantasy immer interessiert hat, und ich bin ja großer Fan von, also ich zitiere ihn gerade, bin ja großer Fan von Tolkien und der Herr der Ringe-Saga, da steht immer, und er herrschte Jahrhunderte über dieses Königreich und seine Regierung war, seine Herrschaft war weise und gut. Und gut. Ja. Und George R. R. Martin hat mal erzählt, dass er als Jugendlicher immer da saß und sich dachte, was bedeutet das? Also, hat er Steuern eingetrieben? Hat er ein Sozialsystem eingeführt? Waren da nicht Leute, die auch gegen seine Entscheidung waren? Was bedeutet das, gut zu herrschen? Das ist doch nicht mal eben so. Also es ist einfach, das da einfach hinzuschreiben, aber was bedeutet das? Und das ist auch ein wesentlicher Punkt von Game of Thrones. Da geht es halt auch plötzlich um politische Sachen. Deswegen sieht man ja auch immer wieder den kleinen Rat, der in den ersten Staffeln über komplizierte Sachverhalte diskutiert. Und da geht es halt nicht darum, einfach zu sagen, ach, das ist dann gut und so. Und hier ist es halt nicht so. Hier ist es einfach, ja, dann wählen halt fünf Leute den, wie auch immer, und dann ist gut. Und Bran kann weise regieren, denn er hat eine gute Geschichte. Und das ist so ein Punkt, der mich auch wahnsinnig gemacht hat, dieses gute Geschichte. Wer hat eine bessere Geschichte als Bran? Denn er ist schließlich behindert. Da sitzt Arya.
Das ist Arya. Die hat den Tod ihres Vaters mit angesehen. Die ist dann zur Nachtwache quasi gereist, also mit der Nachtwache gereist. Die wurde der Mundschenk von Tywin. Die ist nach Braavos, ist einer Meuchelmörder-Religion, Gilde, was auch immer, beigetreten. Kann die Gesichter von fremden Menschen anziehen. Hat Walder Frey die Kehle durchgeschnitten und das ganze Haus Frey ausgelöscht. Und dann hat sie in Winterfell, hat sie den Nachtkönig getötet. Und Bran hat ja da nichts gemacht. Und Bran hat nichts gemacht. Aber Brans Geschichte, boah, die ist großartig. Der kann super herrschen. Ach, übrigens, du aus Dorne, das ist ein Stark, ne? Aber das ist nicht wirklich ein Stark. Das ist hier der Rabe. Das ist super. Es ist so, es ist Game of Thrones. Es ist richtig Game of Thrones. Und wir sehen ja auch, wie gut seine Herrschaft ist, ne? Weil als sie dann im kleinen Rat sitzen, ist Bronn, der Meister der Münze. Oh, wir sollten Bordelle aufbauen. Ja, die, boah, bringen Geld. 8 Jahre Game of Thrones, das hat richtig gut getan. Das ist, jetzt haben wir die Geschichte nicht sich im Kreis drehen lassen. John, es tut mir leid, ich kann nichts machen, du musst zur Mauer, du musst zur Nachtwache. Aber Sansa ist die Nacht. Königin des Nordens? Bist du nicht die Königin des Nordens? Kannst du eigentlich bestimmen? Grauer Wurm ist jetzt auf dem Schiff. Der ist eh weg. Ich meine, Jon Snow könnte wahrscheinlich auch ihm hinterherreisen und er wird es nicht merken. Ja. Aber Alper, das ist ja gut. Jon will ja genau das. Er lebt ja jetzt in Freiheiten des Nordens. Ja, aber warum sagt dann Sansa, Jon, es tut mir so leid, ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden. Ich habe die Krone noch nicht. Ich kann erst in morgen vielleicht was mehr dazu sagen. Und dann ist Arya daneben und sagt, ja, was ist eigentlich westlich von Westeros? Das weiß niemand. Bran sitzt da! Da sitzt Bran in seinem Rollstuhl und sagt nichts. Ich meine, okay, in den Büchern gibt's ja Regeln für seine Fähigkeiten. So von wegen nur in der Nähe von Werholzbäumen und so weiter. Aber in der Serie ist es egal. Wurde das nie in irgendeiner Weise definiert. Das sieht er ja alles. Ich meine, er sagt ja auch, Chaos is a ladder. Ja. Und wo in Königsmund ist eben. Thronsaal, wo er es gesagt hat, wo ist da dieser Werholzbaum? Eben, da sitzt Bran. Er könnte es wissen. Aber nein, wir müssen Arya, hier, cool, Arya Columbus, ne? Vielleicht reist sie ja nach Amerika und macht irgendwas. Ich weiß es nicht. Und dann frage ich mich, was zur Hölle ist jetzt mit Daryon Harris zum Beispiel? Das habe ich dir auch gefragt. Sitzt der in Essos und denkt sich, oh, ich frage mich, was Daenerys gerade macht. Oh, sie hat 100.000 Mal. Ah, das ist meine Dany. Und was ist mit Illyrio Mopatis? Komplett vergessene Figur. Was ist mit den Gesichtslosen? Was ist mit Varys tollem Plan, dass jeder der weiß, hat Briefe dass geschrieben. Sitzt da niemand in diesem Rahmen und sagt, ach so, wir haben übrigens einen Brief bekommen von Varys, dass John, sollten wir das nicht vielleicht mal ansprechen? Ja. Was ist mit Meera Reed? Was ist mit Meera Reed? Absolut. Was ist mit Meera Reed? Ja, also Bran sagt, ich kann nicht mit dir zusammen sein. Ich habe in der Zukunft gesehen, dass ich König bin und du bist einfach nicht gut genug für mich, oder was? Ja. Also, das letzte Mal sahen wir sie ja in Staffel 7, war das, glaube ich. So, und dann steht sie ja vor ihm und sagt, sie sagt, sie geht zu ihrem Vater zurück, weil sie da sein möchte, wenn der Nachtkönig tot ist. Wenn der Nachtkönig angreift und jetzt ist er tot. Und dann sagt sie. Bran sagt ganz einfach nur trocken Danke und sagt, das war's? Mein Bruder ist für dich gestorben? Ich bin jenseits der Mauer für dich gegangen? Und wahrscheinlich hat sie ihm ja auch noch den Arsch abgewischt, weil irgendjemand muss es ja tun, das war sicher nicht Hodor. Und dann sagt er, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Kaktus und ich mache jetzt gar nichts mehr außer creepy in Winterfell rumsitzen und komische Sachen sagen. Meine Schwester auf ihrer Hochzeit vergewaltigt wurde. Ja, und Tyrion sagt, boah, dieser creepy Typ, der weiß genau, was die Bedürfnisse des Fußvolks sind, der weiß ganz genau, was ein Mensch braucht, den machen wir zum König, das ist so eine herrliche Idee. Wär's nicht vielleicht besser gewesen, Bran einfach nur zum Meister der Flüsterer zu machen. Wozu braucht Bran einen Meister der Flüsterer? Der steht da vor diesem kleinen Rad. Ach ja, wir brauchen noch einen Meister der Flüsterer. Wofür? Ja, was ich mir gefragt, das ist Bran. Warum ist jetzt Arya eine Gesichtslose geworden? Warum wurde das alles in Braavos erzählt über Staffeln lang? Was ist mit warum? Den Gesichtslosen? Was ist das mit nur, denen? Dass sie Walder Frey tötet? Naja, sie hat ja den Nachtkönig getötet. Sie hat sich angeschlichen. Ja, aber sie hat jetzt mit dem Gesicht hat jetzt nicht das Gesicht eines White Walkers oder so angenommen. Also ich verstehe das nicht, warum das halt die ganze Zeit erzählt wird und anscheinend so wichtig ist. Und das am Ende einfach nur da. Sie hätte niemals eine Maske gebraucht, um Walder Frey und seine Sippe zu töten. Absolut. Und ist jetzt auch niemand da, der irgendwie sagt, Sansa, du schickst mich, oder John, Sansa, du schickst mich zwar zur Nachtwache, aber
Die Wildlinge sind doch jetzt cool und den Nachtkönig haben wir doch auch gekillt. Warum gibt es überhaupt noch die Nachtwache? Warum gibt es noch? Ist jetzt nicht. Ist jetzt und Tyrion sagt ja, wir brauchen so einen Ort für Bastarde in Krüppel. So, ist das so die Müllstation von Westeros? Bringt man da die Leute, die man nicht mehr haben will oder was? Was ist das jetzt? Das ist unglaublich. Und was ist mit. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Krüppel und Bastarde Müll sind. Nein, das ist, ich meine einfach nur so die Intention von nein, von also dir, so sagt er es ja quasi. Ja. Ach ja, da kommt übrigens, also in den Augen meines Vaters war ich immer menschlicher Abfall und so weiter. Wir brauchen ja einen Ort für die Nachtwache. Mein Tyrion kann ja auch hingehen. Es ist ja auch, wir haben einen harten Winter hinter uns. Ja, ja, ein harter Winter. Hat mir jahrelang erzählt in Game of Thrones, wie hart diese Winter sind, wie krass die sind. Und dann ist er innerhalb von einer Minute vorbei. Die Szene, wie Tyrion die Stühle zurechtrückt, hat länger gedauert als der Tod von Daenerys. Und wir sehen ja auch im Norden, dass eine Pflanze aus dem Schnee hochkommt. Ja. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das ist Fantasy. Sicher, also, dass das geht? Dass eine Pflanze durch, wenn der Schnee nicht schmilzt, das durchgehen kann? Also das kann ja überhaupt gar nicht wachsen, wenn der Schnee drüber ist, weil da ja kein... Warum doch? Das kann doch nicht wachsen, wenn da kein Licht dran kommt. Wenn da eine Schneedecke ist, kann da doch nichts rauswachsen. Da ist ja kein Licht. Doch, das geht über Pflanzen. Okay, an alle Botaniker da draußen. Ja. Aber... Analysiert mal die Szene und sagt uns Bescheid. Die reden noch darüber, dass die keine Münze mehr haben, kein Geld mehr haben. Sansa sagt ja auch die ganze Zeit in der Staffel, wie soll ich die ganzen Armeen ernähren und so weiter. Und Ernährung ist immer ein Thema. Und Maus zeigt gerade, dass es doch geht. Geht anscheinend doch. Und es ist immer ein Thema, wie man die Menschen ernährt und so weiter. Wir haben nur begrenzte Ressourcen. Aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen die Nachtwache. Jetzt brauchen wir die Nachtwache mehr denn je. Da können wir die Essensreste hinschicken. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich auch kirre gemacht hat, nämlich Admiral Tully. Ich möchte jetzt nur mal kurz sagen, diese Ratssitzung, die da haben, ne? Und selber alle nicht wissen, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Admiral Tully hat jedes Recht der Welt aufzustehen und seinen Claim vorzutragen. Dass Sansa da wie so eine arrogante Bitch sitzt. Onkel, bitte setz dich. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Lass den Mann noch ausreden. Vor allem, ich habe mal aufgeschrieben, was Admiral Tully alles gemacht hat und warum Admiral Tully eigentlich ein Held ist. Ich meine das ernst. Jetzt bin ich aber gespannt. Seine Schwester Catelyn hat den Sohn von Tywin Lannister gekidnappt. Deswegen musste er in den Krieg ziehen. Er hat über die Flusslande geherrscht, weil sein Vater zu krank war. Er hat gegen Jaimes Armeen gekämpft, obwohl er in massiver Unterzahl war. Er hat das Fußvolk in seine Burg gelassen, um sie vor Tywins Truppen zu schützen. Der Mann, der das Vertrauen aller Lords und Herren in der Umgebung genoss. Der Mann, der vom Bergland zurückeroberte. Der Mann, der sich für seine Familie bereit erklärte, eine unbekannte Frey zu heiraten, weil Robb Stark sein Wort gebrochen hat. Der Mensch, der sich immer wieder provokant vor Jaime stellte und zeigte, dass er durchaus diesem Mann gewachsen ist. Der Herrscher, der seine Burg aufgab, um Unschuldige zu retten. Haha, komm, wir machen uns über ihn lustig. Was soll das? Also ich verstehe auch nicht, warum das in der letzten Folge auch so wichtig ist. Wurde ja schon ab der ersten Szene, wo er vorkommt, als Witzfigur dargestellt. Weil er mit Pfeil und Bogen nicht getroffen hat, oder was? Zum Beispiel. Das Boot. Ja, er ist halt also in den Büchern wird das doch aber in den Büchern wird das doch aber auch so erklärt, dass er... In den Büchern wird das auch so erklärt, dass er das nicht macht, weil er so emotional mitgerissen ist, weil er so traurig ist über den Tod seines Vaters. Und ja, also dann wird sie halt noch lustig gemacht, weil er diese Frey, die dann sich als hübsch rausstellt, dann er dann doch ganz, ganz froh ist. Aber das reicht irgendwie aus, um diesen Mann komplett ins Lächerliche zu ziehen. Also das zeigt ja auch so so einen richtig krassen mangelnden Respekt, weiß ich nicht, für diese Figur. Weil ich finde diese Figur nicht so schlimm. Ich finde nicht, dass die so bemitleidenswert und so ist, dass man sich darüber lustig machen kann. Ich fand das einfach nur. Also ich wusste auch nicht, was er sollte. Ich hab's auch nicht verstanden, dass er halt. Also es war ja auch nicht. Ich fand's noch nicht mal lustig. Also selbst wenn es irgendeine andere Figur wäre, es wäre einfach. Also ich fand's schon lustig, aber es hat halt einfach irgendwie nicht dazu gepasst zu dieser ganzen Szene. Also warum wurde überhaupt die Zeit genommen, das zu erzählen, eben, wenn man so viel anderes erzählen hätte können? Zumal dieser Gag ja quasi 2 Minuten nach dem Tod von Daenerys Targaryen kommt. Und das zeigt ja auch schon, wie sehr einen dieser Tod von Daenerys Targaryen. Ist nicht der Tod von Daenerys kalt gelassen auch kürzer zu sehen als diese Szene mit Admiral? Quasi. Punkt. Und was ich halt auch
so, also die größte Frage, was ich so an diese ganze Serie habe, warum wird mir das überhaupt, warum wurde mir das erzählt mit R plus L gleich J? Also ja. dass John ein Targaryen ist. Das hätte man mit dem Ende hier komplett weglassen können. Das Einzige, was so der abschlaggebende Punkt war, wo das wichtig war, ist, dass Daenerys ihn nicht mehr so mochte wie vorher. Naja, also ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil es ist auch in dieser Folge, also der Drache hat schon eine besondere Beziehung zu ihm, weil er ein Targaryen ist. Das ja, ist aber schon eine Rolle. Ich fand's auch merkwürdig, dass das so passiert ist. Warum fackelt er nicht den Mörder seiner Mutter ab, sondern einen eisernen Thron, wo er überhaupt keine Ahnung hat, eigentlich, was das ist? Naja, das ist ja, es wird ja auch so ein bisschen erzählt. Also entweder ich habe mir das auf drei verschiedene Weisen versucht zu erklären. Was ich auch schon bitter finde, dass ich mir das selber erklären muss. Aber ich hab das zum einen so verstanden, dass Drachen sind ja keine dummen Wesen. Auch in den Büchern wird denen ja immer wieder so eine gewisse Intelligenz zugeschrieben. Und man könnte ja schon vielleicht so weit denken, dass der Drache das wahre Übel erkannt hat, nämlich dass Daenerys Machthunger und der eiserne Thron sie in den Tod geführt hat und dass er deswegen den wahren Übeltäter verbrennt, nämlich den eisernen Thron. Das finde ich eine merkwürdige Erklärung, dass ein Drache weiß, was ein eiserner Thron ist und was der zu tun hat. Und dann vielleicht, das von mir aus, okay, so, ja. So für mich ergäbe das so vielleicht Sinn. Aber dann, dass er John nichts antun kann, weil er eben ein Targaryen ist. Ich meine, es gibt ja auch die Szene, wo er gerade den Roten Bergfried, den Thronraum betritt, aber den Thronsaal. Warum und gab es dann den Tanz der Drachen, wo Drachen Targaryens umgebracht hat? Eben! Gegenseitig. Das ist auch wahr. Eine andere Erklärung ist, Drachen sind strunzdumm und er sieht einen Dolch mit einem Griff und denkt sich, oh, da sind ganz viele, die verbrenne ich jetzt. Aber ja, also wie gesagt, das muss man sich ja irgendwie gut reden, damit das Sinn ergibt. Und es klappt halt auch nur, wenn man bereit ist, die Handlung selber zu verändern. Mhm. Und nein, es ist halt, die Handlung ist halt, also es ergibt für mich keinen, also ja, es ergibt keinen Sinn. Und interessiert Yara wirklich nicht, was mit ihrem Bruder passiert ist? Ganz genau, auch das sehen wir nicht. Also, ich meine, vielleicht hätte Sansa mal sagen können, ja, dein Bruder, der hat uns gerettet, er hat uns verteidigt, er ist im Kampf gegen den Nachtkönig gestorben, er hat gegen den Nachtkönig gekämpft und ist wie ein Held gestorben und es macht mich so traurig. Ja, oder zumindest das vielleicht als Argument. Sie so, ja, ihr habt meine Königin getötet. Ja, bla, bla, bla. Ja, was mit meinem Bruder? Ja, und zumal, wir haben ja auch, das hätte man ja auch durchaus als Argument benutzen können, aller, übrigens, du solltest für Bran mit einem I stimmen, also kurze Erklärung, im Englischen sagen sie übrigens I. Ja, im Deutschen sagen sie ja, aber ich fand das im Englischen dadurch noch affiger, um ehrlich zu sein. Ja. Aber hätten sie dann, wenn einer dagegen gestimmt hätte, hätten sie Nay gesagt oder hätten sie No gesagt? Das heißt Narf. 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 Jarp? Ich glaube, sie hätten Jarp gesagt und Narf. Das Witzige ist ja, das ist eine Szene aus Shaun of the Dead. Ja. Und Nein, Hot Fuzz. Hot Fuzz, sorry. Ja. Und der Schauspieler, der das sagt, also die Figur, das ist der Schauspieler von Sandor Clegane. Ach, das stimmt! Ja, der sagt Jarp. Ah, stimmt, Narf. Ja. Stimmt. Ja. Stimmt, absolut wahr. Hier, Rory McCann. Worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich es vergessen. Sorry. Ah, genau, das könnte man ja als Argument nutzen, aller. Yara, du solltest übrigens für Bran stimmen, denn Fionn hat ihn ja auch verteidigt. Fionn hat sich quasi geopfert für diesen Bran. Fionn hat sich geopfert für diesen Mann im Rollstuhl. Du solltest für ihn stimmen. Und dann könnte man das halt verstehen, dass Yara Yarp sagt, aber so nicht. Ja. Ja. Also ich. Ja, hast du noch was? Lass mich nur mal kurz gucken. Ja, aber auch so die Frage, was brachte jetzt das? Also, ich habe mich jahrelang immer gefragt, oh, es ist noch so viel Seefeuer unter Königsmund. Ja, jetzt war das Feuer halt ein bisschen grün, als Danny angegriffen hat. Also, mehr hat das auch nicht gebracht. Das Feuer hat ein bisschen. Genau, ich habe noch aufgeschrieben: Beherrschen die Unbefleckten und die Dothraki die magische Kunst der Zellteilung und können sich asexuell fortpflanzen? Ja, die Unbefleckten sind ja quasi jetzt auch. Ich finde es auch geil, dass sie denen anbieten, ihr könnt da Land haben. Aber wir wissen sowieso, dass ihr aussterben werdet, wenn ihr euch nicht fortpflanzen könnt. Ja.
Und The Pad That Was Promised, Ghost wurde getätschelt. Und das war tatsächlich die Szene, die mich emotional am meisten abgeholt hat. Es ist verrückt, aber es ist echt so. Kein Witz. Aber Jonas, ich kann dich ein bisschen beruhigen. Dieses Mal habe ich zu den Szenen, ich habe versucht, das, was ich vorher gesagt habe, eben nicht zu doppeln. Okay. Deswegen ist es jetzt ein bisschen weniger. Aber wir starten wie immer mit dem Intro. Genau, noch eine Kleinigkeit vom letzten Mal, die wir vergessen haben im Intro. Ja. Bei Königsmund waren so kleine Skorpione dann plötzlich drauf. Ach, tatsächlich, habe ich nicht gesehen. Habe ich nochmal nachgeschaut. Cool. Ja. Wie wir schon vorausgesagt haben, ist Königsmund jetzt zerstört. Brennt aber nicht. Genau, in der Karte auf dem Boden im Innenhof des Roten Bergfrieds ist jetzt so ein Riss, der schon so ein Foreshadowing ist. Okay, der Riss ist direkt an der Eng. Ja. Nee, der ist sogar an der Eng, der Riss. Das heißt, der alles Norden nördlich ist eigenes Königreich. Ja, genau. Und im Thronsaal sieht man jetzt nicht mehr das Wappen der Lannisters über dem Thron, sondern da ist gar nichts. Was? Nichts. Was? Nein, ich hatte einen Witz im Kopf, ich will den jetzt nicht sagen, weil dann ist die Gefahr, dass eventuell ist, wenn man. Ich wollte irgendwas. Oh, du hast gesagt, der Riss in der Engen und ich wollte irgendwas mit seiner Mutter sagen und dem Riss in der Weite. Wir starten in den Straßen von Königsmund und wir sehen Tyrion. Er sieht sich noch einmal trauernd um. Ja, und ein sehr schöner Tracking-Shot, fand ich sehr schön umgesetzt. Ich fand es auch so, ich mochte dieses Entschleunigte. Das hatten die teilweise ich glaube, auch bei der vierten Folge hatten die das am Anfang einfach dieses Langsame, sich ein bisschen Zeit nehmen und dann rushen die einfach beim Rest durch. Nee, es war herrlich, wie Tyrion da entlang schreitet und sich das Massaker anguckt, weil das hat tatsächlich genau das, so soll es halt auch wirken. Ja. Und vor allem Peter Dinklage's Schauspiel ist einfach sensationell, ganz toll. Ja. Und ich saß da und dachte mir tatsächlich, an was denkt er gerade? Ich war fasziniert. Denkt er gerade an seinen Vater, an Cersei, an Varys, an Wein. Aerys den Zweiten, denkt er an Wein. Er sieht tote Kinder auf den Straßen und es ist auch die Straße, durch die Arya auf dem weißen Pferd geritten ist. Wir werden also genau da abgeholt, wo wir in der Folge zuvor zurückgelassen wurden. Aber das Gewissen von Tyrion ist anscheinend auch nicht schlecht genug, um diesem Mann zu helfen, der verbrannt und halbnackt da rumläuft. Da dachte ich mir auch, warum? Wollt ihr nicht mal fragen, ob er was zu trinken haben will oder sowas? Oder ein Pflaster anbieten oder sowas? Ja, für seinen komplett verbrannten Rücken. Ich fand es halt auch so, man sieht das ja auch im Grading. Normalerweise ist Königsmund eher gelb, aber in den Szenen ist es eher blau. Also halt auch blau hat ja sowas. Was Kaltes. Definitiv. Und auch der Winter ist ja allerdings auch eingekehrt. der schlimme Winter. Der schlimme Winter. Genau. Und ich mochte halt auch diese ganze Stimme am Anfang. Das hatte ja so was Apokalyptisches, Infernales. Ja, total. Wie so eine Hölle. Ja. Also, wir sehen ja auch, dass das Davos und John da sind. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ihr habt jetzt die ganze Zeit das. Also, sind jetzt alle tot in Königsmund? Weil man sieht ja nicht eine einzige Menschenseele. Doch, man sieht so im Hintergrund einmal so einen Typ, der weint, genau. Ja, aber gut, man sieht jetzt diesen verbrannten Mann, der entlang spaziert. Also gut, könnte ja auch zwei sichere Überlebende haben wir schon mal. Ja, aber gut. Was auch krass ist, dass es keine Musik gibt, was das Ganze natürlich noch verstärkt. Ich habe schon mal drüber gesprochen, die Macht der Stille, die Kraft der Stille. Und dann unterhalten sich Tyrion und Jon darüber, dass Tyrion nicht alleine zu Dany gehen soll. Das zeigt ja hier auch schon, dass Jon sich vor Dany ein Stück weit fürchtet oder beziehungsweise genau weiß, wie unberechenbar sie derzeit ist. Und er weiß ja auch, dass Tyrion sie verraten hat. Genau. Und Tyrion will alleine gehen. Tyrion kommt an einer Wand vorbei, an die Blut gespritzt ist. Und die Glocke ist zu Boden gekracht, was ja natürlich auch ganz viel Bildsprache ist. Übrigens hat mich das auch. Da können wir so viel hereininterpretieren. Aber diese Glocke hat mich in dem Moment an die Liberty Bell erinnert. Das ist die Glocke, die geläutet wurde in Amerika. Die hat auch so einen Riss. In Philadelphia. Genau. Und hat die amerikanische als die unterzeichnet wurde, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Die heißt auch Liberty Bell, ne? Genau. Ja. Das könnte man so hereininterpretieren. Müssen wir aber nicht. Die Liberty Bell, die eigentlich die Glocke, der tolle Glockenplan, dass er für die Freiheit gestanden hätte. Ja, gut, aber durch Daenerys. Aber es ist ja eine US-amerikanische Geschichte, deswegen finde ich das durchwegs plausibel, dass darauf angesprochen wird. Das ist gar nicht so abwegig. Aber ja, es ist, wie es ist. Ja. Ja. Übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, es gab ja diesen, also HBO hat ja viele Enden geleakt und es gab diesen Leak mit die Glocken machen, die haben es so formuliert, die Glocken machen Dany verrückt.
oder sind der Auslöser für ihren Wahnsinn und Bran landet auf dem Eisernen Thron. Es wird sehr viel darüber diskutiert und eigentlich war die einhellige Meinung, es ist zu abwegig, zu unsinnig, als dass das wirklich das Ende von Game of Thrones wird. Und hier sitzen wir nun in den Straßen von Königsmund und wir sehen kniende Lannister-Soldaten, wir sehen den grauen Wurm, er steht vor den knienden Lannister-Soldaten und spricht über Daenerys Targaryen. Torgonudor spricht über Daenerys Targaryen. Also übrigens spricht er es auf Valyrisch halt korrekt aus, ne? Daenerys Targaryen. Ich habe mir gestern ein Video geguckt, angeschaut von David Patterson. Genau das wollte ich jetzt sagen. Was? Er sagte mal, dass niemand Valyrisch besser kann als Jacob Anderson. Genau, ja. Dass er genau das quasi ein Native Speaker sei. Also wirklich jemand, der das extrem gut sprechen kann. Ich verstehe nicht, warum das dann für die deutsche Synchro anders ausgesprochen wird. Wie meinst du? Er sagt Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen. Daenerys mit, so mit gerolltem R und er sagt halt auf. Aber der Synchronsprecher kann wahrscheinlich kein perfektes Valyrisch. Ja gut, aber warum wechselt, also warum macht man dann daraus dann Daenerys Targaryen? Er sagt wirklich so also ich habe das nochmal im Deutschen angehört, keine Ahnung, egal, so eine Sache, ist ja auch wurscht. Ja, er will auf jeden Fall Lannister-Soldaten hinrichten, die komplett unschuldig sind. Ja. Und ich finde, wir sollten jetzt den grauen Wurm umbenennen. Den? Von, also das ist quasi so grauer Wurm, digitiert so grausamer Wurm. Grausamer Wurm, das finde ich gut. Mhm. Ja, also Danny schenkte grauer Wurm die Freiheit und wir dachten immer, dass er was Gutes in sich hätte, denn er kommt ja aus der Sklaverei und so weiter. Und der Tod von Missandei hat, ich weiß es nicht, ich verstehe auch grauer Wurm nicht mehr und auch wie er die ganze Folge handelt. Und wir sollen jetzt zum einen verstehen, dass er absolut irrsinnig ist und jeden tötet, selbst wehrlose Lannister-Soldaten und dann. Wahrscheinlich ist auch so, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, holt er sich so ein Kind aus der Kammer und sticht es erstmal ab. Einfach genau, so, einfach um sich gut zu fühlen. Ja. Das macht man halt zum Feierabend. Wie so ein Snack, so, ganz genau, bevor man so in der Hauptmahlzeit ist. So einfach so ein Kind, zack, so, ach cool, ja. Jetzt geht's mir wieder richtig gut. Ja. Ach, Miss Sandai, du wirst bestimmt richtig stolz auf mich jetzt. Ja. Und ich meine, grauer Wurm schlitzt im ersten die Kehle auf, nachdem Davos zur Vernunft kommt. Hier, das ist auch sowas. Warum stirbt Daenerys gefühlt 2 Minuten später oder 5 Minuten später, obwohl also diese Situation, die da entsteht, eigentlich sowas hochexplosiv hat, das so interessant ist, was ich viel mehr sehen würde. Kämpfen jetzt unbefleckten gegen die Nordmänner, ja. Das hat mich sehr erinnert an die Szene aus der ersten Staffel, in der Eddard Stark er hat mit Littlefinger vorher gesprochen, kommt aus dem Bordell und dann wird dann von Jaime gestellt auf den Straßen. Weil wegen dem, was Caitlin mit Tyrion gemacht hat. Und dann kämpfen die beiden. Ja. Sowas war unfassbar geil. Jon Snow gegen grausamer Wurm. Das wäre doch mal ein geiler Kampf. Aber hallo. Ja. Nein, wird uns nicht gewährt. Ja, finde ich auch toll, dass der grausame Wurm zu Jon sagt, ja, die Lannister-Soldaten, die haben freiwillig für Cersei gekämpft. Mhm. Aber ist das in der Feudalherrschaft nicht so, dass dass es sowas wie Lehnstreue gibt und dass Leibeigene. Dass Lehnstreue gibt und dass Männer kämpfen müssen, wenn der Lord dazu aufruft. Ja, aber wird das nicht auch die ganze Zeit also vorher auch immer so erklärt, dass die halt, ne, also dass so Soldaten halt für denjenigen kämpfen, wo sie halt leben, dass es halt so ist? Ja. Die suchen sich auch nicht ihre Seiten aus. Ja, also es gibt natürlich, es gibt auch Söldnerarmeen und sowas. Ja. So wie die Goldene Kompanie. Die nutzlose Kompanie. Ja. Ich würd sagen, die gelbe Kompanie. Nee, wir nennen sie die Katzengoldene Kompanie. Oh, das ist gut. Katzengoldene Kompanie. Dann sehen wir Tyrion, der über den Innenhof des Roten Bergfrieds geht, da wo die Karte auf dem Boden gemalt ist. Es schneit über ganz Westeros. Ich habe mich gefragt, ist das Schnee oder ist es immer noch Asche? Das ist Schnee. Also der Winter ist eingekehrt. Man sieht ja auch Eis auf dem Boden. Ja, aber ich meine, es ist Schnee. Also gefühlt eine halbe Stunde später ist strahlender Sonnenschein in der Drachengrube. Es ergibt halt keinen Sinn. Da ist dir das nicht aufgefallen? Was? Dass Tyrion einen Bart hat und Zeit vergangen ist? Monate? Ja, aber trotzdem. Also er sagt Wochen, aber ich denke mal, so ein Bart, Tyrion, ja, das dauert schon Monate. Also er sagt von Wochen. Schnee zu strahlender Sonnenschein? Das erzählen die tatsächlich, dass der Winter kam und ging. Ja. Dieser ach so schlimme Winter. Das ist halt auch so eine Sache, die man dann einfach akzeptiert oder die man nicht bemerkt. Und weil die Schauer dann denken, das wäre kein Thema. Für mich ist es ein Thema. Wieso erzählt man das jahrelang?
dass der Winter so schrecklich ist. Und dann kommt und geht der. Nein, es schneit. Es ist Schnee. In Westeros, in Königsmund, King's Landing ist der Winter angekommen. Ja, das ist super merkwürdig. Ja, aber wir sehen halt diese Totale von oben mit dem Schnee und dem Schutt auf der Karte. Ist natürlich sinnbildlich für den gesamten Kontinent. Ja. Hier traf auch Cersei auf Jaime. Und Tyrion nimmt sich eine Fackel. Auch so eine Einstellung, okay, gut, wenn ihr schon so durch alles rusht und so viel, aber ich muss sehen, wie Tyrion eine Fackel aufhebt. Weil wenn er dann und wie er sie anzündet, hat man auch nicht gesehen. Ja, ja, nee, weil sonst, wenn er dann da im Keller steht und eine Fackel in der Hand hat, das kann man niemandem zumuten, dass er das versteht, dass Tyrion sich eine Fackel genommen hat. Der geht dann runter und ich finde, da ist die schönste Einstellung in der gesamten Folge. Tyrion vor einem Drachenschädel. Ach so, ja. Wieso? Was hast du jetzt gedacht? Ich dachte, das kommt was ganz anderes. Okay, warum das? Erklär es mir. Ich fand es mega schön. Ach, du fandest es schön einfach nur? Ja. Ah, okay. Also wie dieses Licht so runter und dieser große Kopf und der kleine Tyrion. Dann eine Frage. Wurde letzte Folge nicht ganz klar, klipp und klar gezeigt, wie dieser gesamte Gang mit Schutt zugeschüttet wurde? Nee. Er hat nur, ist nur bis zu Jaime gekommen. Und so eine kleine Schicht ist über den drüber. Tyrion geht da durch diesen Keller und da ist einfach so eine Riesenfläche, wo nicht ein einziger Stein liegt. Und dann sieht er halt. Jaime und Cersei nicht einfach einen Schritt. Eben! Er geht noch einen Meter zur Seite und dann seid ihr sicher. Okay, sie sind da eingeschüttet und die Steine fallen auf sie und so ein Stein reicht ja auch, um Menschen zu töten. Aber Tyrion nimmt, ich habe nachgezählt, 5 Steine weg. Und dann liegen da die Leichen von denen, die in perfektem Zustand sind, nachdem der ganze Gang zugeschüttet wurde. Und wir hören Reigns of Castamere. Wir hören Reigns of Castamere in so einer langsamen und traurigen Version, was auch sonst. Ja, Tyrion ist natürlich ein bisschen traurig, weil sein Bruder ist tot. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, für ihn ist das zumindest ein kleiner Trost gewesen, dass sie zusammen gestorben sind. Ich wollte noch was sagen, was wir eigentlich auch schon letzte Woche hätten sagen können zu Cersei starb durch Rocks. Naja, aber es passt ja auch, dass sie vom Stein getötet werden, denn das Stein und Lannister hat ja schon eine Verbindung, weil sie kommen. Casterly Rock. Casterly Rock, aber auch das Königreich zuvor, bevor Aegon die 7 Königslande zu den 7 Königslanden machte, war das Königreich vom Stein. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass die Serienmacher nicht das im Hinterkopf hatten. Natürlich nicht. Wie sie dann Cersei umbringen. Mm-mm. Haben sie auch nicht. Die Showrunner, das ist halt das Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass die Showrunner sich mit am wenigsten auskennen, wenn es um Game of Thrones geht. Ja. Das Gefühl hatte man bei den Skripten von den Drehbüchern von Brian Cogman halt nicht. Du magst den Namen Cogman, ne? Ja. Aber ich mag ja auch immer noch die ersten beiden Folgen dieser Staffel. Okay. Gut. Wir sind vor dem Roten Bergfried. Arya geht durch King's Landing und sieht Jon zwischen einem Haufen Dothraki. Dothraki geht es prächtig. Ja, sie hat kein Pferd mehr. Deshalb, warum? Ich habe es nicht verstanden. Warum sie mit dem Pferd so in der letzten Folge aus Königsmund geritten und ist. Und dann ist sie plötzlich in Königsmund und das Pferd ist weg. Ja. Hat sie es in der Zwischenzeit gegessen? Ich meine, es passiert ja immer in der Zwischenzeit ziemlich viel. Ja. Anscheinend. Ja, ja. Aber ja. Vor allem so das Erste, was wir hören, wenn wir sie sehen, ist so ein Pferdewiehern im Hintergrund. Also ich dachte auch, es ist gerade. Was soll das? So, also, was soll das? Also klar, das sind die Pferde von Dothraki, aber halt, soll das mich jetzt an den weißen Schimmel erinnern, den ich letzte Folge gesehen habe, oder? Aber ich hatte auch so ein Gefühl. Was? Ist es kein Schimmel? Das ist ein Doppler. Weißer Schimmel. Ach so, weil alle Schimmel weiß sind. Ja, aber hätte ich ja dieses weiße Pferd. Ja, aber es ist grüner Schimmel. Der ist auf Joghurt oder so. Ja. Ja. Aber es war so, ich habe mir noch hier aufgeschrieben, so ein Dialog zwischen David Benioff und D.B. Weiss. Okay. So David Benioff sagt, hey, wir könnten eine komplexe Geschichte mit vielen Figuren zu einem sinnvollen Ende führen, indem die Figuren einander mit cleveren Entscheidungen übertrumpfen. Eine Handlung, die plausibel ist. Dann sagt D.B. Weiss, das klingt aber auch ganz schön kompliziert und langwierig und wir müssen auch noch Star Wars machen, ne, und kriegen da ganz schön viel Geld dafür. Und sagt David Benioff, na gut, dann lassen wir Arya eben auf einem weißen Pferd reiten, damit es schön intellektuell wirkt. Kann mir irgendjemand jetzt auch nur ansatzweise erklären, dass das nicht der Sinn ist? Also was ist die Idee dahinter? Ich verstehe es nicht. Ich habe das schon in der letzten Folge nicht verstanden, warum das jetzt ein Pferd ist und warum überhaupt und alles. Das ist plump. Also es ist wahnsinnig plump. Gut, ich sag es. Ich habe mir so gedacht, so die Dothraki in Königsmund, ja. Das ist bestimmt die
geilste Zeit für die. Wie geil hallo, muss es ja sein, so eine riesige Stadt zu erobern mit so einer ja awesome, mit so einem awesome Karl, awesome Khaleesi vorne dran. Mhm. Und die haben wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens. Das ist richtig allerdings geil für die, die ganzen Toten. Ja. Die feiern bestimmt ein Fest. Ja. Und wir sehen diesen großen Kontrast zwischen den disziplinierten, regungslosen, Dothraki, unbefleckten in einer gesammelten Reihe, wie auch immer man das nennt, in einer, hat bestimmt einen Namen. Formation. In einer Formation, okay, danke. Und die wilden Dothraki, die ululululu schreien, weil das das Einzige ist, was Dothraki jetzt scheinbar noch machen, nämlich auf dem Pferd sitzen und ulululu schreien. Und wir sehen eine gigantische Dothraki-Fahne am zerstörten Roten Bergfried. Und das ist eigentlich so ein Bild, das habe ich mir in meiner vor 7 Jahren öfter mal vorgestellt. Boah, krass, wenn Daenerys jemals nach Westeros kommen sollte, Königsmund erobert, das muss ein krasses Bild sein. Und jetzt ist es passiert und ich denke mir, na toll. So, wer hat die Flagge da oben aufgehängt? Ja. Drogon fliegt zum Roten Bergfried, Jon geht die Treppen hinauf und wir sehen Dany in meiner Meinung nach einem der schönsten und geilsten Shots in der Geschichte von Game of Thrones. Ach so, dieser Shot mit Drachenflügel im Hintergrund. Mit den Flügeln im Hintergrund. Es ist schon unglaublich. Ja. Also es ist auch genau in dem Moment war mir auch klar, was das Ganze sollte. Daenerys Kraft zu demonstrieren, ja, wie unfassbar ja mächtig sie ist. Und sie ist quasi eher ein Drache jetzt. Genau. Sie ist Drache geworden, sie hat zwei furchtlose Armeen, sie hat die Hauptstadt zerstört und dann kommt der kleine, verängstigte Jon daher. Dany hält dann eine Rede und ich habe mich sehr intensiv mit dieser Rede auseinandergesetzt. Teilweise zu intensiv, weil ich mich dann auch gefragt habe, warum hast du gerade eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde deines Lebens dafür geopfert? aber kurz mal vorweg, also sie spricht erst auf Dothrakisch. Sie spricht zuerst mit den Dothraki. In ihrer Sprache und dann auf Hochvalyrisch. Aber das zeigt halt schon, wie ein gemeiner Westerosi das Ganze auffassen würde. So eine Fremde, aber in Wahrheit natürlich die Tochter des irren Königs, kommt von Essos, erobert die Hauptstadt, schlachtet Unschuldige ab und hält dann auch noch eine fremde Rede. Sie beginnt mit Khoi Khoi, das heißt auf Dothrakisch Blut meines Blutes. Und die Blutreiter heißen nämlich auch Dothrakoi, auf Valyrisch heißt Blut Anogar. Ich habe das tatsächlich alles mit Wörterbüchern so nebenbei nachgeguckt. Interessant, ich nicht. Bei mir ist nämlich, ich habe das nicht einfach... Du kannst jetzt keine Kerzen mehr zählen, dann brauchst du jetzt was anderes. Nein, Sekunde, ich habe das nämlich aus einem bestimmten Grund gemacht. Da war es nämlich noch nicht, ich habe nicht da gesessen und gesagt, Khoi Khoi, das will ich jetzt genau wissen. Nein, sie hat nämlich im nächsten Satz etwas gesagt. In dem Dothrakischen kommt das Wort Andali vor, Regis Andali. Mhm. Und ich glaube, sie sagt sowas wie, ihr habt mich zur Königin der Andalen gemacht oder sowas. Was aber in der Übersetzung steht, ist, you kept all your promises to me. Also, ihr habt alle eure Versprechen eingehalten. Und dann dachte ich mir, die hat doch Andali gesagt. Was hat die denn wirklich gesagt? Und so weiter. Ich konnte es leider nicht rausfinden. Das war, weil ich den Anfangsteil nicht so ganz verstanden habe. Es ist irgendwie Yafgarai Asis Anham Regis Andali. Und wenn man das, also ich habe dann tatsächlich so einen Dothraki English Translator gefunden und da habe ich das einfach mal eingegeben. Also von wegen, ihr habt eure Versprechen eingegeben, you kept all your promises to me, was es eigentlich heißen hätte müssen. Und das wäre dann gewesen, yer, und dann kept, weil es wahrscheinlich das Wort nicht gibt, yer kept I yeri promises tat Anna. Ja, das ist so halt wie im Deutschen und Englisch. Im Englischen gibt es auch deutsche Briefe wie Kindergarten, vielleicht ist es da ähnlich. Aber ja, und dann war ich halt schon dabei, dass ich bereits das nächste auch nachgeguckt habe, weil ich mir dachte, ja, was sagt sie denn wirklich die ganze Zeit? Und da war ich erfolgreicher. Da habe ich nämlich rausgefunden, dass sie gesagt hat, Shafka Adrivish Okrenevegin Mori. Und das heißt, Shafka ist das erste Wort, das heißt du oder ihr, aber respektvoll, also eine respektvolle Ansprache. Dann Adrivat, das heißt ermorden oder töten. Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, das heißt, ihr habt ihre steinernen Häuser zerstört. Ah, okay. Das, das steht ja auch in der Übersetzung. Genau. Und Okrenevegin heißt steinerne Häuser und Mori heißt ihr oder deren. Mhm. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment, boah, ist das eine Zeitverschwendung, Alter. Was machst du da? Und dann dachte ich mir. Hast du aufgehört? Ja, dann habe ich tatsächlich aufgehört. Aber wer diese Rede an die Dothraki ist, ist ja quasi ein doppelter Callback. Einmal an Staffel 6, wo sie alle Dothraki zu ihren Blutreitern gemacht hat. Da sagt sie ja auch, dass ob die Dothraki ihre Feinde in den eisernen Anzügen töten, die Steinhäuser niederreißen und 7 Königslande ihr geben. Ja. Und gleichzeitig ist es auch ein Callback zur ersten Staffel, wo ihr Khal Drogo ja das auch alles versprochen hat.
Plus zusätzlich, ich habe mir gestern die Szene nochmal angeguckt, nicht nur, dass die Feinde getötet werden, die Steinhäuser niedergerissen werden, sondern er sagt auch, dass, also Khal Drogo sagt, dass er die Frauen vergewaltigen wird und die Kinder versklaven. Naja, da hat Danny ihn aber noch getoppt, finde ich, mit dem Verbrennen. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, meine Fresse, Emilia Clarke kann Reden halten. Ja. Ich fand's richtig geil, ich hatte Gänsehaut. Also ich dachte mir auch, wenn ich da unten jetzt stehen würde und da Fucky wäre, ich hätte richtig Bock. Ja. Stell dir vor, jetzt wären noch zwei Staffeln gekommen, mit absolut, wie sie so ist. Absolut. Ja. Genau, ich find's halt aber auch witzig, dass sie das alles sagt, aber im Grunde hat sie Königsmund komplett alleine platt gemacht. Ja, wozu? Wozu? Wozu die Unbefleckten, wozu die Dothraki? Welches Steinhaus haben die Dothraki niedergerissen? Ja. Hätte sie nicht im Prinzip irgendwie mit den drei Drachen einfach direkt nach Westeros fliegen können, um Königsmund zu erobern? Ja, einfach nur den roten Bergfried abfackeln. Ja, Punkt, Ende aus. Fertig. Oder halt einfach vorher, wie gesagt, Arya hinschicken oder irgendeinen anderen Assassin. Außerdem, ich meine, sie haben ihr hier Promise gecapped. Versprechen eingehalten. Ja, dankeschön. Aber eigentlich müssten die ja auch alle tot sein, weil. Ja, das ist das, was dich noch richtig aufregt, oder? Ja. Aber mich auch. In der langen Nacht wird erzählt, dass die Dothraki alle sterben, aber damit sind sie für mich gestorben. Das Problem ist halt auch, dass wir das Behind-the-Scenes-Video geguckt haben. Und wir, also die Serie erzählt ja nicht, dass alle Dothraki tot sind. Nein, Moment, Moment. Echt? Nein, das stimmt nicht. Ich habe das nicht gesehen, das Behind-the-Scenes-Video. Das sagst du. Ich habe das erst jetzt für diese Folgenbesprechung nachgeguckt. Als die lange Nacht stattgefunden hat, die Folge, dachte ich auch, damit wird gerade erzählt. Weil die haben auch mit den Schlachtplättchen und so weiter gezeigt, dass alle Dothraki vorne stehen. Und dann sieht man in der Folge, wie alle Dothraki da reinrennen. Und dann sieht man die Lichter ausgehen. Und dann sieht man natürlich Jorah zurückkommen und ein paar weitere Dothraki. Und dann dachte ich mir natürlich, ja gut, so ein paar, so eine Handvoll, ein paar Dutzend werden schon überlebt haben, da wird zu keinem Zeitpunkt erzählt, ach, die Hälfte hat übrigens überlebt. Nee, da ist dieser komische Dothraki-Typ, der nicht weiß, was er tut und nimmt halt auch die Hälfte der Plättchen weg in der Folge danach. Die haben doch auch einen Namen gegeben, oder nicht? Wir haben dem Namen gegeben? Ach, ich weiß es nicht mehr. Khal Trotlo nenne ich den jetzt. Draco Malfoy. ja, und dann ernennt sie Torgonudo zum Master of War. Genau. Was ja auch witzig ist, weil sie gesagt hat, das ist der letzte Krieg. Ja, das stimmt. Gut, dass man dann immer noch einen Meister des Krieges braucht, wenn man den letzten Krieg gewonnen hat. Ja. Und Tyrion kommt hinzu und Dany spricht auch Valyrisch weiter. Und es ist absurd. Sie nennt die Unbefleckten Erlöser und dass sie die Welt von einer Tyrannin befreit hätten. Und dann sagt sie, wir werden unsere Speere nicht niederlegen, bevor wir alle Menschen der Welt befreit haben. Und sie sagt ja auch von Winterfell bis nach Dorn, Lannisport nach Carth und Sommerinsel zur Jadesee. Ja. Ist halt auch interessant, weil sie sagt Winterfell. Das heißt ja, dass sie niemals akzeptieren würde, was Sansa dann quasi am Ende der Folge bekommen hat. Ja. Dass der Norden unabhängig ist. Vor allem sagt sie von Lannisport bis Carth im Osten. Ja. Aber das ist aber auch genau da mit deiner Argumentation. Sie sagt von Lannisport bis Carth im Osten. Sie sagt nicht die Eiseninseln. Und diese Fläche, die sie da abspricht, also von Winterfell bis Dorne, also von Norden bis Süden, von Lannisport bis Carth im Osten und von den Sommerinseln ganz im Südwesten bis zur Jadesee weit im Osten, dass diese Fläche beinhaltet halt nicht die Eiseninseln, was ja auch dafür spricht, dass Yara ihr eigenes Scheißkönigreich bekommen sollte. Wenn du ein Lineal nimmst von Lannisport aus und quasi so das als westlichsten Punkt. Ist Lannisport westlicher als Pike? Ja, also ich glaube nur ein, zwei Inseln oder ein paar Inseln von den Eiseninseln sind westlicher als Lannisport. Ja. Boah, krass, das hätte ich vielleicht besser nachgucken sollen, aber ich sag's jetzt. Ja, aber das würde ja dann genau das Gegenteil bedeuten, dass sie. Okay, gut, man darf jetzt natürlich, das ist natürlich nur so dahergesagt, das ist selbstverständlich klar. Aber ich schaue jetzt trotzdem der Vollständigkeit halber mal nach. Oh, krass. Ja. Ich fand es halt auch interessant, dass sie das quasi alles erobern will. Aber quasi ihre Vorgänger, die Valyra, die haben es mit Hunderten oder Tausenden Drachen nicht mal geschafft, die ganze Welt zu beherrschen. Ja, und du hast recht. Tatsächlich ist Pike östlich von deinem. Du kannst dir eine Sache merken, Alper. Ich habe immer recht. Wer hat denn die Wette gewonnen mit Sam? Wer hat denn die Wette mit Sam gewonnen? Ich bin der fünfblättrige Breitschultrer. Ich habe das vorgesehen und wollte dir was gönnen. Ach so, danke schön. Das ist sehr nett von dir. Ich sehe auch schon, was auf dich zukommen wird, Alper. Was denn? Was kommt? Was erwartet? Wenn ich dir sage, wird es nicht passieren. Ach so. So ist das nämlich. Ja. Genau, und das war halt sowas, wo ich mir gedacht habe, cool, hier ist Game of Thrones wieder richtig geil. Ich will mehr davon sehen. Ich will diese abgedrehte, irre Königin sehen, die
denkt, dass sie die Welt befreit, aber sich die Welt ihr unterwirft. Absolut. Nee, definitiv. So, sie wirkt halt auch, sie wirkt da halt wie ein tyrannischer Diktator. So, ja. Keine Ahnung. Wie so eine Hitler-Rede so ein bisschen. Voll. Sag mir mal ganz kurz nochmal die. Was machst du? So, jetzt habe ich es ja. Ich will wissen, ob Lannisport oder Pike westlicher sind. Ich glaube, Lannisport ist westlicher. Aber du musst halt immer wieder gucken. Eigentlich darf man nur die offiziellen Karten nehmen, weil die sich ja auch immer unterscheiden. Das ist wahr. Ich kenne die offizielle Karte, aber ich finde die gerade hier nicht, dummerweise. Ja, ist doch jetzt egal. Ja, aber ich glaube, die sind tatsächlich so fast auf der... Ja, sind auf der ähnlichen Höhe. Okay, die sind tatsächlich fast auf der gleichen Höhe. Dann sagt sie... Also erstmal, ich finde es auch ein bisschen schade jetzt nach Staffel 8, dass man so... Oder ich sage es anders. Ich hoffe, dass irgendwann George R. R. Martin in irgendeiner Weise seinen Kanon mal öffnet und anderen Autoren die Möglichkeit gibt, was über die Städte weiter im Osten zu sprechen. Aber das ja. Hat er ja schon mit dem Buch Westeros gemacht. Aber das... Ja, aber das ist zu wenig. Also ich will wirklich, wir wissen von Westeros und auch von Büchern, die wieder am Rande. Willst du wissen, ne? Wir wissen, pass auf, wir wissen, dass ich lese in letzter Zeit sehr viel Lovecraft, also ich weiß jetzt sehr viel über Carcosa im Prinzip. Das ist ja eine Anspielung darauf. Aber in der Serie und in den Büchern endet eigentlich so die Welt, die bekannte Welt, immer bei den Knochenbergen. Das ist so diese natürliche Grenze in Essos. Links davon, westlich davon ist halt das Dothrakische Meer und rechts davon ist halt alles super mysteriös. Aber ich will wissen, was Nefer ist und die Yogos Nai und die Yi Ti und Leng und Ashai und Kedat und vielleicht sogar Ultos und sowas. Und die sind natürlich für die Backstory da und natürlich sollen sie die Geschichte einfach nur bereichern und so weiter. Ja, aber es ist halt immer noch. Ein bisschen mystifizieren und natürlich, so. Aber es ist immer noch so, dass ich mir denke: Ach komm, da ist ein bisschen Ashai, wäre doch geil. Ja, das Ding ist halt, ich glaube, wenn man halt nur ein bisschen mehr die an Informationen gibt, ja. Wirkt das halt so entmystifizierend und ist ja, halt das, nicht das mehr das Spannende. Das ist halt so die Zwickmühle. Man das kann das halt nicht richtig machen. Du willst einerseits wissen, andererseits, wahr. Wenn du es weißt, okay, dann ist so, dann vergiss Ashai. Aber so, es gibt doch so ein paar kleine Städte da, über die könnte man noch was schreiben. Das wäre interessant. Ja. Ein bisschen mehr Game of Thrones. Mach du das doch, Alper, und schick Nein. Das dann an den guten Georgie. Dann sagt sie auf Valyrisch Ava, Valar und Rinjar. Das heißt Frauen, Männer, Kinder. Wollen wir diese Diskussion starten mit Valar Morghulis? Alle Männer müssen sterben. Sagt ja, aber wir sind keine Männer. Da gab es eigentlich einen riesigen Aufschrei von wegen, ja, aber dieses Valar Morghulis ist ja dieses All Men Must Die. Dieses Men ist ja eigentlich Menschheit und nicht nur auf Männer bezogen. Also alle Menschen müssen sterben heißt es eigentlich und nicht alle Männer müssen sterben. Aber jetzt hat sie quasi mit dieser Rede ganz klipp und klar hat Game of Thrones festgelegt, dass Valar ja eigentlich doch Männer heißt. Ja. Es ist, wie es ist. Aber Valar Rinjar. Sie will das Rad brechen mit all ihren Soldaten. Tyrion guckt entsetzt zu und tritt vor. Dany weiß, dass Tyrion Jaime befreit hat. Klar, ist ja auch kein, muss man nur 1 plus 1 zusammenrechnen. Das wird ja wahrscheinlich irgendein ein Unbefleckter gesagt haben. Tyrion antwortet damit, dass er vielleicht seinen Bruder befreit hat. Aber dass sie das viel größere Verbrechen begangen hat, nämlich dass sie eine Stadt ausgelöscht hat. Tyrion legt dann seinen Posten als Hand nieder und weißt du, woran mich das erinnert hat? Eddard aus der ersten Staffel. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, aber definitiv, okay. Ja. Und er hat mich so erinnert wie an wie aus einem Buddy-Cop-Movie, so ein Cop, also, der seine Dienstmarke auf den Tisch des Chefs ablegt, damit er endlich frei sein kann und nicht mehr nach den Regeln spielen muss, um den Verbrecher kalt zu machen. Ja. dieses rhythmische Klopfen der Unbefleckten hört auf, in einer Einstellung, die ich total geil fand. Das hatte, finde ich, richtig Kraft. War gut erzählt. Dany lässt Tyrion verhaften und er beugt sich seinem Schicksal, wirft beim Abtreten aber Jon noch einen verschwörerischen Blick zu. Ja. Dany blickt dann Jon mit eiskalten Augen an und geht einfach an ihm vorbei. Und ich dachte mir, also für die Mutter der Drachen war das ice cold. Und dann steht Arya neben dem Jon. Steht Arya neben Jon. Sie sehen sich zum ersten Mal. Arya erinnert Jon daran, dass Sansa Dannys Herrschaft nicht akzeptieren wird. Und sie sagt, ich zitiere, sie weiß, wer du wirklich bist. Du wirst immer eine Bedrohung für sie sein. Und ich sehe es, wenn jemand bereit ist zu töten. Auf Englisch, I know a killer when I see one. Und ich dachte mir, ach ja? Und wo warst du, bevor Dany Hunderttausende getötet hat? Ich meine, aber sie hat ja sich erst dahin entwickelt. Weißt du? Hä, was?
Daenerys. Die war ja nicht am Anfang eine Killerin. Ich meine, sie hatte diesen schnellen Gesinnungswandel und ist jetzt eine Killerin. Weil sie die. Also das. Nein, das ist, sie sitzt doch nicht auf dem Rücken des Drachen und ist vollkommen normal und dann hört sie Glocken und ist verrückt auf einen Schlag. Wir gehen über in Tyrions Gefängnis. Wir gehen über in Tyrion. Wir gehen über in Tyrions Gefängnis. John gibt einem Unbefleckten sein Schwert und besucht Tyrion in seinem provisorischen Gefängnis. Und da dachte ich mir, ja. Also wenn man einen Gefangenen wie Tyrion besucht, dann muss man sein Schwert abgeben. Aber wenn man zur unbewachten Königin im Thronsaal will, dann darf man mit Dolch und Schwert hinein. Die haben bestimmt Angst, dass er Tyrion tötet. Ja, weil natürlich. Jon Snow ist dafür bekannt, Gefangenen zu töten. Ja, aber ich fand's cool. Wahrscheinlich sind die Kerker zerstört. Daher wird Tyrion in einer Küche festgehalten oder was auch immer das sein soll. Ist auch halt auch witzig, dass also Tyrion ist im Verlauf der Serie so oft ein Gefangener. Zuerst von Catelyn Stark, dann von seiner eigenen Schwester, man kann ja nicht so genau sagen, von wem, von seinem Vater, von seiner Schwester, von Jorah ist er Gefangener und von einem Sklavenhändler. Und der Kreis schließt sich und er ist schon wieder ein Gefangener. Fünfmal habe ich jetzt gezählt. Ja. Tyrion bezeichnet hier auch Varys als seinen besten Freund, was ich sehr schön fand, aber was ich nicht so schön fand, dass er seinen besten Freund geopfert hat, weil dafür sind beste Freunde nicht da, dass man die opfert. Ja. Genau, und man erfährt auch, dass Tyrion weiß, dass Jon schon einmal tot war. Was ich auch interessant fand. Weil das ist auch so ein Fakt. Interessiert es keinen, dass Jon schon mal tot war? Also man sieht, dass Daenerys das einmal sieht, dass er abgestochen wurde. Ja. Aber ist das nicht eine bessere Geschichte? Nee, nee. Bran hat die bessere Geschichte. Ist das nicht eine bessere Geschichte? Sitzt im Rollstuhl und hat die bessere Geschichte als Jon, der von den Toten zurückkam. Lord Kommandant der Nachtwache war. In der Schlacht der Bastarde gekämpft hat, die Wildlinge mit dem Norden vereint hat. Ja, nein! Bran hat die bessere Geschichte. Und was vereint uns mehr als Geschichten? Tyrion fragt Jon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Jon sagt, ich habe keines gesehen. Und dann sagt Tyrion, dass das Vergessen das Beste sei, was er erwarten könne. Also, dass er in Vergessenheit gerät. Oblivion ist das englische Wort. Und das wird. Ist bereits auch eine Art des Vorausdeutens, denn das wird auch später angedeutet, als Sam ihm das Buch präsentiert, das Lied von Eis und Feuer, wo er ja als Persönlichkeit, die eigentlich das Reich maßgeblich geprägt hat, nicht erwähnt wird. Er habe schließlich Schreckliches getan, er hat Shae erwürgt, er hat Tywin erschossen und dann Dany verraten. Ich finde es auch geil, dass er das so auf eine Stufe stellt. So, er hat seine Geliebte getötet, seinen Vater ermordet und er hat die Königin betrogen, wenn er seinen Bruder befreit hat. Aber das ist wahrscheinlich ähnlich schlimm. Ja. John sagt, auch so eine Sache, die mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. John sagt, ich kann nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es gar nicht versuchen. Und keine zwei Minuten später tut er es doch. Echt? Natürlich. Also er sagt, pass auf, es ist so. Tyrion sagt, blablabla, sie sprechen dann, also Tyrion spricht über Feuer und Blut, den Leitsatz der Targaryens. Jon sagt, dass er schließlich nicht, also selber nicht Feuer und Blut ist. Also mit anderen Worten, Menschen wird ihr Schicksal nicht in die Wiege gelegt. Und Tyrion sei nicht wie sein Vater, nicht wie Tywin. Und dann sagt Tyrion, mein Vater war ein böser Mann, meine Schwester war eine böse Frau. Aber alle Menschen, die beiden umgebracht haben, ist nicht so viel wie Daenerys an einem Nachmittag. Und dann sagt Jon, ja, aber Cersei hat Dany keine Wahl gelassen. Und dann sagt er, Dany sah, wie ihre Freundin enthauptet wurde und wie ihr Drache vom Himmel geschossen wurde. Und dann wird die zwei Minuten vorher gesagt, ich kann nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es auch gar nicht versuchen. Ist das nicht ein Rechtfertigen? So ein bisschen. So ein bisschen? Also was ist das denn? Das ist so, ich kann gar nicht rechtfertigen, was passiert ist. Ich will es gar nicht erst versuchen. Aber Cersei hat Dany keine Wahl gelassen. Sie musste Hunderttausende umbringen. Und Dany sah, wie ihre Freundin enthauptet wurde und wie ihr Drache gestorben ist. Also ist doch vollkommen normal, dass das sie verrückt wird. Ja, vor allem, weil die Schlacht schon gewonnen war. Ich meine, so einfach darf es nicht sein. Ja, also nach allem, was passiert ist und allem, was er erlebt hat. Und Jon als Figur war eigentlich auch in den Büchern immer so eine Bezugsperson, weil Jon eigentlich, das sagt Tyrion auch noch in dieser Szene, es hat sich bei Jon immer darum gedreht, das Richtige zu tun und das Ehrenwerte zu tun und sehr viel von seinem Vater steckt in ihm und so weiter. Und nach allem, was passiert ist und nachdem er auch die Soldaten zurückgezogen hat und als er gesehen hat, wie auf offener Straße Lannister-Soldaten umgebracht wurden und wie Daenerys hunderttausende unschuldige Menschen umgebracht hat und
Kinderleichen auf den Straßen liegen, steht er immer noch da und rechtfertigt Dannys Verhalten. Ja, es gibt auch, ich habe da so einige Kommentare gesehen, Jon Snow in der 8. Staffel, I don't want it, also ich will es nicht, sagt er, oder You are my queen. You are my queen, genau. Ja. Oder er schreit einen Drachen an, oder er guckt betroffen in der Gegend rum. Und was halt, ich weiß, was die Showrunner wollen, dass ich fühle und denke, ja, er versucht das zu rechtfertigen, weil er sie liebt. Er liebt sie. Ja, das ist jetzt auch in 2 Szenen wurde das gezeigt. Und was verbindet die eigentlich jetzt wirklich? Und ich meine, das ist doch seine Tante und eigentlich haben die doch quasi Schluss gemacht. Und reicht das? Also, wenn, ich sag's mal so, wenn meine Freundin, die ich über alles liebe, wenn ich rausfinden würde, dass es meine Tante wäre, die gestern quasi hunderttausende Menschen umgebracht hat. Halte ich für realistisch. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht lag ich falsch. Aber gut, okay, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Nein, Alper-Liebe ist viel stärker als Tod. Als Massen. was auch immer, als ein Kriegsverbrechen. Tyrion fragt, ob Tyrion fragt, ob Jon auf einem Drachen eine ganze Stadt niederbrennen könnte. Jon will Dany nicht hintergehen. Und ja, was auch immer. Ja. Tyrion spricht über die brutalen Taten von Dany in Essos, die aber alle gegen böse Menschen gerichtet waren, also gegen Karls und Sklavenhalter. Aber dadurch würde sie noch sicherer werden, dass sie das Richtige tut und dass sie jeden töten würde, der sich ihrer Utopie in den Weg stellt. Genau wie Arya sagte John, dass er in Lebensgefahr steckt. Utopie, das Wort fand ich hier ganz interessant. Genau, weil im Deutschen hieß es Utopie, im Englischen haben sie Paradise gesagt. Ja. Das Witzige ist, Utopie ist ein recht moderner Begriff. Mhm. Der kommt aus dem 19. Jahrhundert. Lock oder Hobbes? Ich schau nach. Nein, kann nee, Quatsch, Utopos ist doch. Das ist nicht von den alten Griechen? Griechen? Ja, aber dieses Wort Utopie ja. ist erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Ich schau mal gerade. Warte, das will ich jetzt mal gucken. Ja. Thomas Morus ist es aus dem 16. Jahrhundert, Jonas. Der Begriff entstammt dem Titel De Optimo Republicae Statu Deque Nova Insula Utopia. Und das Wort Utopia kommt aus dem Altgriechischen als Utopos, genau, Nichtort, der Nichtort. Das Ding ist aber, dieses Wort Utopie, diese Schöpfung aus was war das Wort gerade eben? Boah, ich bin gerade richtig durch. Du bist komplett durch, worauf willst du hinaus? Was hast du gerade nochmal vorgelesen? Dass Thomas Morus im 16. Jahrhundert das Wort Utopie verwendet hat, Utopia. Nee, Utopia, das war das Wort. Aber das Wort Utopia, das Wort Utopie kommt ja aus dem Begriff Utopia. Und Utopie kam erst im 19. Jahrhundert auf. 18. Wort. Steht hier. Erst im 18. Jahrhundert lässt sich eine Verzeitlichung der Utopie feststellen. Okay, egal. Ist ja auch vollkommen wurscht. So unnötig. Vollkommen wurscht. Aber es ist so interessant. Vollkommen. Das ist so traurig, dass ich es interessanter finde, woher dieses Wort Utopie stammt, als diese Folge. Ja. Die Kurzfassung, wir machen es, also wir kürzen es ein bisschen ab. Tyrion schlägt vor, dass Jon Dany tötet. Jon muss sich daraufhin setzen. Tyrion sagt, dass er Dany liebt, wenn auch nicht so erfolgreich wie Jon. Das hat also, er wollte sie einfach verführen. Ja, und dann bla bla bla. Jon zitiert Aemon Targaryen: Liebe ist der Tod der Pflicht. Ja. Und ich fand diesen Callback zu Aemon Targaryen eigentlich sehr schön. Und ja, vor allem später wird ja auch Jon quasi zu Aemon Targaryen. Ja. Zu dem Targaryen, zu dem eigentlichen Thronfolger, der im Norden rumhängt. Ja. Ich hätte es auch mal so cool gefunden, so ein Dialog zwischen Dany und Jon. Übrigens, ich habe unseren, okay, jetzt kommt es darauf an, ob man Bücher oder Serien nimmt. Ich habe einen Verwandten von uns an der Mauer getroffen, übrigens. Den Aemon Targaryen. Mit dem habe ich bei der Nachtwache gedient. Hä, was? Nochmal, was? Ja, er findet ja erst raus, dass er ein Targaryen ist. Ja. Und da hat er bestimmt so mal nachgedacht, so, oh stimmt, ich bin ja mit Aemon verwandt. Ja. Cool, das war ja eigentlich mein, was auch immer. Ja. Und dann hätte er auch das mit Daenerys so besprechen können. Weil übrigens, es war ja auch der Plan von Aemon in den Büchern, Daenerys zu helfen. Und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja. Ah, genau. Aber wir sind Liebe ist der Tod der Pflicht. Ja. Genau. Und Tyrion dreht es gerade um. Manchmal ist die Pflicht der Tod der Liebe. Ja. So und ganz so durch die Blume gesagt, vielleicht solltest du Daenerys töten. Ja. Jon will gehen, aber Tyrion erinnert Jon an seine Schwestern. Er behauptet, dass seine Schwestern dem Thron treu ergeben sind.
Also, wie sehr wurde John bitte das Hirn entfernt? Nee, ich glaube, der hat zu viel Asche eingeatmet und das ist irgendwie so. Ja. Also A, das überhaupt zu glauben und B, noch immer auf Daenerys Seite zu stehen und ihr Verhalten zu rechtfertigen. Immer noch. Ich habe das nicht verstanden. Liebe hin oder her, also vielleicht bin ich einfach so wahnsinnig unromantisch, dass ich irgendwann denke, ja, also irgendwann ist mit Liebe auch mal vorbei. Ne? Also ich kann mich auch in jemanden vergucken und dann feststellen, oh, das ist ein richtiges Arschloch. Aber was machst du jetzt, wenn deine Freundin von der will, dass du 100 Männer für sie tötest? Dann würde ich das nicht tun. Warum nicht? Aber ja. Das ist halt keine, aber das ist halt keine wahre Liebe, ne? Ja, natürlich. Ja, ich hab keine Ahnung von wahrer Liebe. Es ist, man sollte auch bereit sein, einen Massenmörder zu lieben. Vor dem Thronraum, John geht zum Thronraum und unter einem Schneeberg erhebt sich plötzlich Drogon. Und ich muss sagen, ja, meine Fresse, sieht das geil aus. Das sah echt toll aus. Das sah richtig geil aus. Ich kann mir richtig vorstellen, wie viele Menschen an dieser Animation saßen. Das ist, ich will es gar nicht wissen. Ja. Drogon grüßt quasi John, ist argwöhnig und mustert ihn. Ist natürlich ganz klar so das Verhalten eines Hundes, dieses Anschnuppern und dann weggehen. Ja. Es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Drache, der seinen Hort hütet. Genau. Ja, es ist aber auch eine Schlüsselszene, denn hier spielt halt auch Johns Herkunft, glaube ich, eine wichtige Rolle. Denn wahrscheinlich ist Daenerys quasi nicht unbewacht, weil Drogon da ist. John lässt er hingegen durch, weil es John ist, weil Danny John liebt und eben auch, weil er wahrscheinlich ein Targaryen ist. Mhm. Es ist aber nicht so, dass das der einzige Eingang ist des Thronsaals. Ja, das ist auch klar. Ja. Ne? Also man sieht in Game of Thrones auch mehrmals, dass man links und rechts durchgehen kann. Da hat der grausame Wurm seine Aufsichtspflicht ist ja nicht nachgekommen, weil eigentlich Daenerys immer mit irgendwelchen Unbefleckten hier nicht vor der Tür rumhängt. Welch ein Zufall. Wenn ich da beim Eisernen Thron bin, dann will ich aber alleine sein. Ne? Danny, das ist nicht die beste Idee. Du hast gerade gestern noch Hunderttausende umgebracht. Vielleicht sind da noch ein paar Lebende im Runden. Das ist keine gute Idee. Du bist gerade. Nee. Ja. Gut. Wir sehen sie im Thronsaal und das ist natürlich wieder ein Callback zu der Vision. Ja, in der zweiten Staffel im Haus der Unsterblichen und teilweise sind die Kameraeinstellungen wirklich 1:1. Ja. Bloß das Kostüm ist anders und der Background sieht ein bisschen anders aus. Oh, wir haben was vergessen. Man sieht nämlich hier etwas, was man auch schon im Intro sieht. Hast du das gemerkt? Über dem Thron das runde Fenster, dieses runde Glas, das leer ist. Da war vorher das Lannister-Wappen drin. Ist sie nicht aufgefallen? Hast du es erwähnt? Das habe ich doch vorhin gesagt. Ach so, sorry. Das Lannister-Wappen ist nicht mehr zu sehen, habe ich gesagt. Ah, sorry, tut mir leid. Aber das war auch schon im Intro so. Im Intro, das habe ich gesagt, als es ums Intro ging. Ach so, okay. Ja. Aber das war auch schon im Intro so. Nee, aber auch jetzt, man sieht das runde Fenster, in dem sonst immer das Wappen der Lannister war, beziehungsweise das von Haus Baratheon, beziehungsweise der siebenzackige Stern, als Tommenkönig war. Und es ist aber tatsächlich, das haben ja viele auch gemutmaßt, dass jetzt Asche oder Schnee im Thronsaal, es ist Schnee. Und es gibt diese wunderschöne Einstellung, die sehr nah ist. Der Moment, in dem sie den Thron berührt, das siegreiche Ende ihrer langen Reise, der sie über viele unschuldige Leichen führte. Das ist wahrscheinlich genau das, was bittersüß sein soll. Aber fand ich auch interessant, bis zu ihrem tatsächlichen Tod, der ja nur wenige Zeit später kommt, sitzt sie kein einziges Mal auf dem Thron. Das hab ich mir auch gedacht. Dann wird der Raum mit noch mehr Schnee gefüllt, nämlich mit John Schnee. Diesen Gag hat mir eben Marius erzählt. Ja. Und zusätzlich will halt Daenerys, dass ihr Raum auch mit Schnee gefüllt wird. Auch mit John Schnee. Oh Gott. Was meinst du? Ihre Vagina? Ja. Okay. Und Danny erzählt ihr, dass der Thron aus 1000 Schwertern bestehe. Das habe ihr Viserys erzählt, als sie nicht mal 20 bis 20 zählen konnte. Ich musste da an die Zeichnung von Mark Simonetti denken aus dem Band Westeros. Mhm. Ein unglaublich geiles Bild. Blenden wir auch ein. Blenden wir auch ein. Und also das, man sieht in diesem, also normalerweise, George R. Martin hat auch gesagt, dass der Eiserne Thron aus der Serie nichts mit dem Eisernen Thron zu tun hat, wie er sich den vorgestellt hat. Aber auf dem Bild, das wir jetzt auch einblenden, sieht man auch, dass man erst ganz viele Treppenstufen, wo auch noch ganz viele Schwerter sind, hochsteigen muss, um auf den Thron zu kommen. Ein gigantischer Thron auch, aber ein großer Thron. Kann man sich natürlich inszenatorisch vorstellen, das war einfach nicht machbar. Wäre aber halt super geil gewesen. Ja. Ja. John sagt ihr, dass er sah, wie Lannister-Soldaten hingerichtet wurden auf offener Straße und ob sie das angeordnet hat. Und er ist überrascht, als sie sagt, es war notwendig.
Wie kann man da noch überrascht sein, nach dem, was sie getan hat? Oh, das überrascht mich jetzt, ja. Dass die Frau, die ich liebe, ich kann mir das... Nee, die ist nicht böse. Das, nee. Es ist auch cool, dass sie es relativiert mit Cersei. Ja, dass sie die Unschuldigen als Waffe gegen sie eingesetzt hat. Ja. Aber sie hatte ja eigentlich schon gewonnen, ohne Unschuldige getötet zu haben. Ja. Also, ohne bewusst Unschuldige getötet zu haben. John will Vergebung für Tyrion und dass sie Vergebung, also dass sie ihm Vergebung gewährt. Aber Dany weigert sich, wir dürfen uns nicht hinter Barmherzigkeit verstecken. Und dann sagt sie, dass sie erst etwas zerstören müssen oder alles zerstören müssen, um etwas Neues aufzubauen. Und dass es eben schwer vorstellbar ist, diese Utopie. Sie sagt, eine gute Welt. Aber Utopos ist, der Begriff sagt es schon, ein Nichtort. Wobei sich viele Utopien in der Vergangenheit immer als Realität herausgestellt haben. Aber ja, was soll man sagen? Das ist ein sehr irres, fanatisches Weltbild, das sie pflegt. Und Dany will es immer wieder. Die hat jetzt dieses Inzest-Gen bei ihr drin, das schlägt wieder voll aus. Sie braucht John, denn John ist klug. John weiß, was er will. Und John sagt die ganze Zeit My Queen. John sagt immer My Queen. Sie redet von Hochzeiten, dass sie gemeinsam das Rad zerstören. Und John sagt, du bist meine Königin, jetzt und für immer. John küsst Dany. Und ich dachte sogar, für eine Sekunde wird er das jetzt wirklich nicht tun. Wird er sie jetzt wirklich nicht umbringen? Für eine Sekunde dachte ich es, aber nein, es ist dieses klassische Handlungselement, The Last Kiss, der Kuss des Todes. Und John rammt ihr einen Dolch ins Herz. Genau, es ist auch wieder ein Callback zu seiner ersten Liebe, Ygritte, die ja auch in seinen Händen gestorben ist. Jetzt stirbt Daenerys genauso in seinen Händen. Genau. Und eigentlich ist es ein krasser Satz. John tötet Daenerys. Also, dass man das überhaupt mal sagt, das ist unfassbar. Wobei ich habe es schon so ein bisschen erwartet, schon immer so ein bisschen erwartet, dass irgendwie sowas passieren dürfte. So. Sie liebten sich, aber sie standen auch auf unterschiedlichen Seiten. Blablabla. Interessant auch von der Bildsprache, als man sie close sieht, also die beiden Gesichter kurz vorm Kuss. Johns Kopf steckt quasi genau in diesem Kreis, wo vorher das Wappen der herrschenden Familie ist. Verstehst du? Also dieser leere Kreis, wo sonst immer also vor kurzem noch das Lannister-Symbol war, da steckt jetzt Johns Kopf drin. So von wegen der eigentliche König, bla bla bla, kann man interpretieren, wie man will. Und apropos interpretieren, jetzt könnte man stundenlang über Azor Ahai sprechen und der auch seine Frau Nissa Nissa getötet hat. Genau, mit einem Stich ins Herz. Um den Untergang der Welt abzuwenden. Genau, wo der Kampf gegen den Nachtkönig noch oder gegen weiße Wanderer sehr, 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 sehr viel schwieriger war und ein Schwert, ein magisches Schwert, hunderte Stunden geschmiedet werden musste und dann gekühlt werden musste, indem Azor Ahai sein Schwert in das Herz seiner Geliebten rammte. Stell dir vor, die Leute da früher, die waren so dumm und wussten einfach nicht, wie man ein Schwert härtet. Und dann wurde für jedes Schwert, das hergestellt wurde, irgendjemand getötet. Ja, aber stell dir vor, jemand hätte ihnen gesagt, übrigens, also später wird der auch einfach mit valyrischem Stahl gekillt. Ne? Also das geht auch mit so einem Dolch. Aber ja. Vielleicht wird so valyrischer Stahl hergestellt mit Menschenblut. Und das ist die magische Eigenschaft. Das kann natürlich sein, wer weiß. Vielleicht hat er ja aus Versehen valyrischen Stahl hergestellt, wer weiß. Ja. Ah, eine nette Theorie. Aber auf jeden Fall, bla bla bla. Eine nette Theorie. Genauso also, nett wie die Theorie, dass Ned Stark in die Taube gewalkt ist. Ja, aber dieses stundenlange über Azor Ahai diskutieren, das bringt ja nichts. Das haben wir in unserem alten Leben hinter uns gelassen. Nein, aber es bringt ja nichts. Wir wissen ja ganz genau, dass die Showrunner auf all diese Theorien scheißen. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil so viele Theorien, die ich gelesen habe zur achten Staffel, auch besser waren als das, was wir bekommen haben. Ich habe mir hier auch wortwörtlich aufgeschrieben, warum geht das alles so schnell? Ja, klar. Ich meine, es gibt ja nicht mal mehr, Dany hatte ja nicht mal mehr so richtige letzte Worte. Ja. Ich meine, Ygritte hatte noch You Know Nothing, Jon Snow. Mhm. So einen der Sätze. Warum kommt hier nichts? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also für mich, das geht auch. Warum nicht, Alper? Warum nicht? Aber was auch witzig ist, John hatte ja schon mal versucht, einen König zu töten. Jetzt hat er es endlich geschafft. Er ist der Queenslayer jetzt. Ja, der Queenslayer. Ja. Was heißt das nicht? Was? Sagen nicht diese jungen Leute, dass jemand slayt, wenn er so besonders awesome ist? Ist das nicht so slay? Ist das so? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt das aus. Wir könnten jetzt einen Witz machen über Queen und Slayer, die Bands. Aber mir fällt da kein Witz ein. Okay. Drogon kreischt und kommt
Man denkt sich, wird er sich jetzt für den Tod seiner Mutter... Was ist los? Jon ist jetzt der letzte Targaryen. Jon ist the last Targaryen. Wird sich Drogon für den Tod seiner Mutter rächen? Ja, also Kurzfassung ist, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Drogon setzt den eisernen Thron einfach in Brand und zerstört damit quasi dieses Rad. Ich hab davor auch noch, es sollte ja, also diese Szene, wie Daenerys stirbt, es sollte ja so eine besonders berührende Szene sein. Ja. Die hat mich aber halt komplett kalt gelassen. So 100% mich auch, ja. Und ich muss aber sagen, die Musik war in der Szene richtig gut. Ja. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich fand aber auch Drogon im Allgemeinen extrem geil gemacht. Ja. Also auch wie er in den Himmel brüllt. Das Sounddesign ist ganz, ganz großartig und dieses Bild. Ich gemacht. Ich habe nämlich den Ton da geschnitten. Dieses Bild vom brennenden Thron sieht toll aus. Ja. Toll aus. Wirklich ein episches Bild. Ja. Ich finde es auch so quasi als Klammer schön. Ein Drache, also Balerion hat den Thron miterschaffen und ein Drache, Drogon, zerstört den Thron. Genau. Balerion hat nämlich die Schwerter geschmolzen. Die Schwerter der Feinde. Ja. Und im Hintergrund sieht man übrigens diese Steine vom Roten Bergfried, die schmelzen, die explodieren nicht. Drogon nimmt Dany und fliegt weg und entsorgt für Jon die Leiche. Dany nimmt Drogon und fliegt weg. Drogon nimmt Dany, habe ich gesagt. Dany nimmt Drogon. Nein, andersrum. Drogon nimmt Dany und fliegt weg und entsorgt für Jon die Leiche. Dann sind wir wieder in Tyrion. Entsorgt für Jon die Leiche. Das ist nett. Wiederholen wir jetzt immer, wenn der andere was Witziges sagt. Ja, immer. Dass es jeder mitbekommt. Okay. Das ist wie bei Galileo Mystery, wo in der Folge immer alles 50 Mal wiederholt wird, dass auch der letzte Depp das mitbekommen hat. Das habe ich noch nie gesehen. Du wirst wahnsinnig. Okay. Es ist wirklich, die gehen davon aus, dass du ein Kurzzeitgedächtnis von 2 Sekunden hast. Ich habe diese Show gesehen, wo Leute ihr Date aussuchen, aber zuerst die Pimmel sehen. Naked Attraction. Naked Attraction, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Boah, das ist so Panne, ne? Und vor allem, die haben ja so Animationen eingebaut, wo die Anatomie des Menschen erklärt wird. Echt? Ja. Okay, die Folge habe ich nicht gesehen. Also so war das. Hundertprozentig haben die irgendwie Ärger bekommen. Das muss irgendwie educational sein. Ja, egal. Wir sind in Tyrions Gefängnis. Tyrion wacht auf und hat einen Vollbart. Erinnert natürlich vor allem auch an damals, als er mit Jorah durch Essos gereist ist. Offensichtlich ist einige Zeit vergangen, Wochen, wie wir später hören, was auch immer das bedeuten soll. Also ein Zeitsprung, und ich persönlich sage das immer wieder, ich liebe Zeitsprünge, weil dann so das... Ja, vor allem so 50 Jahre später und denkst dir so, genau, what? Was ist passiert in dieser Zeit, und die Fantasie beginnt zu arbeiten und so weiter. Da gibt es einige Serien, auch aktuelle Serien, die das ganz, ganz toll gemacht haben. Hier hat es sich ein bisschen cheap angefühlt. Sehr billig. So, weil es ist Game of Thrones, eigentlich will man genau wissen, was nach Daenerys Tod passiert. Wie reagiert Grauer Wurm? Was passiert da in Königsmund? Ja. Wer herrscht in der Zeit? Das wurde ja auch nie so, also vor allem in den ersten Staffeln nie so erzählt, dass Wochen vergehen, sondern du hast halt immer das Gefühl, es passiert alles parallel. Ja. Hier nicht. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, Jon tötet also Grauer Wurms Königin und Grauwurm erfährt das und killt ihn nicht direkt in der Sekunde, in der es hört. Gut. Genau. Und wir sind in der Drachengrube. Tyrion wird zu einer Militärjunta geführt. Man sollte ja nämlich immer auf Tyrion hören. Der hat ja in der letzten Zeit die besten Entscheidungen immer getroffen und die besten Ratschläge gehabt. Das Ding ist aber bei der Szene, es gibt wieder so eine inhaltliche Klammer oder so ein Callback. Ja. Weil in der 7. Staffel wurde in der Drachengrube schon mal ein dämlicher Plan gefasst. Clever. Wer ist alles da? Von links nach rechts. Wir haben Samuel Tarly. Wir haben irgendjemanden, der eine Vermutung ist. Ich hätte jetzt vermutet, dass das vielleicht Howland Reed ist. Weil er so eine ähnliche Rüstung trägt wie in dem Flashback zum Turm der Freude. Könnte der sein, könnte auch nicht sein. Fände ich aber. Vor allem, weil er halt eigentlich eine wichtige Figur ist, weil er halt Johns Herkunft bestätigen kann. Und eben, er weiß das zum einen. Zum anderen ist er der Vater von Mira Reed. Eben, das könnte er halt auch ansprechen. Er könnte mit Brand ein paar Worte wechseln, aber. Ja, egal. Lassen wir ihn mal als irgendjemand stehen. Auch das ist einfach nur an dieser Szene so schade. Dass da auch die Hälfte der Leute einfach so hingesetzt wird, akzeptiert das jetzt. Das ist. Weißt du, wen ich da gern gesehen hätte? So jemand wie Great John Umber. Ja. Der so richtig die Sau rauslässt. Absolut. Dann haben wir da Edmure Tully, wir haben Arya Stark, wir haben den Tausendfüßler, wir haben Sansa Stark,
wir haben Brienne von Tarth, wir haben Davos Seaworth, Seewert, wie auch immer, Gendry Baratheon oder Baratheon, dann haben wir irgendjemanden. Ich habe ihn Lord X genannt. Lord X, dann haben wir irgendjemanden. Lord Y? Ja, aber Lord Y hat das Kostüm der Nachtwache an. Also es könnte, trotzdem ist Lord Y. Aber übrigens, also vielleicht wie gesagt, mag der einfach die Kleidung der Nachtwache und hat sich eingekleidet. Ganz genau. Aber hier wird ja bereits angedeutet, die Nachtwache gibt es wieder oder noch oder wie auch immer man es beschreiben will. Wenn er jetzt da sitzt als wichtigster Mensch der Nachtwache, ist er quasi der Lord Kommandant. Und wenn ja, ist er der tausendste Lord Kommandant? Und das wird mir da so einfach hingesetzt, hingestellt? Oder ist es halt eben Lord? Oder ist es halt eben Lord? Aber warum trägt er das Kostüm der Nachtwache? Erklär es mir. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur teilweise. Also es ist ja nicht das Komplette. Der hat ja so eine Rüstung drunter. Es ist definitiv, ja, Nachtwache. Okay. Also egal, egal, mach weiter. Na, also mich ärgert sowas. Dann sehen wir Yara, dann sehen wir irgendjemanden. Lord Zed von Dorne. Lord Zed aus Dorne. Dann sehen wir Robin Arryn oder Robert Arryn. Dann sehen wir Bronze, Jorn, Royce und dann sehen wir wieder irgendjemanden aus dem Norden. Den habe ich Lord Plautius genannt. Lord Plautius aus dem Norden. Grauer Wurm hat Jon nicht gebracht, aber Tyrion. Sansa droht ihm deswegen mit tausenden Männern außerhalb der Tore, tausenden Nordmännern. Ist auch interessant, dass der grausame Wurm sagt, dass Königsmund jetzt die Stadt der Unbefleckten ist quasi. Ja, also die Unbefleckten regieren quasi über die Stadt. Und ich dachte mich aber, was für Männer sind das von Sansa? Haben die nicht jetzt irgendwie so 3, 4, 5 Kriege, Schlachten, was auch immer, in den Knochen? Und es wird einfach wieder so daher behauptet, Yara will Jon Snows Tod, weil er Danny gekillt hat. Weil wir wissen jetzt, Eisenmänner können nicht schnell vergeben. Ja. Ja. Aber Alper, jemand hat dir natürlich gesagt, dass Fionn gestorben ist, weil er Bran verteidigt hat. Aber warum sieht man das nicht? Warum sieht man das nicht, wie sie erfährt? Egal, hatten wir eben auch schon. Wir werden niemals erfahren, wie Yara auf den Tod von Fionn reagiert. Auch wie wir nie erfahren werden. Vielleicht sieht man irgendwann so auf YouTube so ein Reaction-Video von ihr. Ja. So, fuck, das ist mein Bruder. Ja. Der ist ja tot. Das hat mir keiner erzählt. Davos ist wieder der, der Vernunft fordert. Er will die Unbefleckten zur Weite schicken, wo einst die Tyrells ihren Sitz hatten. Ja. Woher auch immer er die Berechtigung hat, das zu sagen. Ja, das ist auch so. Er sagt ja auch noch später, ich weiß nicht, ob ich ein Stimmrecht habe, ja, aber warum wollt ihr? Ich gebe euch die Weite. Ist er der Wortführer oder so? Ja, es weiß niemand. Es ist halt einfach so, grausamer Wurm will keine Belohnung, sondern Gerechtigkeit. Ja, und er sagt ja auch, Tyrion ist nicht da, um zu sprechen. Warum ist denn Tyrion überhaupt da? Ja, und vor allem, wenn Tyrion nicht sprechen soll, warum wartet er, sagt er das? Und direkt als nächstes darf Tyrion einen unendlich langen Monolog, ja, führen. Und dann, warum ist plötzlich alles so einfach? Ja. Warum akzeptiert der grausame Wurm es das einfach? Warum? Es ist auch so, es ist auch so wahnsinnig konstruiert, weil grausamer Wurm will keine Belohnung, sondern Gerechtigkeit. A la Jon Schnee darf nicht unbestraft bleiben. Zuvor hat er aber gesagt, die Unbefleckten herrschen über Königsmund. Das heißt, er hat eh sämtliches Recht zu machen, was er will. Außerdem ist es grausamer Wurm. Wir haben jetzt in mehreren Folgen gelernt, dass er komplett auch am Rad dreht und macht, was er will. Er tötet Lannister-Soldaten auf offener Straße. Aber der Mann, der seine Königin ermordet hat, ihr Lords, was sollen wir denn jetzt mit dem machen? Wir brauchen da einen Kompromiss. Also ich bin grausamer Wurm, bin Torgonude, ich stehe voll auf Kompromisse neuerdings. Das so, wir hatten ja einen Zeitsprung, so in den letzten Wochen hatte ich Zeit nachzudenken. Ich stehe jetzt übrigens auf Kompromisse. Ich habe mich auch bei den Lannister-Soldaten entschuldigt, die ich getötet habe. Ja. Genau, dann wird Westeros von der Erbmonarchie zur Wahlmonarchie umgewandelt innerhalb von ein paar Sätzen und keiner hat ein Problem damit. Und grausamer Wurm steht da und sagt, dann wählt jemanden aus. Dann wählt halt jemanden. Übrigens, das mit Wahlmonarchie fand ich sehr interessant, dieses Thema. Ja. Und zwar gab es das auf dem heutigen deutschen Gebiet, gab es das nämlich auch schon. Mhm. Das nannte sich die Goldene Bulle. Das ist ein sehr wichtiges Dokument, das damals verfasst wurde, ja, wo geregelt wurde, wer wie gewählt wird. Okay. Also dann haben ja die verschiedenen Kurfürsten hatten dann die hatten Stimmrecht und haben dann immer ausgewählt, wer wird denn der neue König des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Sehr cool. Danke für diesen Exkurs. Also das sollte jetzt nicht ironisch klingen, sondern wirklich danke. Und übrigens, diese Goldene Bulle, die hat bis 1806 von
1356 bis 1806 war die in Kraft, also 450 Jahre. The more you know. Ja, aber ernsthaft interessant. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es völlig absurd ist, dass das grausame Wurm da steht und sagt, ja gut, dann wählt halt jemanden aus, der auch, nachdem er gewählt ist, direkt eine Entscheidung, dazu kommen wir gleich. So, in dem Moment, in dem Bran gewählt wurde, macht er sofort, ich kann machen, was ich will, ich bin der König. Nicht mal eine Krone. Es hat nur noch gefehlt, dass grausamer Wurm so sich an den Kopf fasst und dann so ein eingeblendet wird. Das Ding ist ja auch, dass man ja erst König ist, wenn man gekrönt wurde. Das auch. Also man ist nicht einfach König, man wird König. Ja, gut. Edmund Tully tritt vor. Und ich habe aufgeschrieben, wir haben also keine Zeit und nur 6 Folgen, aber wir gewähren Edmund Tully diesen Auftritt und machen uns über ihn lustig. Ich fand das dann auch, als er dann so rechtgewiesen wird, dieser Reaction-Shot von John Royce und so, ich fand den super Panne, wie die so reagiert haben. Ja. Das war, wie du gesagt hast, das ist so viel Sitcom da plötzlich. Ja, es ist sehr viel Sitcom, einfach so plumpe Comedy. Und es wäre ja okay, also nichts gegen lustige Szenen in Game of Thrones, das wäre ja alles okay, wenn sie halt nicht alles andere einfach so verbockt hätten. Dann wirkt das halt noch respektloser, noch unwitziger und ätzender. Samuel Tully schlägt die Demokratie vor, aber wird dafür ausgelacht. Sollen auch Hunde wählen? Soll ich mein Pferd fragen? Das ist auch nochmal so eine Sitcom-Szene, fand ich auch total panne. Tyrion will nicht herrschen, sondern sagt, ich hatte in den letzten Wochen ziemlich viel Zeit, um nachzudenken über unsere blutige Vergangenheit. Was ich auch für ein Gerücht halte, denn das, was er dann später vorschlägt, ist halt auch genauso sinnlos. Aber und ist nicht Tyrions Geschichte auch nicht viel besser als die von Bran? Ist sie natürlich. dann schlägt Tyrion Bran vor. Was vereint Menschen? Armeen, Gold, Banner? Nein, ja. Geschichten. Ja. Nichts auf der Welt ist mächtiger als eine gute Geschichte. Ich finde es auch geil, dass er ihn einfach den dreieugigen Rahmen nennt und alle akzeptieren einfach so, ach ja, stimmt, das ist jetzt der dreieugige Rahme. Ja, so, jeder Lord glaubt jetzt, okay, das ist der dreieugige Rahme. Ja. Ich meine, keiner von den Lords im Süden hat überhaupt was vom Nachtkönig oder der Armee der Toten mitbekommen. Ja. Oder wir haben ja auch in der 6. Staffel gesehen, wie zum Beispiel die Maester in der Citadel, wie die einfach das komplett ignorieren, weil sie einfach nicht glauben, dass das so ist. Genau. Ich meine, warum soll der Rest von Westeros überhaupt glauben, dass sowas ist? Warum soll der Rest glauben, dass Bran diese Fähigkeiten hat? Eigentlich muss er ja zeigen, dass er das kann. Da muss er eigentlich zu jedem sagen, so, ach ja, John Royce, ich habe gesehen, du hast du trägst Samenunterwäsche und Robin Arryn, du hast dir nicht den Arsch abgewischt und sowas. Absolut. Und vor allem, dann sagt er halt, und wer hat eine bessere Geschichte als Brandon aus dem Hause Stark, bla bla bla, der dreieugige Graf, was auch immer. Ja. Und dann dachte ich mir so, also mir fallen so ad hoc 30 Figuren ein, die eine bessere Geschichte haben als Bran. Und vor allem, selbst innerhalb der Handlung interessieren sich die Leute ja nicht für Brans Geschichte. Es ist ja, Tyrion hat sich zwar mit Bran zusammengesetzt, wo wir ja auch nicht erfahren haben, worüber sie reden, aber sonst interessiert sich ja absolut niemand für Bran. Und dann sagt Tyrion, erinnert euch daran, ich habe mit ihm zusammengesessen, Bran hat eine super Geschichte. Ich habe einen sehr langen Dialog aufgeschrieben, wie diese Szene eigentlich hätte ablaufen können. Soll ich das vorlesen? Pass auf, wenn es langweilig oder unlustig wird, sagst du Stopp, ja? Also ist das ein Dialog zwischen zwei Personen? Nee, es ist ein Dialog zwischen allen. Also die Szene quasi mit all diesen Figuren. Also muss er jetzt auch verschiedene Stimmen machen. Ich muss versuchen, verschiedene Stimmen zu machen oder sowas. Soll ich anfangen? Okay. Okay. Tyrion sagt, wie wär's mit Brandon Stark als König? Oder wie würde Tyrion. Nee, ich mache keine unterschiedlichen Stimmen, das wird zu schwierig. Pass auf, Tyrion sagt, wie wär's mit Brandon Stark als König? Alle sagen Ei. Und dann sagt Sansa, wir aus dem Norden voten nicht. Wir werden unser eigenes Königreich gründen. Und dann sagt Yara, wie das geht. Ich würde gerne mein Ei zurücknehmen und auch mein eigenes Königreich gründen. Wir haben sogar schon eine Krone und einen Meersteinstuhl. Dann sagt der Typ aus Dorn, ich auch. Ich bin übrigens Thorsten Martell. Schön, euch kennenlernen zu dürfen. Gibt es hier Snacks? Und dann sagt Sam, wusstet ihr eigentlich, dass Gendry ein Baratheon ist? Daenerys Targaryen hat ihn sogar legitimiert. Dann sagt Davos, als Sohn von Robert Baratheon stünde ihm ja sogar der Thron zu. Dann sagt Sam, nicht ganz. Dieser Jon ist nämlich der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark. Er ist eigentlich die richtige Wahl für die Thronfolge. Dann sagt Thorsten Martell, Moment mal, diese ganze Scheiße hat doch nur angefangen, weil Rhaegar Targaryen Elia Martell betrogen hat mit einer Stark. Warum sollte ich für Brandon Stark stimmen? Dorne hat weder gegen den Nachtkönig noch um die Hauptstadt mitgekämpft. Wir haben Armeen und könnten problemlos ganz Westeros erobern. Vielleicht wäre das mal eine gute Idee. Dann sagt Robin Arryn, ich bin übrigens Robin Arryn, der Sohn von Jon Arryn. Dann sagt Sansa,
Du musst es so sagen wie ich. Ich bin Robin Arryn, der Sohn von John Arryn. Dann sagt Sansa, scheinbar hat dir die Muttermilch gut getan. Du siehst gut aus. Dann sagt Robin Arryn, danke Sansa. Dann sagt Robin Arryn, ich bin Robin Arryn. Robin Arryn, danke Sansa. Ich habe gehört, du hast Kleinfinger getötet. Das macht mich etwas stutzig, was den Tod meiner Mutter angeht. Aber wer ist eigentlich diese achteiige Klapperschlange? Und was ist so besonders an ihm? Dann sagt Tyrion, er hat eine gute Geschichte. Er ist nämlich behindert. Dann sagt Thorsten Martell, nun, er sitzt in einem Rollstuhl. Das spricht schon mal für ihn. Dann sagt Sam, mir fällt da ein herrlicher Titel ein für ein Buch. Dann sagt Robin Arryn, und das soll eine gute Geschichte sein? Was ist mit Arya? Und dann habe ich alles, was Arya so gemacht hat. Sansa, außerdem hat sie den Nachtkönig in Winterfell getötet. Dann sagt Gendry, also im Bett war sie alles andere als gesichtslos. Und dann sagt Robin, und was kann dieser mannig faltig behängte Eber so? Dann sagt Tyrion, das wissen wir nicht so genau. Es ist kompliziert, aber fragen wir ihn doch einfach selbst. Dann sagt Bran, ich bin das Gedächtnis der Welt. Ich sehe alles. Und dann sagt Edmund Tully, dann sagt Davos, Moment mal, also wusstest du, dass Daenerys Hunderttausende umbringt und hast einen Krieg abgewartet, nur um jetzt König zu werden? Dann sagt Bran, ich bin der dreäugige Rabe, ich will nichts, ich kann kein Lord werden, aber warum bin ich wohl von jenseits der Mauer bis hier hingekommen? Und dann wird so ein Lacher aus der Konserve eingespielt und dann sagt Sansa, außerdem funktioniert sein Schwanz nicht mehr. Und dann wird nochmal ein Lacher eingespielt? Wird nochmal ein Lacher eingespielt. Dann sagt Bran, das erinnert mich an Mira Reed. Und dann sagt Grauer Wurm, Moment mal, Bran, heißt das, du hast gesehen, wie Missandei und ich die lesbische Schere gemacht haben? Und das war's. Oh Gott. Ja, also dieser Satz. Wie lange hast du gestern da dran gesessen? Nicht lang, wirklich okay. Nicht lang, um Himmels Willen. Aber es ist einfach, ich habe jetzt, es wäre auch ein bisschen witziger gekommen, ein bisschen besser, wenn ich nicht all das schon vorher gesagt hätte. So, einfach so. Aber, also. Ja, die Figuren handeln halt nicht so, wie sie eigentlich handeln würden. Und das ist sowas von untypisch Game of Thrones. Und vor allem alle, die sagen, ja, der Nachtkönig, da um den geht's ja nicht. Das heißt ja Game of Thrones. Ja, aber dieses Spiel der Throne, das in den ersten Staffeln gespielt wurde, wird hier nicht mehr gespielt. Das ist so der Brainfart, der Hirnfurz der Throne. Mhm. Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Die Hälfte von ihnen kennt Bran noch nicht mal und wir kennen die Hälfte von ihnen nicht. Es sollte sie auch schon stutzig machen, dass er überhaupt Eddard Starks Sohn ist. Dann frage ich mich, warum sitzen Davos, Brienne und Sam eigentlich dort? Und Davos sagt sogar, ich weiß nicht, ob ich ein Stimmrecht habe, aber ich sage ja. Und ich frage mich einfach. Also Samuel ist ja quasi der letzte Überlebende des Hauses Tully. Ja gut, das könnte man vielleicht dann noch akzeptieren, da hast du recht. Also der letzte männliche. Ja, ja. Aber gut, dann nimmt Sam aus dieser. Was machen Davos und Brienne dort? Wieso darf Davos sowas vorschlagen, dass die Unbefleckten die Weite bekommen? Warum. Was sollen diese ganzen flapsigen Gags? Vor allem eine Szene oder zwei Szenen, nachdem Daenerys ermordet wurde von Jon. Ja. Was sollen diese ganzen flapsigen Gags? Ich fand's auch witzig, es wird ja erzählt, so, ja, Bran wurde aus dem Fenster gestoßen. Ich bin da auf einen lustigen Kommentar gestoßen. Mhm. Jaime Lannisters Kingslayer-Level is so high, he tried to kill King Bran 10 years ago. Ja. Also nicht 10 years, also vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre in der Serie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele Jahre da jetzt wirklich vergangen sind. Sansa erkämpft die Unabhängigkeit für den Norden. Also Sansa Stark herrscht über den Norden und Brandon Stark herrscht über Westeros. Und im Prinzip herrscht Jon jetzt ist der König jenseits der Mauer. Also die Stark-Kids, die Kinder von Eddard haben ganz schön. Ich find's geil, dass Sansa sagt jetzt zu Bran, sie will, dass der Norden quasi unabhängig ist. Die Überlebenden haben zu viel gesehen und gekämpft, um je wieder niederzuknien. Was sie aber 15 Minuten später für sie macht. Nochmal, was? Sorry, ich hab grad. Sorry, nochmal. Nochmal. Sansa sagt, dass der Norden unabhängig werden soll. Ja. Dass die Überlebenden, Nordmänner, so viel gesehen haben und gekämpft haben, und die können jetzt einfach nicht mehr niederknien. Was sie aber 15 Minuten später für Sansa machen, als sie zur Königin gekrönt wird. Mhm. Obwohl Bran ja auch ein Stark ist. Ja, ja, das ergibt keinen Sinn. Wie würde man sich das erklären? Und dann machen sie das, was ich irgendwie ziemlich assig fand. Hochlebe Bran, der Gebrochene! Dann dachte ich mir, warum ist es plötzlich okay, einfach so was zu sagen? Ich hatte da auch, während das ja schon, dass Yara ja eigentlich ihr eigenes Königreich haben wollte. Klar. Und Tyrion sagt Wort für Wort, also nicht Wort für Wort, wörtlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Zitat ist. Oder? Er sagt in der 6. Staffel, das passiert, wenn jetzt jeder seine Unabhängigkeit fordert.
Ja. Aber tut er anscheinend niemand, interessiert er keinen. Ja. Genau, Brand der Gebrochene. Dann kommt der Gag-Höhepunkt. Ja. Was ich mich aber auch gefragt habe, wer bekommt jetzt denn Stimmrecht für den König? Also, ich meine, Davos hat ja anscheinend Stimmrecht, Brienne hat Stimmrecht. Also muss man irgendwas erfüllen? Machen das die ganzen Lords der Häuser? Muss man einfach nur ein Haus gründen und darf man mitstimmen? Oder ja. Das ist ja auch nicht geregelt. Und würden nicht andere darum kämpfen, auch da zu sitzen und fühlen sich. Wir haben die Briefe geschrieben, wir haben die sich zusammengefunden. Wer ist die Hälfte der Leute, die da sitzt? Was sagt euch der Rest von Westeros zu Johns Herkunft? Ja. Nee, also. Das ist aber halt die Sache. So in den ersten Staffeln war Game of Thrones immer so erzählt, dass das erklärt wird, dass sich Zeit genommen wird, um all diese politischen Verstrickungen zu erklären. Und die waren interessant. Und hier werden einfach. Ach komm, der sieht gut aus, der sieht aus wie ein Nordmann. Zieh dem das Nachtwache-Kostüm an, setz ihn dahin. Ach komm, das akzeptieren die Zuschauer. Das ist schon okay. Und das soll man dann einfach, diese Scheiße soll man fressen. Ja. Und mich regt das auf. Und deswegen verstehe ich auch in unseren Social Media Accounts nicht, ja, das ist schon okay, das ist schon das Beste, was passieren konnte. Nein, ist es nicht! Also, vielleicht, wenn du das 2 Staffeln noch mehr vorher erzählst, wie es zu diesem Moment kommt, zu diesem epischen Zusammenschluss, wo ein König bestimmt wird, dann hier ist es ein Gag, so eine Szene aus einer Sitcom. Und dann kommt dieser Gag-Höhepunkt. Ich glaube übrigens auch, dass. Zu dem ich gleich kommen werde. Tyrion hat ja gesagt, dass er jetzt Wochen Zeit gehabt hatte, zu überlegen. Und ich glaube. So am ersten Tag von 4 Wochen hat er überlegt, okay, das ist Bran. Wir machen das jetzt einfach so. Mhm. Und die letzten paar Wochen hat er überlegt, wie er den jetzt nennen soll. Bran der Gebrochene oder keine Ahnung, Bran der Held der Krüppel, keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich auch gestern ein saulustiges Meme gesehen. Das war Bran Wheelie Wheelie Legs No Feelie. Sau assi. Darf man das sagen? Du hast ein Meme gesehen, du hast es ja nicht selber gemacht. Das stimmt, ich habe dieses Meme zitiert. Übrigens, das ist halt auch so eine Sache, so falls. Nee, gut, das sage ich nicht. Du kannst das rausschneiden. Okay. Und dann kommen wir, darf ich jetzt endlich über den Gag-Höhepunkt dieser Szene sprechen? Tyrion wird zur Hand. Ich will das nicht. Und ich will nicht König sein. Aber warum bin ich denn sonst von der Mauer bis hierher gekommen? Boah, diesen Satz, der, wenn ich irgendwann mal. Ich werde wahrscheinlich in die Hölle kommen. Das habe ich mich mit abgefunden, falls es Himmel und Hölle gibt. Und falls ich mal in der Hölle lande, dann wird dieser Satz bis in alle Ewigkeiten immer und immer wiederholt werden. So sehr hat er mir in der Seele wehgetan. So dieses, warum bin ich denn wohl von der Mauer bis hier hingekommen? den Bran sagt, irgendwann in der Hölle werde ich da sitzen. Und der Teufel wird eine Kassette abspielen mit einer Batterie, die niemals leer geht. Und ich werde immer wieder diesen einen Satz hören. Ich finde es auch toll, wie alle aufstehen und dann sagen, hoch lebe Bran der Gebrochene. Ich fand, das wirkte so unfassbar weird. Panne. Ja. Ach, dieses Wort, ich mein, dass man ihn einfach der Gebrochene nennt. Ist das normal? Ist das okay? Ist das nicht ein bisschen assi zum König, das so zu sagen? Nicht Bran der Allwissende oder Bran der alles sehen kann? Bran der Weise? Ja. Bran der... Bran der Bewahrer, Bran der Erlöser, Bran der Vorsichtige oder so. Nee, es ist Bran der Gebrochene. Leute, ich habe so Fähigkeiten, dass ich, ich habe Fähigkeiten. Bran der Gebrochene, das ist ein guter Name. Und vor allem, wenn Bran doch diese Fähigkeiten hat und so weiter, dann wäre er nicht vielleicht weise genug, irgendwie zu sagen, Leute, das, was Sam gesagt hat, Demokratie ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Nee, Grauer Wurm will mehr Gerechtigkeit und sagt, das könnt ihr nicht. Und Bran sagt, ich kann, ich bin der König. Und weißt du, was Tywin Lannister in der 3. Staffel gesagt hat? Jemand, der sagt, ich bin der König, ist kein König. Genau. Ja, zu Joffrey. Und dann sagt er, einen der geilsten Sätze der gesamten Serie, der König ist müde. Ja. Er will schlafen. Bran sagt, ich bin der König. Also ist alles wie vorher. Im Prinzip, das ist ja auch so eine Sache. Es wird immer wieder so dargestellt, nee, Bran ist ein guter König. Ist er? Das war so seine erste autoritäre, harte, willkürliche Entscheidung. Und später im Kleinen Rat sehen wir auch, dass diese Herrschaft auch nicht viel besser ist als alle zuvor. Das Ding ist also, aber, was hat Game of Thrones gebracht? Man sieht ja schon mal in der 2. Staffel, dass er über Winterfell so ein bisschen herrscht, als Lord, weil ja Eddard weg ist und Rob weg ist. Ja. Das ist so quasi das einzige Mal, wo er wirklich gelernt hat, wie es ist, ein Lord zu sein. Normalerweise werden ja immer die Erstgeborenen dazu ausgebildet, den Vorsitz des Hauses einmal zu haben. Also Robb Stark
Ja. Ist ja eigentlich von Eddard so ein bisschen dann quasi geschult worden, wie das funktioniert. Ja, aber worauf willst du hinaus? Also ich verstehe es nicht. Bran hat das ja nur kurz mitbekommen. Was macht ihn zu einem guten König? Also wieso? Also ich meine, was ist auch so viel besser? Er kann halt aus der Geschichte lernen. Dieser kleine Rat, der später da sich tagt, ist halt genau dasselbe wie zu Robert Baratheons Zeiten. Es hat sich ja nichts geändert. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja der Sinn der Geschichte, dass sich die Geschichte wiederholt und dass es danach genauso schlimm ist wie vorher. Und so. Ja, aber wozu hat man dann eine mächtige Geschichte? Weil eine Geschichte ist eigentlich immer eine Entwicklung, die irgendwo hinführen soll. Ich bin so gespannt, ob Bronn in den Büchern auch Rosengarten bekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass George R. R. Martin auch nur ansatzweise irgendwas so schreibt. Vielleicht tut er es aber dann viel plausibler, viel verständlicher, viel logischer, viel realistischer. Also nicht realistisch ist immer das falsche Wort, also plausibel ist das. Ja. Also super, was hier passiert in dieser Szene ist der Gipfel der Unplausibilität, falls es das Wort gibt. Es ist auch dann toll, eine Szene, in der Szene noch, wenn der grausame Wurm dann sagt, nein, das ist nicht genug, weil Tyrion quasi den Rest seines Lebens quasi dafür gerade stehen soll und das halt gut machen soll. Und dann sagt grauer Wurm, nee, das ist nicht genug. Und dann wird weggeschnitten. Ja. Ich meine, er hat doch gerade gesagt, das ist nicht genug, aber das ist jetzt anscheinend doch genug. Die sagen ja später, wir haben uns darauf geeinigt, auf einen Kompromiss. Denn wie wir wissen, ist grausamer Wurm, das ist der Mann für Kompromisse. Und der würde niemals den Mann töten, der seine Königin getötet hat. Stell dir vor, in den Straßen und Königsmund hat er mit John Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wen er tötet und wen nicht. Dann sehen wir John in seinem Kerker, in seinem Gefängnis. Und auch er hat einen Bart. Wobei der von Tyrion viel besser aussieht. Also, falls es sein echter Bart sein sollte, Peter Dinklage kann bessere Bärte tragen für dich, aber anderes Thema. Das hat genetische Begebenheiten wahrscheinlich. Ja. Wie ein Bart wächst und nicht. Was meinst du? Ja, klar, natürlich, was sonst? Ja. Egal. John soll zur Nachtwache. Ich verstehe nicht, in welcher Welt Grauwurm sagen würde, es ist okay, aber gut. Und ich verstehe keine Welt, in der die wieder gegründet wird, obwohl man die nie wieder braucht. Ich verstehe auch nicht, warum Sansa nicht einfach sagen kann, ja, also scheiß auf die Nachtwache. Oder es ist jetzt ihr Recht. Es ist jetzt, die Mauer ist jetzt Teil des Königreichs des Nordens. Ja. Ich dachte mir halt auch so, was ist eigentlich jetzt mit den Dothraki? Aber das Thema hatten wir auch schon. Und dann kam tatsächlich ein Dialog, den ich mochte. War es richtig, was ich getan habe? Tyrion sagt, was wir getan haben. Jon sagt, es fühlt sich nicht richtig an. Und Tyrion sagt, frag mich in 10 Jahren nochmal. Ich fand diesen Dialog gar nicht schlecht. Ja, es gibt ja zwischendurch immer wieder tolle Sachen. Aber ja. Tyrion drückt ihm die Schulter, legt ihm eine Hand auf die Schulter. Und Jon sagt, dass sie sich wahrscheinlich nicht wiedersehen werden. Aber dann spricht Tyrion von Staffel 1 und dem Moment, als er neben Jon von der Mauer heruntergepinkelt hat. Er hat es, glaube ich, gesagt. Ich pinkle den Rand der Welt. Über den Rand der Welt, genau. Es ist halt wieder einer der vielen Momente, wo diese Klammer geschlossen wird, wo Staffel 8 uns daran erinnert, wie gut und wie schön Staffel 1 noch war. John verlässt dann den Roten Bergfried mit irgendwelchen 2 Nordmännern. War der eine vielleicht der im Rat sitzt? Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Nein, also man weiß es nicht, es wird auch nicht erklärt. Die Schauer kümmern sich nicht drum und es ist die wurscht. Haben ja eher so das klassische Ding an. Im Rat hat er ja noch eher so eine Rüstung drunter. Ja. Aber auch, also, wenn Eddard Stark in Staffel 1 durch Königsmund gegangen ist und sein Begleiter da den Hauptmann seiner Truppen, seiner Wachmänner. Jory Castell. Genau, den meine ich, ja. Da kannte man den Namen, man kannte diese Figur und man konnte sich theoretisch mit dieser Figur beschäftigen und ich so weiter. Ich war traurig, als er gestorben ist. Ja, total. Überleg mal, du warst traurig, als Jory Castell gestorben ist und nicht als Danny gestorben ist. Ja. Das sagt doch schon alles. Gut, wir sind am Hafen von Königsmund, die Unbefleckten beladen die Schiffe und hier sind auch ganz viele Dothraki. Ja, die an John also vorbeispazieren. John spaziert an ihnen vorbei. Und ich weiß nicht, ob hier erzählt werden soll, dass die Dothraki mit nach Naht reisen. Und wenn nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube es halt auch nicht. Es wäre eher absurd, so die Dothraki mit dem friedfertigen Naht. Und wenn nein, und ich glaube ja auch nein, aber was passiert mit den Dothraki? Vielleicht hat Davos den Dothraki das Land in der Weite dann gegeben, wenn sie den Effekt nicht haben wollen. Ja. Der graue Wurm schaut John böse an und er sagt dann quasi zu einem seiner Untergebenen, dass. Also er setzt jetzt den Plan um, den er eigentlich mit Missandei gefasst hatte und er segelt nach Naht und wird wahrscheinlich die Leute da schützen. Ja. Einer Generation lang, so wie sie halt, so wie lange sie noch leben werden. Ja. Gut, die Schmetterlinge vergessen wir jetzt mal. und wir wissen nicht, was mit den Dothraki passiert. Und jetzt, wo Grauwurm eigentlich weg ist und wegreist, könnte
Sansa eigentlich problemlos Jon zurückholen oder sonst was machen. Ich frage mich, warum Grau Wurm da steht und böse auf Jon herabblickt. Was das soll? So, ich herrsche nun über Königsmund mit den Unbefleckten, aber ich erlaube euch, einen König zu wählen, dem ich direkt gehorchen muss. Ich freue mich, dass Jon zur Nachtwache kann, obwohl er meine Königin getötet hat. Warum gibt's die Nachtwache überhaupt noch? Wir haben den Nachtkönig doch zusammen mit den Wildlingen getötet. Ich war dabei. Ach, herzlichen Glückwunsch, Tyrion, dass du meine Königin verraten hast und das Wappen der Hand hingeworfen hast, dass du jetzt die zweitmächtigste Person in Westeros bist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so dämlich, das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist unfassbar. Gut, so viel zu dieser Folge. Wir sind am Ufer in Königsmund. Ja, es gibt kennt man auch. Ja. Was? Es gibt eine große Verabschiedung. Es gibt eine große Verabschiedung, der. Also, Jon ist quasi Frodo Beutlin, der in die unsterblichen Lande segelt. Genau. Jon trifft auf seine Quasi-Geschwister. Sansa sagt: Ich zitiere, ich habe aufgeschrieben. Ja, das ist toll. Ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben. Kannst du mir vergeben? Jon könnte jetzt sagen: Ich finde, eigentlich hätte er zwei Möglichkeiten. Eigentlich sollte er sagen: Naja, du bist jetzt die Königin des Nordens. Also gibt es schon viele andere Wege. Du kannst machen, was du willst. Grau Wurm ist gerade weggefahren. Ich habe es gesehen. Oder er sagt einfach sowas wie, was halt tatsächlich auch Sinn ergeben würde und schön wäre für die Handlung, sowas, wenn er sowas sagen würde wie, nein, das geht in Ordnung. Es ist meine Heimat. Mhm. Da, hier bin ich zu Hause. Ich möchte Ghost wiedersehen, ich möchte Tormund wiedersehen, irgendwie sowas. Das Ding ist, er ist ja eigentlich eher der Gebrochene als jetzt Bran, weil er ja quasi seine Liebe getötet hat. Ja. Und deshalb, bei Frodo ist es ja auch so, er kann nicht mehr in Mittelerde bleiben, weil er war Ringträger und das hat ihn irgendwie so emotional vernarbt. Weißt du noch die Szene in Herr der Ringe? Ja. In der Aragorn sagt, niemand muss sich vor euch verbeugen und er als neuer König, der, sag du es, Aragorn ist der König, der. Der Menschen. Der Menschen. Der König von Gondor. König von Gondor. Elissa. Dankeschön. Als er sagt, ich muss mich von niemandem. Ihr müsst euch von niemandem verbeugen und er als König sich vor ihnen verbeugt und dann alle Menschen um sie herum. Was das für ein epischer Moment ist, was für ein unglaublicher Moment. Das und dann, ist sein Abschluss. Und dann geht Frodo und man weint und man weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Tränen. Man ist ausgetrocknet und kann diese Schönheit nicht fassen, die gerade sich da abspielt. Das hatte ich hier nicht. Ja. Aber das Ding ist halt auch, dass Peter Jackson nicht den letzten Film quasi allein schreiben musste, sondern dass es halt auch eine Vorlage gab. das ist allerdings wahr. Jon und Sansa umarmen sich und dann redet Jon mit Arya und dass sie ihn in der Schwarzen Festung besuchen soll, wo ich mir auch dachte, hatte er das da eigentlich vor, direkt die Schwarze Festung zu verlassen? Oder war das, weil er Tormund gesehen hat? Oder was war sein Plan? Ich weiß auch nicht. Hatte er einen Plan? Und Arya sagt, sie will entdecken, sie will westlich von Westeros. Sie fragt, was liegt dort? So als hätte sie nie eine Bildung genossen als Starkind. Das gleiche hat sie übrigens Lady Crane in der sechsten Staffel auch gefragt. Okay. Ja. Und Jon sagt, ich weiß es nicht. Und Arya sagt, niemand weiß das. Und vor allem das Witzige ist, Jon hält sie ja so fest. Und Brans Gesicht guckt gerade über seinem Arm hervor, so wie so ein Nachbar. So, Bran sitzt da! Fragt ihn doch! Wir wissen, was so das Westlichste ist, das man kennt. Das ist nämlich die Insel Letztes Licht. Da haben wir auch ein cooles Video zu gemacht. Mhm. Nein, das ist mittlerweile auch nicht mehr korrekt. Ich habe nachgeguckt. Es gibt westlichere Orte. Es gibt nämlich. Echt? Pass auf, das habe ich auch. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe das nachgeguckt. Nämlich durch Blut und Feuer. Da ist was Neues erzählt worden. Aber Moment, das darfst du jetzt nicht erzählen, das müssen wir das Video aufheben. Die Kleinigkeit erzähle ich, die ist auch gar nicht so wichtig. Es gab nämlich hunderte Jahre zuvor eine Illissa Farman, hieß die. Die war am Hof bekannt, die lebte so, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Geburtsdaten, aber so um das Jahr 40, 50 ungefähr herum, nach Aegons Eroberung. Die war am Hof bekannt und wurde sogar kriminell, weil sie drei Dracheneier stahl. Von Alsas aus floh sie dann auf Schiffen gen Westen. Einer ihrer Mitreisenden kehrte zurück und berichtete, dass Elissa noch drei weitere Inseln gefunden hat, die sie Aegon, Rhaenyra und Visenya genannt habe. Also nach Aegon und seinen Schwestern. Sie wurde nie wieder gesehen, aber, hier ein ganz großes Aber und ein super interessanter Fakt, Corlys Velaryon, die Seeschlange,
über den haben wir auch mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Er behauptet, dass ihr Schiff Sunchaser in Ashai gestanden habe. Er hätte es in Ashai gesehen. Mit anderen Worten, Ist super interessant. Alyssa Farman war vielleicht die Person, die es geschafft hat, die Erde zu umrunden. Sie ist Magellan. Die den Planeten umrundet hat und in Ashai wieder ankam. Mit anderen Worten, da sehe ich die Vermutung, dass wenn man ganz weit in den Westen von Westeros reist, irgendwann in Essos im Osten wieder hinkommt. Das so wie auch bei uns auf der Erde. Das weiß man ja nicht. Klar. Ja. Also nur, das ist aber auch neu mit Blut und Feuer und mit unserem Special Blut und Aber Feuer. Trotzdem, letztes Licht, das ist trotzdem ein gutes Video. Genau, letztes Licht ist trotzdem ein gutes Video, der westlichste bekannte, zumindest der Allgemeinheit bekannte und definitive Ort. Ich finde es übrigens auch sehr witzig, weil das war ja nicht das erste Mal, dass Leute versucht haben, in den Westen zu segeln. Mhm. Und zwar ein Verwandter von Arya, Sansa und Bran und Jon. Mhm. Das nämlich auch schon mal versucht. Da hieß nämlich Brandon der Schiffsbauer. Mhm. Das spielt tausende Jahre vor der Serienhandlung. Er wollte auch das Meer der Abenddämmerung, also das westlichste Meer, überqueren. Mhm. Kam aber nie zurück. Ja. Warum will Arya an einen Ort gehen, von dem man nie mehr zurückkommt? Sie will entdecken. Das Ding ist halt, man ist dann halt davon ausgegangen, dass er tot ist. Und sein Sohn hat dann alle restlichen Schiffe verbrennen lassen, der Stark. Ja. Es gab noch zwei Lords der Greyjoys, die das ebenfalls versucht haben, die Länder jenseits des Meeres zu erobern, sind gescheitert. Und beim Königsting in den Büchern, also beim Kingsmoot, wo Euron Greyjoy zum König gewählt wurde, da hat Gilbert Farwind, der wollte König der Einzelinseln werden, das war der Lord von Letztes Licht. Genau. Und der versprach den Eisenmännern, die Länder jenseits des Meeres der Abenddämmerung erobern zu wollen, wo jeder Mann ein König ist. Genau, das soll so das absolute Paradies sein, aber man sollte auch wissen, dass diese Familie und vor allem er als verrückt gilt, als komplett geisteskrank und verschroben und und dann umarmen sich Jon und Arya und Jon kniet vor Bran nieder, dem König. Und nennt ihn auch Your Grace. Er hat noch bei Arya noch mal Nadel erwähnt. Ach ja. Wie beim Abschied in der ersten Staffel. Ja, und vor allem könnte man jetzt auch noch sagen, sie tauscht die Nadel aus gegen die Kompassnadel. Oh. Es war mein erster Gedanke, aber wer weiß. Bran sagt, du warst genau dort, wo du sein musstest. Und jeder Satz von Bran geht einem einfach nur auf die Nüsse. Ich will jetzt gar nicht erst anfangen, das auseinanderzunehmen, diesen einen Satz. Wir sind im Roten Bergfried, im Rittersaal. Und diesmal ist es wirklich so ein Ritterraum, der Raum der Königsgarde. Der Turm der weißen Schwerter. Heißt das so? Ja. Nicht schlecht. Cool. Sehr cool. Hatte ich auch. Wusste ich jetzt aber auch nicht auswendig. Also nachgeguckt, okay. Ja. Und Brienne liest im weißen Buch, im Turm der weißen Schwerter. Und wir sehen bereits ein paar Seiten vor Jaime, nämlich wir sehen Sir Duncan den Großen. Aber was wir davor noch sehen ist, Brienne hat eine neue Rüstung mit einem dreieugigen Raben als Prägung obendrauf. Und sie ist anscheinend Ritter der Königsgarde. Ja. Wahrscheinlich Lord Kommandant, weil die Lord Kommandanten dürfen ja nur das Buch weiterschreiben. Ja. Und wir sehen auch, die Rüstung der Königsgarde ist nicht mehr schwarz wie bei Cersei, sondern golden, wie früher. In den glorreichen Tagen. Nettes Detail, Sir Duncan der Große. Wir sehen eine Seite über ihn. Wer mehr über den erfahren will, sollte die Heckenritter-Sachen lesen. Danach sehen wir Sir Arthur Dayne, das Schwert des Morgens, der vor dem Turm der Freude von Howland Reed in den Rücken gestochen wurde. Und dann von Eddard gefinisht wurde. Genau. Danach sehen wir auch noch Sir Barristan Selmy, der war ja auch im Dienste Dannys und ist von den Söhnen der Harpyie getötet worden auf offener Straße. Ein Held, der auch einen Tod bekommen hat, den er nicht verdient hat eigentlich, würde ich sagen. Ein ganz, ganz großer Held in der Geschichte des Reiches. Dann so, ich hätte mir da mehr erhofft, dass das nochmal gezeigt wird, dass von ihm Abschied genommen wird, ein bisschen mehr, dass das nicht so irgendwie beiseite geschoben wird. Ja, egal. Und dann ist da das Kapitel über Jaime Lannister und das erinnert an eine Szene, die auch in diesem Raum stattgefunden hat, als Jaime da war mit Joffrey. Joffrey hatte sich nämlich lustig darüber gemacht, dass über Jaime nichts in diesem Buch steht, keine Heldentaten, kein gar nichts. Mhm. Da steht drin, was man eben über ihn weiß, aber dort steht auch, dass Tyrion Lannister King Joffrey ermordet haben soll. Nettes Detail. Das steht im weißen Buch. Das ist auch witzig, weil in diesem Buch wird auch eine Sache merkwürdig abgekürzt. Da steht nicht Robert Baratheons Rebellion, da steht Robert Barras Rebellion. Mhm. Ja.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Ist es nicht einfach Barrow und dann ein Punkt oder sowas? Nee. Robert Barrows Rebellion. Das wurde irgendwie der Nachname wurde abgekürzt. Ja, vielleicht wird das so gemacht. Aber sonst bei Arthur D. Ja. Barristan Cell. Ja, gut, okay. Keine Ahnung. Ich fand's witzig. Aber ja, wir wissen klar, was die Szene soll. Bran zeigt wahre Größe und findet nette Worte über Jaime, die er sich verdient hat. Genau. Sie war ja auch schon mal da im Weißen Turm, als sie Eid war und die Rüstung bekommen hat von Jaime. Und da hat Jaime auch schon zu Brienne gesagt, dass es die Pflicht des Lord-Kommandanten ist, das Weiße Buch zu schreiben. Ja. Wir erfahren außerdem, dass Feld des Feuers 2.0, dass es The Battle of the Gold Road genannt wird. Soll ich einfach übersetzen, was drin steht? Das geht auch. Was? Du zitierst doch gerade, was da in dem Text steht. Nö, ich hab sonst nichts mehr. Ach so, weil ich habe nämlich genau abgetippt, was sie alles reinschreibt. Ich habe mir die Arbeit gemacht. Ja. Ich kann das schnell vorlesen. Aber auf der anderen Seite, ich muss noch sagen, ich persönlich liebte Jaime die Figur und hatte in dem Moment, in dem er Brienne verließ und zu Cersei zurückkehrte, nicht mehr so viel Sympathie und nicht mehr so viel Mitgefühl für ihn. Deswegen hat mich diese Szene tatsächlich ein bisschen kalt gelassen. Es freut mich für Brienne und sie zeigt Größe und ich bin sehr froh, dass wir sie noch mal gesehen haben. Und es ist ein glorreicher Abschluss für Brienne. Aber mit Jaime hätte man besser lösen können. Ja. Jaime Lannister wurde gefangen genommen auf dem Feld bei Flüsterwald, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Whispering Wood. Wurde freigelassen von Lady Catelyn Stark, aber nur, um einen Eid zu wahren, nämlich ihre beiden Töchter zu finden. Er verlor seine Hand, dann steht der Punkt, 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 wir sehen nicht mehr. Eroberte Riverrun, Schnellwasser von den Tully-Rebellen, ohne ein Leben aufs Spiel zu setzen. Er lockte die Unbefleckten an, dass sie Casterly Stein angreifen. Er opferte seine Heimat, sein Heim, um das für eine größere, bessere Strategie zu opfern. Das hier sieht man schon sehr gut, wie Brienne gewertet hat und positiv gewertet hat, um Jaime wie ein Held dastehen zu lassen. Er war cleverer als die Targaryen-Armeen und eroberte Rosengarten. Er kämpfte in der Schlacht von der Gold Road mutig, tapfer und entkam nur knapp dem Tod durch Drachenfeuer. Er schwor seine Treue dem Kampf der Lebenden und ritt nördlich, um in Winterfell mitzukämpfen, alleine. Und er stand den Armeen der Toten gegenüber und verteidigte das Schloss bei unmöglichen Bedingungen gegen den Nachtkönig. Er entkam aus der Gefangenschaft und ritt südlich, um die Hauptstadt vor der Zerstörung zu bewahren. Er starb, als er seine Königin beschützte. Fand ich schön. Ja, definitiv. Died protecting his queen. Ja, somit hat er ja seinen Eid wieder ein bisschen, also oder hat ihm sich selbst wieder ein bisschen mehr Ehre zugeführt, quasi, ja, der schon mal einen König getötet hat. Was ich aber auch witzig fand, dass er das meiste, was da passiert ist, nicht in seiner Funktion als Lord-Kommandant der Königsgarde getan hat. Und dann kommen wir zur Comedy-Szene. Tyrion erscheint im kleinen Rat und setzt sich auf den Stuhl der Hand. Wo ich mal auch sagen muss, in den früheren Staffeln, die Szenen des kleinen Rates gehörten mit zu den besten Dialogen in der ganzen Serie. Definitiv. Also es gab nicht mal Dialog. Es gab diese eine Szene, wenn Tywin wieder zurückkommt und sich alle um ihn platzieren und alle um den besten Platz kämpfen. Es wird kein Wort geredet, aber es erzählt so viel. Voll, definitiv. Und wir sehen, dass das Tyrion halt jetzt die Hand von Bran ist. Und er war auch schon die Hand von Daenerys zuvor und auch schon die Hand von Joffrey. Habe ich was vergessen? War er auch die Hand von Tommen? Nein, war er nicht mehr. Weil er ja für Joffreys Tod verantwortlich gemacht wird, wie wir sogar noch im Buch sehen. Es ist natürlich ein Moment, der voll und ganz auf Nostalgie setzt. Tyrion will dem kleinen Rat wieder den Stolz geben, den der Rat verdient, und rückt die Stühle zurecht. Und dann erscheinen Bronn, Davos und Erzmeister Sam. Wie Sam ist auch immer, der das so schnell geschafft hat. Gut, es ist halt so, nehmen wir mal so hin. Und sie verrücken sofort die Stühle, die
Tyrion so liebevoll hingestellt hat. Und wie gesagt, hier fehlen echt nur noch Lacher aus der Konserve. Bronn ist jetzt Meister der Münze. Akzeptieren wir auch einfach mal so. Davos ist Meister der Schiffe. Gut, das macht ja Sinn. Und Sam legt Tyrion ein Buch hin. Das Lied von Eis und Feuer, das Erzmeister Ambrose geschrieben haben soll. Das Witzige ist, das hast du ja damals schon in der 7. Staffel quasi vorausgesagt, dass dieses Buch, das er schreibt, vielleicht ist ja das Lied von Eis und Feuer. Das weiß ich noch, das hast du nämlich gesagt. Ja, und es ist so. Ja. Und es ist das Lied von Eis und Feuer. Allerdings hat nicht Sam es geschrieben, sondern Erzmeister Ambrose. Sam half allerdings beim Titel, ihm fiel der Titel ein. Und das behandelt alles, was nach Roberts Rebellion passiert ist. Und ja, es ist halt auch so ein bisschen so wie Herr der Ringe. Ist das nicht auch so, dass das quasi damit endet, dass das die ersten Zeilen eines Buches geschrieben werden? Also das erste Buch schreibt ja Bilbo, also der Hobbit. Der Herr der Ringe schreibt dann Frodo. Genau. Und danach bekommt es noch Sam. Ja. Sam Weiss. Und Tyrion wird in dem Buch nicht erwähnt. Was gegen diesen Maester spricht, also komplett. Ja. Weil Tyrion war mit einer der wichtigsten Figuren wichtigsten Personen in dieser ganzen Geschichte, also auch in der Geschichtsschreibung. Ja. Ich meine, er hat die Schlacht am Schwarzwasser gewendet. Ja. Allein schon das. Ja. Er hat seinen Vater getötet. Das hat er auch den Lauf der Geschichte verändert. Ja. Warum erwähnt man den dann nicht? Auch nicht, also auch nicht, er wird ja auch nicht negativ erwähnt, er wird ja gar nicht erwähnt. Ja. Und dieses Buch ist so dick, was steht da drin? Der hat bestimmt die ganzen Kerzen gezählt. Aber also, es ist ja auch so ein bisschen diese Aussage von wegen George R. R. Martin ist Samuel Tarly, was eh schon immer vermutet wurde. Ja. Sam ist derjenige, der dieses Buch schreibt und er denkt sich das quasi nicht aus, sondern schreibt nieder, was eh schon existiert. Ich habe gestern noch ein Interview gesehen mit George R. R. Martin, wo er sagt, es wird halt gefragt, welche Figur ist so am meisten wie er. Mhm. Und er sagt immer, er wäre am liebsten wie Tyrion. Mhm. Aber er ist eher wie Samwise, wie Samuel. Ja. Und dann erscheint der neue König des Reiches und wird von Brienne hereingeschoben. Und Brienne setzt sich auch an den Tisch als Lord-Kommandantin der Königsgarde. Das wissen ja auch ganz viele nicht, dass eigentlich Lord-Kommandanten der Königsgarde auch immer im Kleinen Rat sind. Aber wurde in den vergangenen Staffeln ja nie so umgesetzt. Nie so ganz. Bran sagt, dass ihnen ein Meister des Rechts fehlt und ein Meister des Krieges. Und ein Meister der Flüsterer. Ja, das haben wir jetzt schon. Ja. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Bran fragt nach Drogon, der gen Osten geflogen sein soll. Und Bran sagt, vielleicht kann ich ihn ja finden. So, ach, jetzt benutzt du deine Fähigkeiten. Was glaubst du, wo ist er hingeflogen, Drogon? Ich glaube, irgendwo weit, weit in den Osten. Ich sag Valyria. Ich fände das passend. Natürlich wäre das passend. Vor allem Daenerys an ihren. Ja. Drogon war der ja auch schon, das haben wir ja schon gesehen, als Tyrion da durchgefahren. Ja, nee, du hast recht, das würde tatsächlich sehr gut passen. Wäre so schön ein schönes. Wäre ich hab, poetisch. Ja. Und ich habe übrigens in dem Moment, in dem er sagt, vielleicht kann ich ihn ja finden, guckt Bronn total verwirrt. So, hä, was heißt das? Was ja auch wieder. Weiß anscheinend doch nicht, also weiß er doch nicht die Geschichte. Was er als dreäugiger Rabe kann. Und so, was ist, wenn das Bronn als Mitglied des Kleinen Rates schon nicht weiß, warum sitzt dann da in diesem Rat, der Bran zum König bestimmt hat, der Typ aus Dorn da und sagt, ja, also diese Geschichte von Bran, die ist hervorragend. Der ist im Rollstuhl und war jenseits der Mauer, wie niemand zuvor. Dann sagt Davos, also ich war auch schon jenseits der Mauer, ne? Ich habe auch gegen die Armeen der Untoten gekämpft und sowas. Bronn war auch schon jenseits der Mauer, hat er mal im Trinkspiel zugegeben. Tja. Und der König walkt also nun herum, was er vorher nicht gemacht hat. Also in irgendeiner Weise den Leuten zu sagen, ach übrigens, ich kann übrigens auch was. Ich habe richtig krasse Fähigkeiten. Gut, macht er nicht. Und ich habe echt erwartet, dass er jetzt an Ort und Stelle walkt. Aber nein, es kommt Sir Podrick rein, der zum Ritter geschlagen wurde anscheinend. Ja. Und König der Ritter der Königsgarde ist, was natürlich herrlich ist. Und sie sagen, wir dienen zu eurem besten Brand, der gebrochene Herrscher der 6 Königreiche. Und ja. Dafür haben wir jetzt 8 Jahre Handlung verfolgt, für diesen Satz. Bronn ist Meister der Münze und ihm gehört tatsächlich die Weite und Rosengarten. Wie kann Tyrion das entscheiden? Ja, so, aber er ist ja klar, aber was? Warum macht er das? Warum macht er das? Ist eine gute Frage. Hat er Angst, dass Bronn ihn umbringt? Ja, und warum, ich verstehe das schon voll und ganz, Lannister always pays his debts. Ja. Ich verstehe voll und ganz, dass Bronn die Weite bekommt, aber
Ich meine, klar, es macht Sinn, dass der, dass derjenige, dem die Weite gehört, auch Meister der Münze ist, weil die Weite halt das ertragreichste und reichste Viertel in Dings von Westeros ist. Aber dass Bronn der Meister der Münze wird, ist absurd. Nee, aber nee, allein mit Rosengarten, da gibt es so viele andere große Häuser, die noch übrig sind eigentlich. Ja. Und wie reagieren die? Ja, also, nee, das ist okay. Das ist irgendwie so ein Söldner, der macht das bestimmt ganz gut. Dem gehört jetzt das größte Schloss und die Vorherrschaft über die Weite. Nö, ist okay, machen wir so. So der gesamte Süden, bis auf Dorne vielleicht, aber das ist so ist ein mächtiges Haus. Und dieser Bronn ist super, das ist ein Freund von diesem Tyrion. Den können wir eh richtig leiden. Der Tyrion ist super, der Tyrion ist großartig. Hat der nicht mal das und das gemacht? Und wurde nicht behauptet, dass er. Hat er nicht seinen Vater ermordet und Joffrey vergiftet? Wird das nicht behauptet? Das Ding ist, dass ich würde behaupten, in dieser Staffel die glücklichste Figur ist Bronn. Er musste nichts machen und hat alles bekommen. Ja. Ja, nee, Punkt. Muss man, also was ist auch mit diesen ganzen Häusern? Die auch akzeptieren jetzt einmal, dass Bran der König ist? Ich habe das Gefühl, dass sie halt jetzt, vor allem in den letzten zwei Staffeln, die Häuser, also quasi, dass das so heruntergedummt wurde, dass es im Norden gibt es nur noch die Starks, es gibt nur noch die Lannisters und es gibt immer nur das eine große Haus und die anderen und werden diese unter großen den Teppich Häuser gekehrt. Haben auch immer nur noch eine Person, die dafür steht. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Lord Davos soll Schiffe und Häfen reparieren und der Meister der Münze fängt schon an rumzuzicken. Ja. Klar, der kleine Rat ist so wie immer, sie streiten sich. Aber sie haben sich doch eigentlich alle lieb. Ja. Dann spricht Tyrion über die Kanalisation. Das ist eine nette Anspielung darauf. Tyrion sollte ja in Casterly Rock das Abwassersystem sich darum kümmern. Das war eigentlich eine Degradierung durch seinen Vater, aber Tyrion war super clever und revolutionierte das und war herrlich darin. Dann will Bronn, sagt er, dass er die Bordelle reparieren lassen möchte. Das ist natürlich als Gag gedacht, aber für mich war das ein Schlag ins Gesicht. So à la nach 8 Jahren Game of Thrones ist immer noch alles beim Alten. Weil ich meine, das ist Robert Baratheons Herrschaft war ähnlich. Das ist jetzt egal. Dann fängt Tyrion an, einen Witz, den er schon mal in der 6. Staffel erzählen wollte, mit einem Maultier und einer Honigwabe, die ihn in ein Bordell geführt hat. Und das wird halt auch nicht zu Ende erzählt. Auch das nicht. Und dann sind wir an der Mauer. Wir hören das Horn einmal, denn Brüder der Nachtwache kehren in der schwarzen Festung ein. Und John sieht Tormund, was ein süßer Moment ist. Ich dachte, ach, und John sieht Geist, was ein schöner Moment ist. Das kommt das nächste später? Ah, nee, das war hier, The Petal of Promise. Ja, genau. Und also das war tatsächlich die Szene, die mich dann doch komplett abgeholt hat. John, Tetchit, Geist. Schön. Dann kommt diese Stark-Montage, die aus sehr vielen Match-Cuts besteht und wundervoller Musik. Genau. Die war filmisch, handwerklich und auch vom Schnitt her fand großartig. Ich auch. Ja, also fand ich wirklich auch. Großartig. Ich habe die jetzt allerdings mal zusammengefasst. Also einmal John, einmal Sansa und einmal Arya. Mit wem soll ich anfangen? Ich finde es auch witzig, dass Bran nicht gezeigt wird. Ja. So, das hätte mich jetzt mal interessiert, wo es ein Thronsaal war. Was macht er so einen lieben langen Tag? Ja. Also, man sieht immer so die schönen Bewegungen, was die alles machen und Bran sitzt einfach den ganzen Tag und guckt. Ja. John nimmt sich Langklaue, steckt Langklaue in seine Scheide, spaziert durch die Gänge der schwarzen Festung, geht durch Winterfell und blickt auf die Wildlinge herab. Er guckt komisch und dreht sich zur Seite. John sieht Ghost. Kam das nicht erst jetzt? Ach so, ja, okay. Sorry. Okay. Ghosts Ohr ist ab. Immer ist halt noch, so. Ist nicht nachgewachsen. Genau, ist nicht nachgewachsen. Aber das war ja, war das nicht ein bisschen größer letztes Mal? Hat sich das entzündet vielleicht? Das ist mehr ab? Weil das war ja. Ich glaube, es war gleich. Egal. Ist ja auch wohl. Machst du dir Sorgen, dass John sich das Geist sich sein Ohr entzündet hat? Und warte, dazu komme ich gleich. Dann sehen wir Sansa. Sansa wird das Kleid geschnürt, es wird ihr hochgezogen und dieses Kleid hat mich sehr stark erinnert an das Kleid aus Staffel 1, wenn ich mich nicht irre. Dieses Kleid mit den Blumen, war es das? Ich glaube schon. Ja. Aber es ist ja auch ein blaues Kleid, das auch für die Farbe der Tullys steht. Sie ist ja quasi, ihre Mutter ist ja auch ein Tully. Sie schreitet durch Winterfell, die Nordmänner verbeugen sich vor Sansa. Und ihr wird die Krone des Nordens angezogen. Sie setzt sich und alle schreien The Queen of the North. Ihre Krone ähnelt auch der von Cersei Lannister aus der 6. und 7. Staffel sehr. Zeigt ja auch. Ich finde es auch witzig, dass innerhalb von 2 oder 3 Jahren hatten die Nordmänner 3 unterschiedliche Könige. Ich finde es trotzdem jedes Mal geil, wenn ein neuer kommt. Arya nimmt sich Nadel, sie steckt sich in Dolch ein, sie dreht eine Tasche mit Werkzeugen zu, sie rollt eine Karte von Westeros aus. Hast du das, da war eine Karte? Die habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, da waren komische Bogen drauf und sowas. Das ist klar, das ist bestimmt irgendwie die Strömung, aber da war noch eine andere Karte. Nee, die meine ich nicht, die daneben.
Die, da waren komische Bogen drauf. Ich habe versucht, den Text zu entziffern, aber ich konnte es nicht lesen. Ich habe da Reputed Lands etwas gelesen. Okay. Keine Ahnung. Aber es gibt die Disputed Lands. Ja, klar, aber das steht da nicht. Habe ich auch schon geguckt. Hm. Würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die Disputed Lands sind ja bei Essos. Ja. Sie nimmt sich ein Fernglas, sie geht aus der Kabine, geht zu einer Treppe, ist auf einem Schiff und Aya Columbus guckt in die Welt hinaus. Auf den Fahnen ist das Wappen des Starks. Ist ein Callback zu Staffel 4, wo sie auch nach Osten, nach Braavos reist. Das steht sie auch so an Deck. Ja, und klar, was hier kommuniziert wird, alle drei, Jon, Sansa und Aya, sind auf ihre Weise Anführer geworden. Und Aya befehligt ein Schiff. Aber Jon, wer ist, will da freiwillig mitfahren? Jon ist quasi der Anführer der Wildlinge. Und da haben wir auch nochmal einen Callback, als das Tor sich öffnet bei ihm. Darauf wollte ich jetzt hinkommen. Okay. Jon und Tormund stehen vor dem Torgitter und es wird hochgefahren. Und damit endet Game of Thrones quasi ja genau, also fast genauso wie Game of Thrones beginnt. Mit diesem Tor, das hochgefahren wird. Das ist die erste Einstellung. Haben sogar einen sehr ernsten Blick drauf. Genau wie die. Also es erinnert schon sehr, sehr stark daran. Und dann sind wir jenseits der Mauer. Jon zieht mit den Wildlingen, mit Ghost und vielen Kindern. Das ist mir auch aufgefallen, viele Kinder. In den Norden. Das Tor wird hinter ihm geschlossen. Lässt er seinen Job als Nachtwache-Fuzzi jetzt einfach. Das ist jetzt eine Aufgeschichte. Ich meine, das Ding ist ja nicht mehr der grausame Wurm, da kann er ja machen, was er will. Stimmt. Jon lebt jetzt in absoluter Freiheit und das Tor in den Süden verschließt sich ein letztes Mal für ihn. Ein Chor singt den Game of Thrones-Theme und interessant fand ich noch, alle sehen aus wie Ygritte, finde ich. Okay. Mich haben die ganzen Figuren. Also, das sind seine Kinder, seine Schwestern, seine Brüder und er lebt jetzt mit denen. Ja. Ich fand auch die Musik in der ganzen Szene, das war wieder eine Abwandlung des Stark-Themas. Das hatte eigentlich immer eher so einen melancholischeren Touch. Mhm. Aber Ramin Djawadi, der Meister aller Meister, hat es geschafft, dieses Thema so abzuändern. Ich fand, das klang eher hoffnungsvoll statt melancholisch. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, so diese Pflanze, die aus dem Schnee rauskommt, das ist quasi so der symbolische Titel des letzten Buches, A Dream of Spring. Genau. Wunderschön. Punkt. Ach ja. Sehr, sehr hart. Sollen wir jetzt hier auch so eine Montage machen, wie wir. Nein. Aber was gibt es noch zu sagen? Ich bin körperlich und seelisch leider ein bisschen platt. Ja. Gehen wir hinaus. Es ist hartes Stück Arbeit. Diese Folge hat mir persönlich summa summarum nicht gefallen. Beziehungsweise, ich will das auch spezifizieren, die Handlung. Ja. Es ist sehr untypisch Game of Thrones und sehr unzufriedenstellend, finde ich. Und es reiht sich so ein bisschen ein in so Serien wie Lost oder, weiß ich nicht, so Serien, die gut, wunderbar gestartet sind und dann leider ein sehr schlechtes Ende haben. Das Problem ist, bei so Serien höre ich zwischendrin einfach dann auf, die zu schauen. Nicht bei Game of Thrones. Ja. Ja, was sollen wir noch dazu sagen? Fühl mich ein bisschen, weiß nicht, leer. Aber bitte erinnert euch daran, was wir am Anfang gesagt haben, über die Sachen, auf die ihr euch noch freuen dürft, hier auf Cinema Strikes Back. Bleibt unbedingt dran, abonniert den Kanal. Genau. Aktiviert die Glocke, wenn ihr jedes Mal benachrichtigt werden wollt, wenn ein Video von uns erscheint. Genau. Und wenn ihr bis jetzt hierhin geguckt habt, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Thorsten. Alternative Königsnamen für Bran, beziehungsweise sowas wie vierledriger Nackenklatscher. Wie könnte man ihn noch nennen? Ja. Und andere Königsnamen. Erfindet neue Spitznamen für Bran. Ja. Und schreibt das bitte in die Kommentare, das würde uns sehr freuen. Und checkt unbedingt unsere World of Westeros Playlist aus, die verlinken wir euch einmal hier. Da findet ihr nämlich alle Videos über Game of Thrones, die wir jetzt hier so noch in nächster Zeit machen werden. Da werden dann sicherlich noch einige kommen und auch Talks mit uns beiden. Und da ist noch was anderes verlinkt. Ich weiß es auch gar nicht, bin auch gerade zu Platz. Das ist irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Vala Morghulis. Vala Dohaeris.